Wir hätten auch viel weniger Abgestochene, das bedeutet, Pflegekräfte hätten mehr Ach. Freizeit. Das ist. Ach du Scheiße, oh Gott. Wir hätten viel weniger Abgestochene und dadurch hätten Pflegekräfte mehr Freizeit. So, Oliver Flesch, 47%, alles klar. Ja, wie gesagt, das ist ein ziemlich langes Ding und tatsächlich müssen wir da auch mal hier und da ein bisschen vorspulen, weil die reden sich da so um Kopf und Kragen und fangen damit teilweise mit völlig anderen Themen zwischendurch an. Ist ein bisschen langweilig. Also, lieber Oliver Flesch, beim nächsten Mal ein bisschen knackiger bitte. Und es ging, Ding geht, glaube ich, 3 Stunden und sie haben trotzdem, glaube ich, nur die Hälfte von dem Gespräch geschafft, was ich mit Proletopia geführt habe. Also, das ist ja völlig irre. So, das ist jetzt quasi ein Reacten aufs Reacten, ne? Aber gut, manchmal ist das ja so. Nee. Zack. Schön, dass du gekommen bist. Schön, dass das Ja, freut geklappt mich hat. sehr. Danke für die Einladung. Aber gerne, auf jeden Fall. Es hat ja der radikale Demokrat gesagt, er traut sich nicht mit dir reden. Also habe ich mir gedacht, okay, ich versuch's mal. Ich glaube, er hat nicht Angst vor mir, sondern vor seiner eigenen Community. Aber das haben wir ja schon mal beide festgestellt, glaube ich. Wie schlecht ist denn bitte die Verbindung da? Was ist das für total ruckelig, das Video? Also, das ist. Hä? Habt ihr nicht mal eine einigermaßen gute YouTube-Verbindung oder was? Wie sieht das denn aus? Das ist ja nicht mehr Standbilder. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dass er Angst vor seiner eigenen Community hat, glaube Guck mal, die links und rechts sind die links sind die beiden total normal zu sehen, ohne irgendeine Ruckelei. Und unser Video wird sowas von ruckelig abgespielt. Hat er einen Toaster als Modem oder was? Oder was? glaub ich auch. Das war auch meine Theorie. Das hat mit uns nichts zu tun. Das ist bei denen im Stream so gewesen. Ja. So ist das. Ich Ja. muss, ja. Ich sollte nur kurz die Dings abdrehen, Jetzt geht's. weil es kommen Alerts rein. Ich sollte kurz die Alerts abdrehen, weil sonst wird man nicht hören, was du sagst. Aber wir können uns schon unterhalten. Ich erledige das gleich. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, super. Ich habe einen entspannten Tag gehabt, habe lange geschlafen, habe heute einen ruhigen Sonntag mir mal gemacht. Insofern Ja bin gut, ich das ist ja sehr immer. entspannt und sehr Ruhe innerlich, um mit dir jetzt zu sprechen. Das freut mich sehr, weil es war eigentlich sehr turbulent in letzter Zeit. Du hast das mitbekommen, du hast auch darauf reagiert, auf diese Geschichte mit dem radikalen Demokraten. Das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, reden wir miteinander. Ja, gut. Genau. Ja, So ist kannst du mal es. sagen, wie du selbst diese Diskussion mit ihm im Nachhinein empfunden hast? Sehr anstrengend. Sehr Ja. anstrengend. Und ich muss sagen, ich bin da reingegangen in diese Diskussion und habe mir gedacht, okay, gut, wir werden uns normal unterhalten, weil wir waren ja früher. Ja, sagen die auch mal irgendwas oder was ist das für ein Reaction-Video? Gucken kann ich es auch alleine, da brauche ich die beiden Nasen da nicht für. Irgendwie Freunde, unter Anführungszeichen, wie er das nennt. Auf jeden Fall, ich habe seinen Kanal gepusht damals, habe ihm geholfen und dann. Ja, genau, wer ist der Typ unten links? Cowboy Podcast, wer ist das? Oliver Flash kennen wir ja. Der lebt, glaube ich, auf Mallorca, ne? Oder irgendwo in der Ecke lebt der, ne? Aber der unteren kenne ich bislang auch nicht. Da kommt noch ein Dritter dazu, glaube ich, irgendwann noch, ne? Ist er mir in den Rücken gefallen, so habe ich das empfunden. Und ich habe gedacht, okay, das ist eine gute Chance, dass wir uns mal aussprechen, dass wir normal miteinander reden, dass wir sozusagen die Punkte klären, vor allem irgendwie die Community, die sich gespalten hat, mal zu erklären, warum habe ich mich anders entwickelt, warum hat der sich anders entwickelt, wohin entwickeln wir uns. Du hast es ja auch mitgekriegt. Ich habe ja sozusagen auf mich reagiert, wie ich auf dich reagiere und habe mich bei dir entschuldigt. Ja. Also ich kann mich auch gleich jetzt wieder persönlich bei dir entschuldigen. Sorry, das war scheiße von mir damals. Aber das ist diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Und da habe ich mir eben gedacht,
Ja, du musst da gar nicht so katzbuckelig sein. Mein Gott, damals war das in dem Moment für dich richtig und in Ordnung, das so zu machen. Ich habe da auch, ja, auch damals schon reacted. Ja. Und ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie du das damals gemeint hast. Also ich fand das Video schon ein bisschen strange. Aber es ist völlig in Ordnung, jetzt zu sagen, okay, das sehe ich heute anders. Da muss man nicht jetzt tausend Entschuldigungen aussprechen. Also so, da bin ich nicht so empfindlich. Nein, nein, es geht mir auch mehr um mich, weißt du? Weil das Problem ist, meine Reaction damals war ja so lost, weil ich von mir aus einen Fehler gemacht habe. Und damit das nicht nochmal passiert, sollte ich eher demütig bleiben. Weißt du, was ich meine? Weil einfach zu sagen, irgendwie, okay, ich habe einen Fehler gemacht, scheiß drauf, weiter geht's. Ich halte das für sinnvoller, dass man einfach dazu steht und dass man sich normal verhält. Ja. Das hat mit Dana leider nicht funktioniert. Also ich hätte gerne, es hätte mich wirklich interessiert zu vergleichen, wie habe ich mich entwickelt, wie hat er sich entwickelt, warum habe ich mich verändert, was ist passiert, und darüber wollte er nicht normal mit mir reden. Mhm. Er wollte stattdessen mir reindrücken, dass ich jetzt ein Nazi bin. Oder dass ich jetzt praktisch ein Rechter geworden bin, der vollkommen den Pfad verloren hat und der eine Nazi-Community hat. Aber das hat er dir ja auch vorgeworfen. Ja. Nicht nur das. Er hat ja im Gespräch mit dir nochmal wieder einen draufgesetzt zu dem, was er eh schon verbreitet hat auf Twitter, in dem es nicht mehr nur angebliche Morddrohungen aus meiner Community gibt, sondern dass Leute mittlerweile sogar umziehen müssen und den Wohnort wechseln müssen aus Angst vor mir und meiner Community. Wo ich so gedacht habe, wer bin ich denn? Bin ich keine Ahnung, der Staatsfeind Nummer 1 oder was? Oder ich weiß es nicht. Also das ist sowas von absurd und so weit. Zwei Dinge möchte ich jetzt kurz anmerken, die Linken von heute so wunderbar symbolisieren, nämlich einmal diese Lügen zu verbreiten, also als ob jetzt irgendwie... Er kann sprechen, okay, ist ja schon mal gut zu wissen, dass da doch noch was kommt. Man da für Holger in den Krieg ziehen würde und irgendjemanden auf die Fresse hauen, sodass er umziehen muss und so, ne? Also was für Nonsens. Und das, der zweite Beleg ist, dass dem Erwin nun vorgeworfen wird, ein Rechter zu sein, also du wirst im Laufe dieser Show noch mitkriegen, wie links er immer noch ist. Also er ist immer noch linksextrem, wirklich linksextrem. Aber linksextrem reicht für die heutigen bekloppten Linken augenscheinlich schon nicht mehr aus. Nein, überhaupt nicht. So kriegen sie es auch immer wieder hin, den Sozialismus als irgendwie was Konservatives oder nicht Sozialistisches hinzustellen, weil es dann einfach nicht ultimativ genug war anscheinend. Ich glaube, es war Jung und Naiv, der sagte, die DDR wäre rechter Staat gewesen, also ein konservativer Staat. Und so kann man sich das dann halt immer schönreden. Ne? Man pusht das, bis es dann verzweigt oder vertrackt und da zieht es dann durch. Übrigens wollen wir auf 1,25 Geschwindigkeit hoch. Ja, das können wir gerne machen. Im Übrigen denkt, glaube ich, ohne es genau zu wissen, der Erwin genauso. Also Linke waren noch nie an der Macht. Mein Gott, was für eine Rauchwolke da. Wirklich sozialistischen Staat hat es noch nie gegeben. Aber gut, das kennen wir ja alles, dieses Gesamt. Obwohl es das früher nicht gab. Also das ist ein neues Phänomen. Ich glaube, das ist eine Retourkutsche darauf, dass Leute wie wir endlich mal klargemacht haben, dass Adolf Hitler ein wahrer Linker war. Das hat er ja selber klargemacht. Man muss ja nun mal Hitler lesen oder Goebbels lesen, Zitate davon. Die haben das schon ganz, ganz deutlich gemacht. Übrigens, Grüße. Was? Hitler war ein Linker? Goebbels war ein Linker oder was? Oder was wollen? Was? Hä? Was für Zitate denn bitte? Was meint er denn? Das habe ich nicht ganz verstanden jetzt. Hä? Also ist es jetzt Ihre Meinung, dass Hitler und Goebbels Linke waren? Oder meinen Sie, oder zitieren Sie jetzt andere, die das behaupten, das wäre so? Das habe ich nicht ganz verstanden. Anger. Anger ist da freue ich mich. Von mir auch. Er hat sich darüber beschwert, dass... möchtest du reinkommen oder warum sagst du Winke, Winke? Ich kann dir einen Link schicken. Ich befürchte nur, wir können es gerne machen. Ich befürchte nur, dann dauert es noch länger. Aber egal, ich schicke dir mal einen. Ich bin überzeugt, dass wir das Video heute ohnehin nicht ganz schaffen. Stunde 39 zu reacten ist echt eine Ansage. Ne? Das muss man mal ganz klar machen. Wir sind jetzt bei 21 Minuten und wir haben 4 Minuten 22 Video. Und das, wo wir in dem Teil sind, wo hallo, wie geht's dir? Und man hat über irgendeinen Fehler gesprochen, über den ich gar nichts weiß. Das heißt, ja, nun, das ist eben die Kunst, dann sich kurz zu halten und sich nicht in irgendwelche Vorträge da zu verlieren und ewig zu reden. Thematik ist, sobald das losgeht, dass Sachen kommen, zu denen wir was sagen können, wird es ewig dauern. Also ein 20-Minuten-Video ist mal locker Stunde 40 Reacting-Video, ne?
Völlig richtig, völlig richtig. Ja, dann mach doch weiter. Wir haben natürlich auch 20 Minuten gesabbelt, eben, um den Leuten nicht sagen zu müssen, dass wir das Video erst noch runterladen mussten. Ich habe Chris jetzt einen Link geschickt und wir machen weiter. Ja, beobachte den Vorraum. Weg von der Wahrheit, dass ich wirklich entsetzt bin, das zu hören, was er da vom Stapel gelassen hat. Aber du hast nie einen Beweis dafür gekriegt, oder? Nee, überhaupt nicht. Nein. Auch Verlangen nicht. Weil ich bin ja bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn jemand sagt, du, pass mal auf, der und der, da hat da mir so eine Drohung geschickt, das ist einer von deinen Zuschauern, dann würde ich mich da gerne mit auseinandersetzen, aber die Chance bekomme ich ja nicht. Mhm. Der schickt dir einfach nichts, oder wie? Gar nichts. Gar nicht. Okay. Gar nichts, nein. Er wolle ja wiederum diese Leute schützen, diese Hinweisgeber von mir. Und deswegen dürfe er mir ja nichts schicken. Da kann man sich die Welt einfach machen, ne, und sagen, ich habe da was bekommen, aber das kann ich dir leider nicht schicken, weil aus Schutz vor denen. Genau. Okay, ich verstehe. Mhm. Alles klar. Absurd, ich meine, wenn die Leute da schon umgezogen sind, dann müsste man das ja wissen, um wen es sich handelt, oder? Und dann kann man die ja nicht, braucht man ja die nicht schützen, weil es gibt ja Leute irgendwie, die schon, von denen man ja weiß, wer sie sind und wo sie sind. Also ergibt die Ausrede wenig Sinn, weißt du, was ich meine? Na, er könnte es ja intern machen. Ich würde es nicht in aller Öffentlichkeit verlangen. Er kann mir das ja auch einfach mailen oder mir das schicken, dass ich mir das mal angucken kann, ohne es öffentlich. Moin, Chris. Hallo, ihr schönen Menschen. Wie geht's euch? Wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir sind ja über StreamYard drin, nicht über OBS oder so. Das heißt, wenn du was sagen möchtest, da geht's dann wieder weiter. Leitung der Honigfarbe, jede Woche Erwin an. Er sagt, das ist so cool, wenn du das nebenbei laufen lässt. Das ist einfach so inhaltsleer. Das ist so schönes Gedudel, dass du dich gut konzentrieren kannst. Erwin ist ein fester Bestandteil bei der Erstellung der Folgen der Honigwarbe. Ich gucke mir nicht seinen normalen Kram an. Aber wenn er reagiert und so, gerade auf Leute, die ich nicht mag, oder wenn er halt mit Holger spricht, sowas gucke ich mir sehr gerne an. Weil ich habe vorhin schon gesagt, er ist so ein bisschen so wie die Linken früher. Auch völlig verblendet, aber man kann wenigstens noch so einigermaßen. Ja, Oliver Flash, das ist so ein Typ, ich weiß nicht. Also zum ersten Mal habe ich ja von ihm irgendwie was wahrgenommen. Da hat er ein total böses Video über mich gemacht. Da muss man aber sagen, hat er sich später für entschuldigt, hat mir eine E-Mail geschrieben, dass das falsch war, hat das Video dann auch gelöscht. Und das fand ich auch eine gute Geste von ihm. Und dann haben wir mal so ein betreutes Gucken hin und her gemacht, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Da ging es um das Thema Winnetou, weil ich doch mit Christian, wir haben doch in Mario, wir haben doch uns erlaubt, die alten Winnetou-Filme spießig zu finden. Und da ging es dann irgendwie darum, um diese Filme, das war dann mehr so ein oberflächliches Thema, da hat er zweimal reacted, also er hat auf unsere Kritik reacted, ich habe wiederum auf ihn, er dann nochmal auf mich und ich nochmal auf ihn und da war das Thema aber auch durch. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, also wir hatten auch schon mal E-Mail-Kontakt irgendwie mit der Idee, irgendwie auch mal, vielleicht mal auch mal miteinander zu diskutieren, aber ich weiß nicht, von beiden Seiten waren dann irgendwie so ein, glaube ich, so ein bisschen ein bisschen Bedenken dabei, ob das wirklich Sinn macht, ob das wirklich was bringt und was das Thema vor allem angeht, über das man denn diskutieren sollte. Insofern, dann reacten wir eben gegenseitig übereinander. Es geht ja auch. Man konnte noch einigermaßen mit ihnen reden, das ist ja heutzutage gar nicht mehr möglich. Aber gut, dann machen wir mal weiter, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Zu machen. Das würde mir ja schon reichen. Ja, das wäre auch eine gute Idee, ja. Aber die machen das nicht. Gell? Ja, mir beweisen sie auch nichts. Also zu mir hat er ja vorher gesagt, dass ich in einem halben Jahr so weit werde, dass ich für Geld den Holocaust leugne. Also der hat extreme Vorwürfe gemacht, so, wo man da steht und sich einfach denkt, hey, hallo, was ist los, weißt du? Ja, ja. Oder diesen Einspiel, den du am Anfang da gezeigt hast bei eurer Diskussion, wo er da der Vollbrecht unterstellt, sie würde ja im Grunde alle Transgender-Menschen tot sehen wollen. Wo ich so denke, ey, sag mal, das kann nicht dein Ernst sein, Junge. Ja. Das ist unfassbar. Ich glaube, dass das einfach diese Art von Bubble ist oder dass das diese Art von Denke in dieser speziellen Bubble ist, zu der ich auch früher gehört habe. Man hat keine Argumente, sondern man hat moralische Urteile. Man stürzt sich nicht so sehr darauf, wenn man irgendwas hört, zu sagen, okay, gut, argumentativ betrachtet ist das jetzt nicht richtig oder hin und her, sondern man geht direkt auf die Person. So wie ich damals auf dich gegangen bin, war ja genau das Gleiche, wo ich gesagt habe, der bedient hier einfach die Rechten. Ja? Das ist irgendwie aber kein Argument, das ist ein Angriff gegen die Person im Endeffekt. Weißt du, was ich meine? Ja, oder man hat eben dieses Schwarz-Weiß-Denken und hat ganz bestimmte Feindbilder
Und die will man auch auf Biegen und Brechen aufrechterhalten. Also man will sich bloß nicht sein Weltbild irgendwie verunsichern lassen, dass dieser Mensch ja auch möglicherweise auch mal was Vernünftiges vom Stapel lassen könnte. Ja. Lieber geht man... Dieses Geruckel macht mich wahnsinnig. Warum können die das Video nicht nochmal abspielen? Was machen die denn da? Aus Prinzip gegen das, was er sagt, selbst wenn es vielleicht sogar vernünftig wäre. Genau, absolut. Ja, das ist das Schlimmste daran, dass man einfach eigentlich selber derjenige ist, der das Gespräch unmöglich macht. Der den Diskurs zerstört eigentlich. Und dann heißt es aber immer, von rechts wird der Diskurs zerstört. Und man sieht nicht, dass man ihn selber auch mit zerstört. Ja. Ja. Ich meine, die Rechten zerstören den Diskurs, aber man selber zerstört ihn ja dann auch. Das ist aber was anderes. Also hier geht es darum, Dekadent ist da die goldene Gans und die versammeln sich halt um ihn herum. Und um da in dieser Spielegruppe von Dekadent zu bleiben, musst du halt diese Meinung annehmen. Ansonsten fliegst du raus. Wenn Dekadent sagt, du streamst nicht mit Holger, dann streamst du nicht mit Holger, sonst bist du weg. Richtig. Da ist wahrscheinlich was Wahres dran. Ja, das ist so. Warum auch immer. Und es ist vor allem eine glatte Lüge. Wo und wann zerstören denn die Rechten oder wer auch immer, wen wir als Rechten bezeichnen, den Diskurs? Wir sind doch immer gesprächsbereit. Wir sprechen mit jedem, oder nicht? Ja, aber das hat... Naja gut, das würde ich jetzt zu pauschal auch nicht sagen. Also da gibt es auch... Mit jedem sprechen die Rechten auch nicht. Also am liebsten sind sie auch unter sich. Ja, das hat ja Substanz. Also die wissen ja auch, dass sie lügen. Das haben wir spätestens, müsste das jeder erkannt haben, bei Silvester. 45 Deutsche sind dabei. Alle Linken teilen das Bravissimo, geil, 45 Deutsche. Dann wird nach den Namen gefragt. Und bevor der erste Name raus ist, flippen die komplett aus. Weil sie genau wissen, da ist kein Max bei. Weil sie genau wissen, da ist kein Christoph dabei. Und das heißt, die Freude vorher, 45 Deutsche waren dabei, war eine gelogene, gespielte Freude, weil auch sie da schon wussten, die Namen sind nicht Max und Christoph. Und genau daran scheitert es ja. Sie wissen, dass die Rechten den Diskurs nicht zerstören. Das ist nur das, was man vorwirft. Und man wirft ja auch den Rechten vor, an Silvester Krawalle gemacht zu haben. Aber man braucht für diese Dinge keine Beweise. Es reicht, wenn man es vorwirft. Und naja gut, bei dieser Namensgeschichte... Ich habe zwar verstanden, was die CDU da eigentlich mit bezwecken wollte, klar, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, von Namen schon automatisch zu schließen auf darauf, ob ein Mensch böse ist oder nicht böse ist. Ne? Das sind natürlich dann wieder so Klischees, die dann damit auch wieder so ein bisschen zementiert werden. Also die Kritik daran, die habe ich schon auch ein Stück weit verstanden. Auch wenn die CDU das vielleicht sich gar nicht so beabsichtigt hat, dass sie das so meinte. Aber es war halt ein bisschen unglücklich. Und wenn man sich dann mit keinem Rechten auseinandersetzt, braucht man es auch nie belegen. Genau. Wir machen weiter. Naja gut, also wie gesagt, da tun sich die beiden Bubbles nichts. Wobei ich tendenziell auch sagen muss, wenn ich Anfragen stelle... an Leute für Veto oder für Mediatheke oder was auch immer, wo es um politischere Dinge geht, habe ich eher eine Chance, in der Tat im rechteren Lager jemanden zu bekommen, der dann auch zusagt, als im linkeren Lager. Im linkeren Lager gibt es dann auch eher schon meistens oder öfter eine Absage. Das ist richtig. Soweit würde ich mitgehen. Also wo ist der Sinn der Sache? Über was regt man sich dann auf? Weißt du? Ja. Genau. So, und diese ganzen Ad hominem-Vorwürfe, das geht einfach nicht. Das ist ja auch der Punkt, wo ich meinen Fehler eingesehen habe, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, ich bringe ja gar keine Argumente, sondern ich treffe moralische Urteile. Und da gibt es einen Riesenunterschied dazwischen. Mhm. Ja, klar. Weil moralische Urteile kannst du ja nicht entkräften. Wenn ich jetzt komme und einfach sage, ja, das ist alles scheiße, was du tust, weil einfach dein Charakter scheiße ist, was willst du machen? Ja. So. Ja, oder eben wie der radikale Demokrat eben zu sagen, wenn du ein Argument bringst, was möglicherweise auch die AfD für sich nutzen könnte, ist automatisch ein falsches Argument. Aber das ist ja auch zu einfach. Die AfD nutzt es für sich natürlich, um für sich Werbung zu machen, um PR zu machen. Aber das muss ja das Argument noch nicht entkräften. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Ja, es ist ja auch die Frage, kann man der AfD nicht irgendwas wegnehmen, nachdem die AfD sich permanent irgendwelche Sachen von links aneignet? Wie meint er das? Ich wüsste jetzt auch keine Sache, die so ein bisschen der... Thüringische Ostflügel hat da schon so ein paar Ideen in die Richtung, das will ich nicht abstreiten, aber dann doch so minimal und so hauchdünn, dass man das doch eher der Adenauerzeit fast noch anrechnen kann, als dass man es der AfD anrechnen kann. Auf eine Sache möchte ich auch eingehen, und zwar, dass man moralische
Vorwürfe nicht entkräften kann, aber natürlich kann man moralische Vorwürfe entkräften und da muss ich nochmal Höcke loben, denn als es um die Einwanderung ging im Höckes Sommerinterview, hat er zuerst rein logisch die Einwanderung entkräftet und dann hat sie sie moralisch entkräftet durch Neukolonialismus, Fachkräfte fehlen in den Ländern. Das heißt, man kann sie sowohl logisch als auch moralisch entwerten, das geht schon. Die ja. AfD benutzt natürlich ein paar Dinge, die die Marxisten gerne benutzt haben, wie beispielsweise das Protestieren. Das ist jetzt nichts so wirklich Urkonservatives. Kennst du eine Demo von der CDU? So, oder die FDP, die auf der Straße geht? Passiert ja, normalerweise. Also Entschuldigung, wenn Höcke sagt, naja, wir wollen die Leute hier nicht haben und außerdem werden die ja sowieso in ihren Ländern mehr gebraucht, um dort sozusagen ihr Land aufzubauen oder dort ihren Dienst zu machen. Denn ist das ja ein vorgeschobenes Argument. Höcke will die Leute ja deshalb hier nicht haben, weil sie einer anderen Ethnie angehören. Das ist doch ganz eindeutig. Also ist doch jetzt ein bisschen billig, jetzt zu sagen, naja, er hat ja auch moralisch argumentiert, die Leute werden ja auch in ihren Ländern gebraucht. Ja, das ist natürlich ein vordergründiges, ein vorgeschobenes Argument von Höcke. Ne, also so naiv kann man ja wohl nicht sein. So, und dann halt auch dieses klare Feindbild, was man natürlich dann auch benennt. Und zwar die Medien, die Regierung, die Unterdrückung und so weiter. Dass man da doch klar auf jemanden zeigen kann. Das Feindbild zu benennen, macht dabei ja eigentlich jede Regierung oder jeder. Gut, aber was ist das Feindbild der FDP? Das Feindbild der FDP ist Freiheit und Wahrheit. ja, okay. Ich meine, das Feindbild, mit dem sie auf Wähler fangen gehen. AfD. Also ich erinnere mich, gut, als sie in den Bundestag eingezogen sind, brauchte es Taschentücher, weil sie 2 Tage rechts, links von der AfD saßen. Da musste mit der CDU getauscht werden, damit die AfD sich nicht... Ich meine jetzt davor, vor der AfD, okay. Ja, Chris hat da völlig recht. Aber ich habe einen Tipp für den Erwin, was sie der AfD vielleicht nicht wegnehmen könnten, aber auch benutzen könnten. Das wäre nämlich Kritik einer kulturfremden und illegalen Masseneinwanderung. Im Grunde ein urlinkes Thema, weil ich kann mich da immer nur wiederholen, viele von denen, die da reinkommen, haben ja so bei gewissen Themen Frau, Mann, Bild, Homosexualität, Sexualität, Juden, sind ja viel heftiger drauf als ein handelsüblicher NPD-Wähler. Das bedeutet, wir kämpfen hier, die Linken kämpfen mit und wir würden uns doch freuen, wenn da auch mal ein bisschen Kritik käme, wie zum Beispiel auch bei der Heldin von Erwin, der Sarah Wagenknecht. Er gehasst hat vor einem halben Jahr noch. Also Erwin ist echt wandelbar. Ja, offensichtlich ist sie rehabilitiert. Ein bisschen schief hängt das Bild noch und sie sieht auch sehr zornig aus auf dem Bild. Ja, das Thema Wagenknecht kommt ja noch. Ich sehe übrigens keinen Karl Marx da hinten, vielleicht übersehe ich ihn, aber... Pass mal auf, mal das ist eine witzige Geschichte. Ich hatte ja eine Unterhaltung mit Erwin und da wurde ja der Transmensch, keine Ahnung, mehr, Benji eingeladen auf Twitter, @ichmagschwanz, sehr toller Mensch, postet da Bilder mit Nagellack und Minirock und so weiter, ist ein keine Ahnung, der ist um die 20-jährige Studentenbub. Einfach nur nach seinem Vater, der Typ. Traurig. Das ist alles so, ich möchte maximal ja, ihr reactet doch auf uns. Und dann halt wirklich, dass er... Bleibt bitte mal beim Thema, Leute. Ach, also, es ist schon komisch, wenn man sich @ichmagschwanz nennt. Ja, das klingt für mich auch... Der wurde damals in der Unterhaltung von Erwin und mir dazugeholt, weil Erwin zum Trans-Thema halt nicht weiter wusste und deshalb haben sie ein 2-gegen-1 dann gemacht. Wir machen weiter. Ach was. Jo. Kann man nicht Digan das wieder zurückholen? Hältst du das für möglich? Ja, natürlich ist das möglich. Ich glaube, dass vielleicht die Union auch jetzt wieder auf einem etwas besseren Weg ist. Ich bin auch jetzt kein großer Freund von Friedrich Merz. Aber unter Merkel hat ja eine Entkernung der CDU stattgefunden. So muss man das ja einfach sagen. Die stand ja für alles und für nichts. Also hättest du ja genauso gut die SPD wählen können. Und die SPD ist dann noch weiter links gerückt, weil die CDU schon so links wurde. Und das ändert sich vielleicht wieder ein bisschen, dass die Union wieder so ein bisschen zurückkehrt, vielleicht zu ihrer konservativen, zu ihrem konservativen Kern. Und das ist vielleicht auch ein Argument für den einen oder anderen zu sagen, okay, ich habe jetzt die AfD gewählt, vielleicht will ich dann doch mal wieder die Union. Keine Ahnung, ob das ein Schritt sein könnte. Aber die AfD ist auf jeden Fall ein Produkt von Merkel. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Mhm, weil es
Ja, weil ich finde, dass einfach konservative Politik nicht mehr stattgefunden hat in den letzten 16 Jahren. Okay, aber gut, ich meine, die AfD schießt weit über konservativ hinaus. Ja, sicherlich. Aber es gibt ja auch im Grunde genommen sehr rationale und auch innerhalb des demokratischen... Das ist Quatsch. Weit über konservativ. Was soll das überhaupt bedeuten? Ja, es hat seinen Grund, dass es nicht ausgeführt wird. Also die Sache ist, die Leute glauben immer, dass man, wenn man... Naja, Entschuldigung, natürlich geht es weit über konservativ hinaus. Es gibt in der AfD jede Menge Rechtsextremisten. So, Leute, die unsere Demokratie am liebsten abschaffen würden. Das kann man ja nun nicht bestreiten. Es gilt nicht für die ganze AfD, gar keine Frage. Aber es gilt für Teile der Partei. Inklusive Höcke, muss man ja nochmal klar sagen an der Stelle. Ne? Also jetzt zu sagen, das ist aber Quatsch. Über konservativ, die AfD ist nur eine konservative Partei und sonst sind die überhaupt nicht weiter schlimm. Also so, das ist auch noch ein bisschen platt. Ne? Also ihr wisst es doch besser, Leute. Tut doch nicht so. Konservativ wird irgendwann Hitler ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, du gehst jetzt mal den Weg eines Konservativen weiter. Welchen Standpunkt musst du erhöhen oder radikalisieren, ins Extreme treiben, dass du bei Hitler rankommst? Hitler war ein Revolutionärer, an dem war nichts Konservatives. Als er die Macht übernommen hat, hat er das gesamte Land geändert. Man sieht ja schon, wie sie alle feucht im Schritt sind bei einer AfD, wenn sie nach Ungarn oder nach Polen gucken. Ach, der Viktor Orban, ach, so müsste es in Deutschland auch sein. Ja, da sage ich eine gute Nacht, kann ich dir nur sagen. Gerade auch was Meinungsfreiheit und Medien angeht. Ne? Also ich kenne ja Leute, die in Ungarn wohnen und die mir da wirklich die Horrorgeschichten erzählen. Also das möchte ich nicht in Deutschland haben. Ne? Bei aller Kritik auch an den Zuständen, die wir jetzt in unserem Land haben. Da geht's, bei uns ist wahrlich auch nicht alles in Ordnung. Aber der ungarische Weg ist auch nicht die Lösung. Ne? Und die AfD ist ja sehr, sehr in die Richtung, dass sie sagt, oh, so möchten wir es auch gerne haben. Was ich ziemlich entlarvend finde. Ändern ist nicht konservativ. Also konservativ bedeutet bewahren. Konservieren, also. Konservieren, ja. Es kommt vom Konservieren. Das ist, glaube ich, Latein, wenn ich nicht irre. Und ja, aber das musst du halt auch erstmal erkennen. Ne? Dazu gehören 6 Gramm Hirnzellen. Und da, ja, der Fernseher rauf und runter erzählt, Hitler wäre ein Rechter gewesen und ein Extremrechter. Wobei man ja sagen muss, die... Willst du das ernsthaft bestreiten, dass Hitler ein Extremrechter war oder was? Oder was? Vielleicht, also, wie kriegst du denn dein Gehirn auf 6 Gramm? Ne, vielleicht mal ein bisschen was dazulegen. Dann kommst du auf 6 Gramm. Die Ausländerpolitik von Hitler stimmt ja auch überhaupt nicht mit der AfD-Position überein. Also ich wüsste jetzt nichts, wo die gemeint sind. Daher weiß ich nicht. Einwanderung nach kanadischem Vorbild ist, glaube ich, nicht die Außenpolitik oder die Migrationspolitik, die sich Adolf Hitler vorgestellt hat. Nee, sonst hätte Kanada ja eine Migrationspolitik nach Hitler. Haben sie ja gar nicht. Das war komisch, genau. Nee, es ist so weit würde ich ja auch gar nicht gehen und zu behaupten, die AfD ist gleichzusetzen mit der NSDAP. Das ist ja dummes Zeug. Also stimme ich ja vollkommen zu. Aber es gibt in der AfD Tendenzen in diese Richtung. Das ist doch gar keine Socke, das ist doch völlig außer Zweifel, dass das so ist. Gerade in den Kommunen, in den Landesverbänden, da, vor allem auf den Ebenen, da gibt es doch teilweise also Aussagen von einigen AfD-Leuten, wo denkst du, das doch nicht, kann ja euer Ernst sein. Das ist Quatsch. Und dann die andere Sache ist, egal wo du hinguckst, wenn die Leute auch nur minimal über die Stränge schlagen, wie beispielsweise Abgeordnete, ich glaube, sie war Abgeordnete von der AfD in Hamburg, die sich da fotografiert hat mit dem Hitlers beste Wein im Hintergrund. Ich weiß nicht mehr. Ich erinnere mich, ja. Da war nur diese Flasche im Hintergrund, das war ja noch nicht mal ihre Küche. Sie war in einer Küche, hat sich fotografieren lassen und das stand im Hintergrund. Das heißt, das hätte es, also jetzt mal wirklich angenommen, es hätte sein können, dass es ihr gar nicht aufgefallen ist, dass es im Hintergrund steht. Ja, aber ich möchte jetzt mal sehen, wenn beispielsweise eine Politikerin der Linken oder der Grünen zum Beispiel sowas machen würde und da würde irgendwie irgendwas im weitesten Sinne mit Honecker oder mit Stalin oder was weiß ich irgendwie passieren, dann wärt ihr doch die Ersten, die da einen riesen Popanz draus machen würden. Ach, hier könnt ihr es wieder sehen, die Linken. In Wahrheit sind das alles Extremisten, die Demokratie abschaffen wollen. Ihr würdet doch genauso vorgehen. Also das ist doch Quatsch, ne? Das ist doch immer so. Die eine Bubble bekämpft die andere Bubble immer, vor allem auf der Ebene, dass wenn irgendeine kleine Sache passiert, das Ding riesig aufgeblasen wird.
weil man da wieder irgendeinen Argumentationsstrang hat, mit dem man argumentieren kann. So macht es Julian Reichelt auf seinem YouTube-Kanal. Ne, da muss nur eine grüne Politikerin kommen, die irgendeinen halbwegs unglücklichen Tweet raushaut. Und selbst wenn es nur eine grüne Kommunalpolitikerin ist, schon hat da Julian Reichelt wieder für 3 Tage Stoff für seinen YouTube-Kanal, um darauf rumzureiten. Ne, also das passiert doch von allen Seiten so. Ja, ich würde mich aber zum Beispiel nie von einem Bücherregal fotografieren, weil du auch nie weißt, also oder du prüfst es halt vorher minutiös. Aber die Gefahr ist einfach, man muss einfach wissen, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, dann wird jedes... Du musst aufpassen. Ansonsten musst du diese Leute rauswerfen, aber dann stellen die beiden Menschen hier sich dann noch hin und sagen trotzdem, ja, weit über konservativ hinaus. Aber mach mal weiter, ich würde gerne wissen, ja, was letzter Satz dazu, also dass Erwin das sagt, okay, das ist noch das Rest Linke in ihm, aber dass dann der Holger auch einfach noch so zustimmt. Wenn ich Holger gewesen, hätte ich gefragt, woran machst du das fest? Aber gut, das wäre vielleicht... Du bist aber nicht Holger und das ist auch gut so, dass du das nicht bist. Viel verdammt gewesen. Diskurses legitime Argument. Du kannst doch die Space-Taste einfach drücken. Du musst nicht jedes Mal mit der Maus da immer wieder auf das Pausensymbol gehen, um das Video fortzusetzen. Es dauert jedes Mal ewig und 3 Tage, bis er das Video fortgesetzt bekommt. Und, selbst die sind ja in der CDU teilweise nicht mehr gut aufgehoben. Mhm. Und da sagen die Leute, ja, ich muss keine CDU wählen, die im Grunde genommen genauso wie eine zweite SPD agiert. Das ist dann keine CDU mehr. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine Frage, was man da machen kann. Ich habe zum Beispiel Probleme damit gekriegt, weil ich gesagt habe, natürlich, dass es eine Frechheit ist, dass man der AfD das Deutschland zuerst überlassen hat. Ja? Mhm. Das ist eine Frechheit, weil dass die AfD vorgibt, sie würde sich um die kleinen Leute kümmern, ist einfach sehr schwach, weil die anderen Parteien das nicht hinkriegen, dass sie einfach... Ja. Also 2 Sachen dazu. Erstmal Hut ab, dass Erwin jetzt als Linker jetzt auch Deutschland zuerstartig tickt. Und das andere, was hat er da jetzt nochmal genau gesagt? Das war der zweite Punkt. Dass sich die AfD um die kleinen Leute kümmert. Ja, genau, dass sie sich eben nicht um die kleinen Leute kümmert. Ja. Also kann ich nur wieder sagen, die Bekämpfung der illegalen und kulturfremden Massenmigration, einen größeren Kampf für die kleinen Leute gibt es überhaupt nicht. Es wären wieder mehr Steuergelder da, es wäre wieder mehr Wohnraum da, ach, es wären Gottchen. Mehr Arbeitsplätze da. Alles, Deutschland den Deutschen oder was? Was ist das denn für ein Quatsch? Natürlich, Sozialpolitik hat auch was zu tun mit gerechten Löhnen, mit höheren Löhnen, mit Arbeitsplatzsicherheit, mit all diesen Dingen. Sozialleistung auch für, wenn man Kinder hat und sowas. Und da, wenn man mal das Programm der AfD liest, das Wirtschaftsprogramm der AfD liest, das ist wie die FDP auf Koks, was die AfD da fordert. Und deswegen ist die AfD keine Partei für kleine Leute. Das ist vollkommen richtig, was Erwin da sagt. Und deswegen habe ich auch nicht widersprochen. Die AfD wird nur von sozusagen von Leuten gewählt, die in der Tat so naiv sind wie unser Olli, indem sie nämlich glauben, oh, wenn wir weniger Flüchtlinge ins Land lassen und wenn wir die Flüchtlinge, die wir hier haben, alle abschieben, dann ist ja mehr Geld da für uns alle. Und dann wird alles sozial gerechter in Deutschland. Dann wird alles so florieren. Und wir alle, das glaubt ihr doch nicht im Ernst, dass dann mehr Geld da ist für Sozialleistungen, wenn die Flüchtlinge abgeschoben werden. Ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Unfug, was der erzählt. Du kannst auch jetzt Sozialpolitik betreiben. Das Geld ist da. Man muss es nur wollen. Und das Problem ist halt, dass die sogenannten kleinen Leute in diesem Land bei uns keine Lobby haben. Die haben halt nicht die Kraft sozusagen. Die werden halt nicht vertreten. Es gibt Sozialverbände, ja, aber die Sozialverbände haben nicht die Möglichkeit, Parteien halt zu finanzieren, wie es Industrieverbände haben, große Unternehmen haben, die Pharmaindustrie und was weiß ich. Die haben halt andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, als die Leute, die sogenannten kleinen Leute vertreten. So. Und deswegen ist es ein bisschen albern, jetzt mit so einer Polemik zu kommen. Für die kleinen Leute, für die kleinen deutschen Leute, okay. Weniger Kriminalität, man könnte dazu noch die Steuern senken, also da ist so viel Potenzial drin. Wir haben auch viel weniger Abgestochene, das bedeutet Pflegekräfte hätten mehr Freizeit. Das ist... Ach du Scheiße, oh Gott. Wir hätten viel weniger Abgestochene und dadurch hätten Pflegekräfte mehr Freizeit. Oh Gott, ja, die Krankenhäuser sind ja auch voll mit Abgestochenen, ne?
So, das Thema Corona kommt ja nachher auch noch. Da sind sie ja komischerweise, oh nein, das wird ja alles, dass die Krankenhäuser voll waren mit Corona-Kranken, das bestreiten sie denn nämlich wiederum, ne? Das ist natürlich Quatsch. Das wäre ja Blödsinn. Aber dass die Krankenhäuser voll sind mit Abgestochenen, das ist natürlich ein Fakt, ne? Den ihr natürlich sofort beweisen könnt, ne? Sag mal, Alter, das ist ja Stammtischniveau der alleruntersten Schublade hier. Meine Güte. Richtig. Also dieser Cowboy-Knilch da, der ist ja noch schlimmer als Oliver Flash. Das ist ja der Schlimmste von den dreien da. Frauen könnten sich wieder abends bewegen, ohne Angst haben zu müssen, in Parks, in U-Bahn, S-Bahn und so weiter und so fort. Also. Oh, ja, genau. Nee, ich meine, wir gucken ja alle XY regelmäßig an die alten Sachen. Wie viele Stunden habe ich schon XY-Live-Kommentare hier gemacht? Aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Da gab es genauso Fälle, wo Frauen nachts im Park vergewaltigt wurden. Und da gab es noch nicht so viele Flüchtlinge. Meine Güte. Natürlich ist es klar, es ist in der Tat, es gibt ein Kriminalitätsproblem unter Flüchtlingen. Das habe ich ja nun auch schon öfter zum Thema gemacht. Aber man soll ja nun nicht die Dinge so auf die Spitze treiben, indem man jetzt so tut, als wenn uns Flüchtlinge erst sozusagen die Kriminalität ins Land gebracht hätten. Das ist ja nun wirklich dummes Zeug. Also es gibt ja nun gerade Kriminalitätsstatistiken, dass ja nun viele, die Kriminalität ist ja eher gesunken in den letzten Jahrzehnten als gestiegen. Es war ja früher viel schlimmer in 60er, 70er, 80er Jahren. Also das darf man ja mal nicht vergessen. Da hat sich ja auch vieles zum Positiven verändert. Ich will damit nicht, wie gesagt, ich will damit gar nicht Dinge kleinreden, deswegen bin ich auch klar, ganz klar dafür, dass da auch knallhart Leute abgeschoben werden, die hier straffällig werden. Wer sein Gastrecht hier sozusagen verbraucht, der muss das Land verlassen, bin ich absolut dafür. Und ja, es ist auch richtig, in bestimmten Kriminalitätsbereichen, wie zum Beispiel bei Vergewaltigungen, auch bei Massenvergewaltigungen, so, diese Phänomene gab es in der Form früher in Deutschland nicht so sehr. Da gibt es in der Tat ein zunehmendes Problem. Und das hat auch mit Migration zu tun. Aber du kannst doch jetzt nicht so tun, als wenn wir jetzt hier früher hier ein fröhliches, goldenes Land gehabt hätten. Warum sind die Nazis denn 33 gewählt worden? Auch unter anderem, weil in den 20er Jahren und Anfang 30er Jahre ebenfalls die Kriminalität extrem hoch war in Deutschland. Und auch Untergrundorganisationen viel Macht hatten und so weiter und überall Kriminalität war. Das ist ja auch ein Mittengrund, warum die Nazis gewählt wurden. Damals hat man eben die Juden verantwortlich gemacht. So hat man es damals gemacht, was genauso Quatsch war in der Pauschalität. Also insofern, das tut mir leid, das ist sowas von billig und sowas von platt. Also ehrlich. Was die jüdische Bevölkerung könnte wieder Kippa tragen in der Öffentlichkeit. Es ging ja so viel. Ja. Ach ja. Ja. Ach ja, wir müssen noch richtige, jetzt schöne Musik spielen, so herzensschöne Musik, so klassische. Und der kann auch nochmal seine Rede halten. So wie Charlie Chaplin am Ende von Der große Diktator kann jetzt auch Cowboy-Podcast eine Rede halten. Es wäre so schön, wenn es keine Flüchtlinge mehr in Deutschland gäbe. Wir hätten keine Kriminalität mehr. Und die Gesellschaft wäre friedlich. Wir würden alle nett und friedlich miteinander umgehen. Das glaubst du doch wohl nicht im Ernst, Junge. Also ehrlich. Wir machen weiter. Könnt ihr mir noch eine Frage beantworten? 23 Zentimeter. Stellt euch mal vor, das ist aber ein schwacher Oberarmumfang. Ich habe heute gemessen 43 bei mir. Ja, ich habe Bilder von dir gesehen. Das ist jetzt keine reine Muskelmasse. Ja? Lassen wir die Kirche im Dorf, mein Lieber. Ich hab dich. Ach Gott, weil wir ja ganze Kerle sind. Ne? Wir sind ja nicht solche Weicheier. Wir sind ja Kerle. Jetzt reden wir über unsere Muskelmasse. Oh Gott, jetzt kommen die jetzt erstmal rum. Geht das dann auch weiter mit? Jetzt sappeln sie erstmal sappeln. So, man kann ja aber schön am Standbild von mir und Erwin sehen, wann es weitergeht. So, hier. Einfach sagen, okay, die deutsche Bevölkerung zuerst. Ja. Und das habe ich irgendwie gesagt, dass man das der AfD wegnehmen sollte. Und da wurde ich schon als Nazi geframed, weißt du? Da war ich schon irgendwie AfD-Sympathisant und was weiß ich was. So, wo ich mir gedacht habe, wieso, was ist denn? Das hat ja dann Dadara auch in dem Gespräch gesagt.
da hat er ja dann das auch gesagt, weil er gesagt hat, Deutschland zuerst, wenn sich die Politiker zuerst um Deutschland kümmern, dann ist das rechts. Ja, klar. Das habe ich ja auch entsprechend kommentiert, wo ich gedacht habe, ach so, also ich darf mich als Regierung, als gewählte Regierung um das eigene Volk gar nicht mehr kümmern, sondern nur um alles, was drumherum ist, den Rest der Welt, aber nicht ums eigene Volk. Da denke ich so, hä? Was meint er denn damit? Das ist halt das andere Extrem, dass du genauso bescheuert ist, mindestens genauso bescheuert, was unser radikaler Schlemiel vertritt. Man dürfe als Regierung sich gar nicht mehr ums deutsche Volk kümmern, sondern um die anderen Länder auf der Welt. Das ist natürlich genauso ein dummes Zeug. Mindestens genauso. Ich habe noch nicht mal richtig verstanden, wie er das überhaupt begründete. Also ja. Der Begriff Volk ist für ihn offensichtlich schon nationalistisch und rechtsextrem. Ja, ist die oder Bevölkerung sogar schon. Ja. Ja. Was ist denn das? Also ich meine, das ist ja kein radikaler Demokrat, das ist ja ein radikaler Extremist, der so redet. Ja, das ist die Frage, was man dazu zählt. So, was versteht man darunter? Für mich ist die, wenn ich sage, um die deutsche Bevölkerung muss sich gekümmert werden, meine ich alle Leute, die in Deutschland leben. Ja, ja, klar. Da meine ich nicht ja, irgendwie klar, so... Ja, klar, natürlich. Genau. Also da ist die Frage halt, wer lebt dort und die Politiker sollten sich um alle Wähler und Wählerinnen kümmern. Ja. Das ist halt der Punkt. Aber das wird auch nicht akzeptiert. Es muss international sich gekümmert werden um alle Menschen gleichermaßen. Ja? Und das funktioniert halt nicht. Naja, wenn er es anwendet auf alle Regierungen der Welt, dann müssten sich andere Regierungen um unser Volk kümmern im Gegenzug. Ne? Dann würde es wieder passen, nach seiner Logik. Ja. Wie auch immer das denn aussehen mag. Die saudische Regierung kümmert sich künftig um das deutsche Volk. Finde ich gut. Ja, tun sie ja. Sie schicken uns jetzt irgend so ein, was schicken sie uns? Öl oder sowas, oder? Öl, genau, Gas. Genau, ja, die Katari, ja. Die kümmern sich ja jetzt auch um uns. Genau. Finde ich hier gut. Sehr. Kümmern sehr sich, gut. Ja, genau, die schenken genau. uns das. Ja, ist so. Ja, aber das ist genau der Punkt, ja. Und die framet man ja auch so. Und wo stehst du eigentlich wirklich jetzt politisch? Das wollte ich dich fragen. Das hat mich interessiert. Ich kann das so pauschal nicht beantworten. Also jedenfalls in meinem Wahlverhalten stehe ich eher links. Also ich habe oft die SPD gewählt. Ich bin auch früher Mitglied der SPD gewesen. Ich sehe mich auch aber eher in der Tradition einer SPD. Ja, da schüttelt der Cowboy-Podcast den Kopf. Wie kann man denn die AfD nicht wählen? Weil es eine Kackpartei ist. Deswegen will ich die AfD nicht. Von vor 20, 30 Jahren, würde ich mal so sagen. Nicht der heutigen SPD. Ja, das ich ist habe, der Punkt. Ich bin den Traditionen von Helmut Schmidt und solchen Leuten. Egon Bahr. Das waren die Sozis, die ich toll finde. Henning Foscherau, unser Bürgermeister damals hier, als ich in der SPD aktiv war. Ne? Das, von denen rede ich ja. Ich finde die heutige SPD auch scheiße. Wann war Sarah Wagenknecht, die da so hinter dir an der Wand hängt, wann war die Spitzenkandidatin bundesweit? Vor 4 Jahren oder vor 5 oder wurde das schon länger her? Weiß ich nicht. Da habe ich jedenfalls einmal die Linke gewählt, sogar zur Bundestagswahl, weil sie damals hat mir Sarah Wagenknecht richtig gut gefallen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Darüber können wir auch gerne noch reden, wenn du möchtest. Weiß ja, dass du da eine andere Haltung hast. Also insofern würde ich mich da eher links einordnen. Aber es gibt halt linke Lebenslügen. Und zu denen gehört zum Beispiel, dass ich als schwuler Mann wieder mehr Gewalt auf der Straße erlebe oder zumindest Angst davor haben muss, als es früher der Fall war. Und dies hat unter anderem mit einer gescheiterten Integrationspolitik zu tun, die von links betrieben wurde. Ja. Und da bin ich als Linker zum Beispiel schon in der Bredouille, dass ich sage, ist ja schön, dass wir sagen... Okay, ja, bravo, kriegst ein Leckerli, Holger. Ja, gut, da gehe ich ja auch mit, was das Thema angeht. Das ist ja nur auch Fakt, dass es so ist. Und ich weiß ja von genug Freunden auch und Bekannten aus meinem Umfeld, die das immer wieder erlebt haben. Aber deswegen ist es doch dummes Zeug zu sagen, wir haben keine Kriminalität mehr, wenn es in Deutschland keine Ausländer und keine Flüchtlinge mehr gibt. Das ist doch total naiv, das zu glauben. Das sind doch zwei völlig verschiedene Ebenen. Das stimmt. Ich bin wirklich gespannt darauf, warum man Wagenknecht jetzt mehr ablehnt als früher. Denn meiner Meinung nach ist die nur besser geworden. Ja, das wundert mich nicht, dass du das so siehst. Und ist heute nur noch durchschnittlich links schlecht. Also da, die hat sich ja positiv entwickelt. Also was die Wagenknecht-Meinung angeht, ist der Russe ja deutlich rechter sogar noch als Holger. Linker noch als Holger. Nee, andersrum, rechter als Holger. Ja, sowas. Holger hat gerade von linken Lebenslügen gesprochen, da kann ich ein Buch empfehlen, das mich da auch, das war somit das erste, was mich da rausgeholt hat aus dem linken Sumpf. Das Buch heißt Linke Lebenslügen, schon ein bisschen älter, bestimmt 20 Jahre alt mindestens, ist geschrieben von Klaus-Rainer Röhl, das ist der Ex-Mann von der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof. Das will ich auch unter dann verlinken. Bitte immer beim Kopf. Das kaufen. Ist sicherlich auch ein kluges Buch. Gut, dass du das gelesen hast. Da hatte ich hoffentlich ein bisschen, aber hatte ich offenbar nicht weitergebracht, Olli. Nicht bei Amazon. Dann fand ich noch ganz interessant. Erst sagte Erwin,
die man sollte sich kümmern um alle Menschen, die in Deutschland leben. Dann hat das eingeschränkt, aber wahrscheinlich unbewusst um die Wahlberechtigten. Aber er ist auf einem guten Weg. Die Sache ist, mit dem Kümmern, das versteht er immer falsch, das ist ja dieses, gib einem Mann einen Fisch oder lehre ihn das Fischen. Ne? Ja, genau. Ja, ja, so. Das. Er möchte halt überall Lachsfischfilet verteilen. Das ist so. Ja, ja, er kommt nachher auch noch dazu, da werdet ihr mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, wie er sich das so vorstellt. Also mit der Wirtschaft. Das wird noch richtig, richtig strange. Wir machen weiter. Wir heißen hier alle Menschen herzlich willkommen, egal welche Kultur, egal welche Religion. Aber ich stelle fest, es funktioniert offensichtlich so nicht. Okay. Und da ist dann schon der erste Konflikt, den ich denn sozusagen mit mir selber habe. Und da gibt es sicherlich weitere Beispiele, die man da nennen könnte. Und insofern ist das für mich nicht so einfach. Ich mache das eigentlich am Politikfeld letztendlich fest. Es gibt sicherlich auch Politikfelder, wo ich möglicherweise mittlerweile eher eine konservativere Haltung habe. Mhm. Okay. Holger sagt den Hass. Hast du irgendwelche Angriffe erlebt tatsächlich? Im echten Leben? Ja. Echt? Ja, okay. In 90er Jahren es gibt noch einen alten Taz-Artikel davon, da kann man googeln, wenn man meinen Namen eingibt und Taz oder so, bin ich mal zusammengeschlagen worden von einer muslimischen Schlägerbande. Okay. Das war im Hamburger Wahlkampf, ich war damals in der SPD und war bei den Schwusos, das sind die schwulen Sozialdemokraten, nannten sie sich damals. Oh je. Haben den Wahlkampf gemacht auf St. Georg. Was gibt's denn da zu lachen? Oh Gott, ist der verklemmt. Ja, zieh dir mal den Stock aus dem Arsch, Junge. Meine Güte, Herr Uff, was ist denn daran jetzt schlimm? Ich war bei den schwulen Sozialdemokraten. Ja, warum? Weil es damals noch dicke Bretter zu bohren gab. Es gab keine Homo-Ehe, es gab schwule Paare, die hatten keinerlei Rechte im Mietrecht, im Erbrecht. Ne, wenn du 50 Jahre mit einem Partner zusammen warst und der stirbt, hast du kein Recht darauf, dass in der Wohnung zu bleiben oder kein Recht darauf, dass du der Erbe bist, weil du halt nicht anerkannt wurdest vom Staat und so weiter. Insofern, was ist denn daran so lustig? Meine Güte, also ehrlich. schwul. Wahrscheinlich ist er selber eine kleine Schwuchtel. Gibt's nur nicht zu, ne? Und sind dort mit mehreren zusammengeschlagen worden. Ein Parteikollege ist sogar bewusstlos gewesen. Der wurde aufs Straßenpflaster geknallt und dem wurde der Kopf aufgeschlagen. Der musste ins Krankenhaus. Ich habe nur ein blaues Auge gehabt, in Anführungsstrichen. Ja, ich habe das erlebt. Ja. Und zwar schon, wie gesagt, in den 90er Jahren. Nicht aktuell, sondern das hat es auch früher schon gegeben. Wie kann er denn heute noch links wählen? Es wird gerne verschwiegen, weil es widerspricht eben sozusagen dem Idealbild, was man so gerne hätte von unserer toleranten, multireligiösen Gesellschaft. Okay. Aber ja, ich stelle immer wieder fest, es funktioniert nicht. Das ist ja genau der Punkt. Die Religion ist das Problem, nicht die Ethnie. Das ist halt der entscheidende Punkt. Die Religion ist das Problem, nicht die Ethnie. Das ist das, worum es mir immer wieder geht. Und das verstehen diese drei Kasperle-Figuren da auch nicht. Und? Beziehungsweise sie würfeln es immer zusammen. Genauso wie das auf der linken Seite genauso passiert. In neuerer Zeit hast du keine Angriffe gehabt, aber du fühlst dich einfach unwohl, oder wie? Nein, in neuerer Zeit habe ich... Also ich muss sagen, hier kotzt mich der Erwin ziemlich an, wie er nun versucht, jetzt so zu tun. Das ist jetzt ja lange her, 90er Jahre, aber jetzt heutzutage hast du nichts mehr erlebt und so. Ich meine, kennt er denn die Kriminalstatistik nicht? Weiß er denn nicht, was auf Deutschlands Straßen, auch auf Österreichs Straßen los ist? Also das finde ich relativ erbärmlich. Also die Frage ist, wird Holger jetzt es reicht ja, wenn er die Christopher Street Day Geschichten der letzten zwei Jahre auspackt. Ja, nur was innerhalb oder am Rande dieser Festivals passiert ist, Migranten und diese Menschen eben. Aber ja, also, ja, ich weiß, was Erwin tun wird. Der wird das machen, was er immer macht. Ich kann euch sagen, was mich bitter enttäuscht. Und zwar, wenn es nicht mal mehr hilft, dass du als SPD da von einem Haufen Fachkräfte verjagt wirst und du wählst immer noch links und denkst dir, okay, ich war bei der SPD, jetzt wurde ich von Fachkräften verhauen. Jetzt wähle ich die Linke unter Sarah Wagenknecht, denn ist sie auch nicht mehr zu helfen. Nee, also nein. Dann willst du das ja. Dann musst das ist doch dummes Zeug. Es geht doch darum, die Leute dafür zu sensibilisieren für dieses Thema. Mir ist erstmal wichtig, dass dieses Thema offen diskutiert wird, dass gesagt wird, ja, es gibt gerade bei Gewalt gegen Schwule, gegen Transgender-Menschen, gibt es ein Problem und dass das auch offen und ehrlich diskutiert wird in den Medien und von den politischen Parteien auch so offen gesagt wird. Das ist erstmal der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dass man dann eben guckt, was kann man da machen, wie kann man da vorgehen, um dieses Problem zu lösen. So.
Und nach seiner Argumentation hätte ich als Schwuler ja damals in den 90er Jahren auch nicht in der SPD sein dürfen, weil die SPD war für dieses Thema erst überhaupt nicht offen. Als in den 80er Jahren sich die ersten schwulen Aktivisten in der SPD gegründet haben und auf dem Bundesparteitag einen Stand aufgemacht haben, ohne Genehmigung von der SPD, hat Herbert Wehner rumgewütet, die Arschficker sollen hier abhauen. Originalzitat Herbert Wehner aus den 80ern. So ist das damals gewesen. Also nach seiner Logik hätte ich ja als Schwuler automatisch schon gleich bei den Grünen landen müssen, weil nur dort sozusagen ich dann quasi das wieder finde, was sozusagen meine Haltung auf dem Gebiet ist. Nee, ich habe deshalb in der SPD mich engagiert, weil ich wollte, dass in der SPD dieses Thema sich durchsetzt. Weil es ja auch noch andere Politikfelder gibt, wo ich mit den Grünen überhaupt nichts anfangen kann. Weil die SPD für mich damals jedenfalls am ehesten die Partei war, die wirtschaftliche Kompetenz und soziale Gerechtigkeit vereint hat miteinander, was beides ja wichtig ist. So, und deswegen habe ich mich in der SPD engagiert. Ich bin den schwereren Weg gegangen. Das ist der entscheidende Punkt. Und so ist es jetzt eben auch, wenn er mir sagt, wie kann man denn dann noch links wählen? Wer muss man doch rechts wählen, wenn man schon mal von Muslims eins aufs Maul bekommen hat? Nee, dann muss ich nicht automatisch rechts wählen, sondern dann muss ich gerade mich engagieren und muss sagen, so Leute, ich möchte jetzt hier bitte mal eine Sensibilität dafür herstellen, dass es hier ein Problem gibt. Und das möchte ich gerade in der linken Bubble erreichen, nicht in der rechten. Weil in der rechten weiß ich, dass ich da auf Applaus stoße, wenn ich das sage. Nein, die Veränderung kriegst du nur hin, wenn du dorthin gehst, wo es dieses Bewusstsein eben nicht gibt. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und das kapiert der Junge nicht, das versteht er nicht. Das ist die Lüge, die sie sich erzählen, weil sie dann sagen, ja, das hat aber nichts mit der Religion zu tun, das hat nichts mit der Kultur zu tun, das hat auch nichts mit der... Wo sage ich das denn? Ich sage genau das Gegenteil, sage ich. Mit der Zusammensetzung, also mit der biologischen Zusammensetzung der Leute zu tun, die hierher kommen, dass die halt einen, auch biologisch einen sehr hohen Testosteron. Ach, mit der biologischen Zusammensetzung hat es zu tun. Ach so, ah ja, interessant. Jetzt kommen wir schon wieder in den Rassismusbereich, ne? Oder wie? Testosteronspiegel haben und man kann ja auch die Intelligenz der verschiedenen Völker messen. Und ist wie gesagt, ja, man schickt nicht die Besten. Und das im Zusammenspiel ist halt doof. Aber am Ende des Tages... Wir sind ja auf YouTube, müssen ein bisschen vorsichtig sein. Also bei mir wurde ich noch nie gebannt, deswegen, ich meine, es ist ja ein Fakt. Wir haben sogar einen Deep Talk mal darüber gemacht, wo wir das in Zahlen darlegen. Okay, ja. Sorry, werde ich mich zurückhalten. Ist dein Stream. ich bin es gewohnt, dass ich meine Plattform irgendwie habe. Die drei gefallen sich so sehr und finden sich so toll in ihrer Meinung und glauben, sie wissen alles besser. Ja, ich kenne das von mir. Bei mir war es nämlich mal noch andersrum. Wenn ich irgendwie, ich habe bei mir. Ach so, bei dir war es auch mal andersrum. Das ist ja interessant. Jetzt erfahren wir endlich mal die Wahrheit über Oliver Flash, Leute. Jetzt kommt's. Pass auf, bei ihm war es auch mal andersrum. War ich immer vorsichtig dann später. Und wenn ich irgendwo woanders zu Gast war, habe ich immer richtig einen rausgehauen. Die werden das dann später jetzt entkoppeln von diesen ganzen Punkten und werden sagen: sozioökonomische Gründe. Ja, ja. Wie immer. Ja, aber Holger hat doch das Problem erkannt. Holger hat doch festgestellt, im Gegensatz zu dir, die Masseneinwanderung. Da sitzt der Wurm im Apfel, sag ich mal. Also ich call sozioökonomische Gründe. Wir haben nicht ein Problem mit Masseneinwanderung. Wenn 1 Million Koreaner hier ins Land kämen oder 1 Million Chinesen oder 1 Million Ukrainer ja auch, hätten wir solche Probleme nicht. Es geht ja ganz speziell um Masseneinwanderung aus bestimmten Regionen unseres Planeten, in denen Schwule aufgehängt werden und Frauen nichts wert sind. Und die mit diesem Bewusstsein aufgewachsen sind und erzogen wurden und dann hier sozusagen in Deutschland nicht von jetzt auf gleich umswitchen können und sagen können, oh, jetzt bin ich aber der toleranteste Mensch der Welt, weil ich bin jetzt ja hier in Deutschland. Das ist doch das Problem. Das ist doch eher die Problem. Das hat doch mit Masseneinwanderung nichts zu tun. Lass mal auf, nicht. Jedenfalls nicht pauschal. Ja. Kleiner Spoiler, weil das ist echt das Abgefahrenste vielleicht im ganzen Stream. Wisst ihr, wer... Spoiler nicht? Nee. Wie spät kommt das denn? Okay, ja gut. Es geht darum, ich spoiler nicht, weil ich es nicht verraten werde, aber es geht darum, wer die Schuld an den Silvesterausschreitungen trägt. Darf ich da? Nee, komm, mach weiter.
Ja, ich nehme an, die Feuerwehr. Ich habe deshalb keine Angriffe gehabt, weil ich jetzt auch nicht der Typ wäre, der mit einem Partner Händchen halten über die Straße gehe. Das heißt, man würde mir das ja gar nicht ansehen. Mhm. Und ich bin ja auch nicht mehr in der Szene unterwegs, wie ich das vor 25, 30 Jahren war. Das mache ich ja heute gar nicht mehr. Also ich bin gar nicht in der Situation, dass mich da jemand... Ja, in der Ukraine haben Leute Schwule auch nicht viel zu lachen. Also mir ist aber kein einziger Fall bekannt, wo ein Ukrainer eine antischwule Gewalttat begangen hätte. Also ich weiß zumindest bisher von keinem. Auf der Straße deswegen angreifen könnte. Da kannst du ja auch das genauso Ungarn und Polen unterstellen, dass die pauschal schwulenfeindlich sind, wenn sie hier in Deutschland sind. Das ist doch Blödsinn. Es ist ja nicht, man ist ja nicht automatisch schwulenfeindlich oder gewalttätig gegen Lesben und Schwule, weil man möglicherweise gegen die Homo-Ehe ist oder sowas. Das sind ja noch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Damals anders. Okay. Aber hast du irgendwie so Kontakt zu Menschen, die dir jetzt sagen, heute wird es aber mehr? Die erfahren mehr Gewalt? Also ja, auf der Community? Aber ich ja. Mhm. Durchaus. Ich kenne auch ein schwules Paar, das mittlerweile die AfD wählt. Genau deswegen. Okay. Auch das gibt es. Okay. Ja, aber was wäre eine Lösung da dafür, die nicht AfD ist? Also von linker Seite. Wie sollte die Linke eigentlich damit umgehen? Erstmal sagen, was ist, und dieses Ganze für gescheitert erklären. Und einfach mal sagen, okay, das funktioniert so nicht, dann müssen wir jetzt was machen. Nach den Silvesterkrawallen in Berlin gibt es ja jetzt plötzlich Stimmen, auch aus der Politik, die feststellen, oh, da gibt es wohl ein Problem. Sogar Frau Faeser hat das Wort Migrationshintergrund plötzlich in den Mund genommen jetzt vor einigen Tagen. Das hat man von ihr bisher noch nicht gehört. Ja, gut, wenn die Silvesternacht vielleicht dafür zumindest gut war, dass man endlich mal feststellt, dass da auch mal vielleicht auf dem Gebiet ein Problem herrscht, dann ist das ja der erste Schritt in die richtige Richtung. Okay, also ansprechen ist schon mal der erste Schritt, sagst du, und das macht es schon natürlich besser. Okay. Ja. Natürlich, die Dinge immer so benennen, wie sie sind. Nicht um heißen Brei rumreden und nicht aus Angst, dass man die falschen Leute bedient oder die falsche Community bedient, wie alles zu verschweigen und dann Teppich zu kehren. Das macht alles nur noch schlimmer. Okay, ich verstehe. Aber dann nicht irgendwie in dieser weiteren Konsequenz so alle abschieben oder irgendwas, sondern einfach nur wirklich ansprechen und dann schauen, dass man eine demokratische Lösung findet, oder wie? Was ist eine demokratische Lösung? Das ist natürlich... Ja, du hast da jetzt den Schwulen abgestochen. Das finde ich jetzt nicht gut von dir. Und ich möchte jetzt hier wirklich demokratisch mit dir ausdiskutieren, dass du das bitte nicht nochmal machst. Da kommen wir natürlich auch nicht weiter. Ne, da muss man klar, pass mal auf, du bist hier als Asylbewerber von uns herzlich willkommen gewesen, ist in Ordnung. Aber leider... Wenn du so dich hier verhältst, musst du leider das Land wieder verlassen. Also wieder ab ins Kriegsgebiet. Auf Wiedersehen. Klar, das ist natürlich völlig klar, dass man dann natürlich hart durchgreifen muss. Was ist dann die praktische Lösung, ist halt die Frage. Ja, die praktische Lösung ist natürlich erstmal, dass man natürlich von Seiten der Polizei künftig solche Ereignisse besser beaufsichtigt und auch härter dagegen vorgeht. Okay. Und in bestimmten Gebieten, wie zum Beispiel in Neukölln, ein absolutes Böllerverbot natürlich verhängt. Jeder, der das macht, wird sofort Da wird der Kauber wieder unruhig, weil er möchte ja sein Recht auf Böllern möchte er sich ja nicht nehmen lassen. Ne? Er möchte auch Silvester schön böllern. Es gibt ja ein Grundrecht auf Böllern. Das ist ja im Grundgesetz, steht das ja sogar. Ne? Genommen. Also so, man muss da einfach mit aller Härte des Staates vorgehen. Was anderes fällt mir da im Moment erstmal nicht so ein. Achso, du meinst jetzt die Silvesterausschaltungen. Ich meinte eher so Übergriffe auf homosexuelle Menschen. Achso. Was man da machen kann. Ja, hier läuft Holger wieder völlig eierlos durch die Welt, weil das ist doch nur Symptombekämpfung. Also die Polizei da noch ein bisschen härter einzusetzen, das ändert doch am Ursprungsproblem überhaupt. Ja, erstmal, es geht ja darum, man muss das Problem erstmal so bekämpfen, wie es in dem Moment möglich ist. Du kannst ja gesellschaftliche Veränderung, gesellschaftliche Aufklärung, politische Veränderungen eines solchen Problems, die kriegst du ja nicht innerhalb von wenigen Wochen. Das kriegst du das Problem ja nicht gelöst. Das ist ja ein langfristiges Ding, wo man hier sozusagen vorgehen muss. Das ist ja nicht von heute auf morgen geregelt, das Problem. Das ist ja klar. Und deswegen bin ja von Erwin gefragt worden, was kann man akut machen? Und da fällt mir jetzt spontan als sofortige Lösung erstmal nur ein, dass man solche Ereignisse unterbindet, indem man eben mehr Polizei auf den Straßen hat zu solchen Ereignissen. Ja, das ist ja nur meine kurzfristige Lösung, ohne natürlich die langfristige Lösung im Hinterkopf nicht zu verlieren. Nix. Ich möchte bitte, falls Holger das sieht, Holger. Ja, ich sehe es. Um Neukölln ist übrigens keine Mauer. Also selbst wenn sich diese Leute an Gesetze halten würden und Feuerlöscher auf Rettungsdienste schmeißen, ist übrigens auch verboten. Ja. Verbote interessieren die nicht. Aber nehmen wir an, sie hielten sich an Gesetze, so könnten sie Neukölln verlassen. Du würdest das Problem einfach in den nächsten Stadtteil verlagern. Wie kann man denn so dermaßen dämlich sein? Das ist doch unfassbar. Naja gut, der kommt mal selber in den Spiegel, Junge.
wenn du auf dem Niveau jetzt argumentierst. Also, ich bin persönlich dafür, dass man in ganz Deutschland das Scheißböllern verbietet. Also ich rede nur von Böllern, diese Dinger, die man anzündet und wegschmeißt. Ich rede nicht von Raketen oder von Vulkanen, das kann man alles gerne machen. Aber diese Scheißböller, die nichts weiter Sinn haben, als dass es irgendwie Bumm macht. Darauf kann man gut und gerne verzichten. Und nicht nur jetzt, weil es sozusagen vermehrt in die falschen Hände gerät, sondern auch, weil die ganzen Straßen verdreckt sind tagelang durch diesen Scheiß. Die Umwelt wird dadurch belastet und so weiter. Ich weiß nicht, es bringt ja nichts. Was soll das? Was sollen diese Scheißböller? Ich bin dafür, dass man das verbietet. Ich brauche das nicht unbedingt. Also ich finde es eher... Es gibt kein Recht auf Böllern, ist doch Quatsch. Ich bin dafür natürlich, dass man auch, wie gesagt, bestimmte Formen von Feuerwerk hat. Das gehört zum Silvester dazu, dass am Himmel wunderbar die Raketen leuchten und so. Und das finde ich alles super. Aber diese komischen Böller da, die muss man nur wirklich, was soll das? Das braucht man nicht. Ne? Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und sehr viele Leute. Ich habe jetzt hier gerade so in Veto habe ich ja einen gehabt, der für das Böllerverbot eintritt. Und da gab es ja sehr, sehr harte Reaktionen auch auf den. Also ich weiß, das ist offenbar für viele Leute ist das so offenbar so ein bisschen sowas, so wie unser Psycho-Andreas aus Frauentausch. Ne? Das bleibt alles so, wie es ist und das wird nichts geändert. Aber... Naja, dann werden die halt in Polen gekauft. Wenn Böllern verboten ist, ist es verboten. Und wenn jemand mit einem Polenböller illegal erwischt wird, dann kriegt er noch eine härtere Strafe aufgebrummt. Wenn man das pauschal verbietet, das Böllern, ist das Problem ja auch damit gelöst. Auch wenn der Böller aus Polen ist oder sonst woher. Aber gut, ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jetzt mit meiner Meinung hier allwissend bin. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn es nach mir ginge, ich brauche diese Scheißgeböller nicht. Ne? Also, es macht einfach nur Krach und verschmutzt die Umwelt und gefährdet Leute. Und jeden Neujahr hast du in den Medien die Meldung, dass wieder Leute sich die besoffen, die Arme weggesprengt haben oder was weiß ich, was passiert ist. Oder es sogar Tote gegeben hat. Und das kann man doch nun wirklich, das muss doch nun wirklich nicht sein. Also was soll das denn? Sag mal, haben die Leute gar kein Hirn? Das muss doch irgendwo mal sitzen. Ich meine, kämmt er sich morgens mit dem Hammer, um auf solche Ideen zu kommen? So dumm kann man doch nicht sein. Ja, doch, nee, ja. So klug kann man nicht sein, das meinst du wohl eher, ne? Weil von dir kommt ja nichts an rationalen Argumenten. Ich höre ja nur Stammtisch. Polemik, und zwar Stammtischpolemik der untersten Schublade, der alleruntersten. Wenn du mir einen Bolzen ins Hirn schießt, würde ich bessere Antworten geben. Also ich habe eine ganz einfache Lösung. Abschieben? Es geht mir nicht darum, jetzt speziell, wie gesagt, Neukölln, natürlich, das Problem sind nicht die Böller, das Problem sind die Leute, die die Böller geschmissen haben, ja. Aber ich bin auch vorher schon dafür gewesen, dass man diese Scheißböller endlich abschafft. Also Olli war ja zum Beispiel, also nicht der hier, sondern mein Kumpel Olli, der war ja zu Silvester bei mir. Und der war wirklich froh, dass er bei mir zu Hause heil angekommen ist, weil er das Gefühl hat, der musste durch ein Kriegsgebiet. In Barmbek wohnt der musste zu mir nach Hamm, in Hamburg, und war froh, dass er endlich da war. Ne? Und das sind jetzt nicht nur die bösen Ausländer, die da rumballern, sondern es sind auch besoffene deutsche Jugendliche, die überall diese Böller rumwerfen und Ascheimer kaputt sprengen und überall auch eine Menge Schaden ja auch anrichten mit dem Scheiß. Ne, der wird in irgendwelche Rohre, in irgendwelche Abflussrohre werden Böller reingesteckt und überall werden Sachen demoliert und kaputt gemacht durch diese Böller. Das muss doch nicht sein, das kann man sich doch ersparen. Ne, das ist doch unnötig. Ach Mist, mein Soundboard geht nicht. Okay, ich habe die Lösung in circa 5 Minuten, wenn wir weitergehört haben. Okay. Ja, was kann man da machen? Indem man auch offensiv darüber versucht aufzuklären, was aber, glaube ich, sehr schwierig ist. Und ich weiß es nicht, was man da akut machen kann. Ich kann im Moment jedenfalls erstmal nur sagen, dass man eben aufpassen sollte, in welchen Stadtteilen Hamburgs oder Berlin man händchenhaltend als Männer oder als Frauen durch die Gegend geht. Okay.
Ich verstehe. Ja, ja, ja es ist ja, ja, ich rede ja hier nur davon, wenn es um die Frage geht, was kann man jetzt akut machen? Dann kann ich eben nur sagen, also kann ich jedem schwulen Paar nur raten, es ist jetzt vielleicht nicht so ratsam, auch in Hamburg oder in Berlin oder sonst wo in bestimmten Gegenden, wo vielleicht auch eine große Moschee steht oder so, Händchen halten, durch die Gegend zu laufen. Ja, was ist denn daran jetzt falsch? Das ist ja nur für mich ein Rat, der die aktuelle Situation beschreibt, der aber nichts mit der Lösung des Problems zu tun hat. Die muss längerfristig sein. Das geht natürlich so schnell nicht. Bei diesen ganzen Böller-Geschichten, die es gab, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe das als eine Ursache von der kapitalistischen Kultur, in der wir leben. Ich glaube, dass diese Leute, also wenn ich mir die Videos... Klar, ja, das ist natürlich, ja, das wer ist sonst? Ja. Es war wieder der Kapitalismus, der Feuerwehr. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja. Gut, da habe ich ja Erwin auch widersprochen, das halte ich auch für Quatsch. Also da, die These, die kann ich da auch nicht teilen, aber das sage ich ja auch, glaube ich, gleich. Aber das muss man ihm zugute halten. Ohne Kapitalismus hätten wir gar keine Feuerlöscher. Da muss man sagen, da hat er recht. Und vermutlich auch keine funktionierende Feuerwehr. Also, und auch keine Böller. Ja klar, hier, Rikutor, dein Vorschlag. Das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, irgendwann an irgendeiner Stelle gesagt. Warum? Das habe ich, glaube ich, bei dem Interview, dem Schweizer Herrn als Vorschlag unterbreitet oder in den Raum gestellt, dass man in der Tat vielleicht eine Art Führerschein braucht, bevor man Feuerwerk kaufen kann. Ne? Dass man also lernt, erstmal damit umzugehen mit Feuerwerk, bevor man es einfach kaufen darf im Laden. Das halte ich in der Tat, das wäre vielleicht in der Tat der richtige Ansatz, ja. Absolut. Auch keine Rettungsdienste, die man ausräumen könnte. Also wir hätten all diese Sachen nicht und ohne Kapitalismus hätten wir auch nicht das Geld, all diese Leute durchzufüttern. Also ganz weit hergeholt hat er recht, aber dann ging es halt allen sehr schlecht. Ich weiß nicht, oh, der Kapitalismus ist wieder der Böse. Herzlich. Wir haben halt auch keinen Kapitalismus. Also, ja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber darum geht es ja nicht. Aber vor allen Dingen, ja, wieso? Die Sache ist, ihr drei könnt auch mal miteinander diskutieren und unterschiedliche Meinungen haben. Das machen sie komischerweise immer nicht. Jedes Mal, wenn die drei sich uneins sind, was dann auch mal zwischendurch passiert, kommt Oliver Flash um die Ecke und sagt, naja, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Ja, wieso denn? Diskutiert es doch bitte mal. Was ist denn eure Haltung zum Kapitalismus? Die scheint ja sehr, scheint ja uneins zu sein. Auch das müsste er sich auch wissen. Es gibt ja auch, wird nachher auch noch zum Deutschrap kommen, hast du recht, CEO. Aber es hören eben auch bio-deutsche Jungs diesen Gangster-Rap. Und es gibt auch bio-deutsche Jungs, die arm sind. Und die machen sowas eben nicht. Ich meine, klaren Beweis dafür, dass es... Naja, die machen sowas teilweise auch. Also Entschuldigung, das ist ja nun Quatsch. Die machen sowas nicht, ist ein bisschen pauschal. Also ich habe auch Silvester genug Leute, bio-deutsche Jungs gesehen, die Scheiße mit Böllern anstellen. Und was weiß ich, irgendwie irgendwelche Baustellenhüte sprengen oder Ascheimer in die Luft sprengen oder irgendwas in Brand stecken oder keine Ahnung. Das ist doch Quatsch. Mit der Kultur zusammenhängt, den gibt's doch überhaupt nicht. Die Statistik ist so der klarste Beweis. Also kannst es nicht deutlicher machen. Ich habe auch Gangster-Rap gehört als Kind. Ja, ich bin sogar die guten Gangster-Rapper noch, wo nicht Hustensaft getrunken haben, ja, sondern die zumindest Aktivität in ihren Texten vorgespielt haben. Ja, 50 Cent und so, die noch was dargestellt haben. Nicht diese bunthaarigen Clowns da. Und trotzdem habe ich nie einen Feuerlöscher auf Krankenwagen geworfen. Auch weil das überhaupt kein gewinnbringendes Geschäft ist, Feuerlöscher auf Krankenwegen zu werfen. Ich war ein Betrüger. Ich habe auch manchmal... Ja gut, man soll nur dieses Feuerlöscher-Ding nur auch nicht nur in die allzu hängen. Das hat ein einziger Mensch gemacht auf einen Krankenwagen. Ist natürlich allerunterste Schublade, um das ganz klar zu sagen. Und es ist ja auch ein Stück weit symbolhaft dafür, wie weit die Hemmschwellen offenbar sinken mittlerweile. Aber das ist ja nicht in Berlin hundertfach passiert. Ne? Also man soll es nur auch nicht höher hängen als nötig. Zu meinem eigenen Vorteil Zigaretten verkauft, geschmuggelt und so. Das waren Sachen, die ich gemacht habe, weil die Geld gebracht haben. Aber ein Feuerlöscher auf dem Krankenwagen macht überhaupt keinen Sinn. Nee, kein Gangster. Das ist halt nicht erlaubt, aber das auch nichts Dickes, jetzt keine Tonnenware oder so, ne? Ja, gut, natürlich. Man kann immer sich natürlich die einzelnen Extreme raussuchen. Was haben die drei denn zum Beispiel gesagt, als der Typ an der Tankstelle, der Querdenker, den Tankstellenwart abgeknallt hat in Bad Reichenhall? Wann war das? Vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren? Was haben die drei denn dazu gesagt? Wahrscheinlich gar nichts. Da wurde nämlich geschwiegen, ne?
Und das ist dann immer so, also das ist dann immer so, die wie ich vorhin schon sagte, diese Julian Reichelt-Methode. Da gibt es einen Fall und den pusht man dann bis zum geht nicht mehr auf und saugt da irgendwie alles raus. Und die Sachen, die nicht ins Weltbild passen, die erwähnt man denn gar nicht erst. Oh. Ja, mal gucken, was er jetzt noch weiter, wie er das weiter ausführt, der gute Erwin. Ja, was anschau. Es wurden ja Leute interviewt zu Silvester, die da geböllert haben und die da randaliert haben und so weiter. Ja. Und wenn man diesen Leuten zuhört, dann ist das so, als würde man einem Rap-Song zuhören. Also so, da gab es ja diesen einen bekannten Typen, der da gesagt hat, ich habe Koks, ich habe Koks, Alkohol, hier ist Moët Chandon, das kannst du dir gar nicht leisten und ich habe hier die Bitches geknallt und ich bin einfach super toller Typ. So, es ist alles wie so ein Bling Bling, The Wolf of Wall Street Rap-Video. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich gesagt, dieser Kapitalismus. Er hat Wolf of Wall Street offensichtlich nicht viel gesehen. Er sah auch Leonardo DiCaprio wenig ähnlich, muss ich sagen. Also die Sache ist, der Typ, der da mit dieser teuren Dings, Shampoosflasche rumgelaufen ist, war ja nicht der Typ, der den Feuerwehrwagen überfallen hat. Ja, also. Ja. Oder den Krankenwagen dort kaputt gemacht hat oder bei der Polizei reingeschossen hat. Man nimmt halt so diese Gesamtleute, die man dort gesehen hat und versucht, die in einen Topf zu werfen. Darum geht's nicht, okay? Dieser eine Typ, der hat gefeiert und der hat auch Feuer gefeiert und so weiter, aber da hat er nichts mit diesen Gewalttätern jetzt wieder zu tun. Ja, das weiß ich nicht, ob der nicht auch dazugehört, aber also erstmal ist es tatsächlich eine Einzelaussage, aber was sollen wir jetzt machen? Gangster-Rap verbieten? Also dieser Feuerlöscher ist nicht geflogen wegen dem Kapitalismus. Nee, der ist nicht, also... Da hat jemand gesagt, ich habe gestern Wolf of Wall Street gesehen. So, da haben die Feuerlöscher Krankenwagen. Ja, wie gesagt, das finde ich auch eine steile These von Erwin in dem Moment. Also das finde ich auch, habe ich auch gedacht, so, hä? Wo, in welche Richtung geht es denn jetzt hier gerade? Man muss ja nicht immer übereinstimmen. Aber wir haben das ja sachlich und auf hohem Niveau miteinander diskutiert. Im Gegensatz zu den dreien da. Aber da hätten sie Zwerge geschmissen. Aber Jungs, das ist auch gar nicht der Punkt. Nehmen wir mal an, das wäre alles passiert wegen des bösen Kapitalismus. Ja, die Deutschen machen es doch auch nicht. Also daran liegt es. Das ist doch ganz einfach. Ja, also was heißt denn, die Deutschen machen es nicht? Natürlich machen es auch Deutsche. Ist doch albern. Das ist in der Pauschalität genauso falsch. Natürlich gab es da in Neukölln, war das in einer besonders extremen Form. Das ist in der Tat richtig. Und das muss man auch offen sagen und muss da auch ganz klar drüber reden. Und das darf das nicht tabuisieren. So. Aber deswegen gibt es trotzdem jede Menge Deutsche, die auch mit Böllern Schindluder betreiben. Meine Güte, ist doch albern sowas. Die Deutschen machen das nicht. Also als ich Jugendlicher war, ich habe auch Scheiße gebaut mit Böllern. Ich weiß das sogar noch. In den 80er Jahren haben wir auch uns die dicken Schinken gekauft. So nennt man ja diese Böllerpakete immer. Ne? Mit 17, 18. Und natürlich haben wir auf dem Kinderspielplatz die Mülleimer gesprengt. Und was weiß ich. So waren wir doch auch. Ich war auch nicht besser als Jugendlicher. Ne? Das ist halt so. Und deswegen sage ich, gerade aus heutiger Sicht, für mich wäre es besser gewesen als Jugendlicher, wenn ich diese Scheißdinger gar nicht erst hätte kaufen dürfen. Diese Scheißböller. Wir mehr Kapitalismus und da ist das nicht passiert. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Ja, Kultur vielleicht plus diese zwei anderen Sachen, die man nicht auf YouTube sagen darf. Nein, ich habe keine Polizeiautos in Brand gesetzt. Das ist richtig. Das ist wohl wahr. Aber er tut ja gerade so, als wenn Deutsche jetzt überhaupt keinen Schindluder mit Böllern betreiben. Das ist so hat er sich ja ausgedrückt. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, schön. Haben wir die Herkunft Frage auch beantwortet? So eine arabische Kultur oder was auch immer man versucht hat, denen anzudichten. Weißt du? Ja gut, aber wir haben vor 20 Jahren ja noch eine kapitalistischere Stimmung im Land gehabt. Wir hatten ja mal diesen wirklich absoluten Raubtierkapitalismus, der mal hip war. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so extrem zum Glück. Da haben wir solche Ereignisse auch nicht gehabt in dieser Form. Ja, also, wenn ich diesen Scheißbegriff Raubtierkapitalismus... Ja, oder neoliberal, auch ganz, ganz linker Begriff. Ja, ja. Also, so hieß sein Channel vorher, gell? Willkommen im Neoliberalismus, bevor er ihn Proletopia genannt hat. Ja? Okay. Ja, der neue Titel ist besser. Wenn die wüssten, oder wo sie wären ohne den
halbwegs Kapitalismus, den wir hier haben. Also, ich meine, Sie bräuchten nur mal zu schauen, wie das in der DDR lief. Das war ja kein Sozialismus, darum geht es doch. Die linke Ideologie hielt es sich nicht, wenn man zugäbe, was alles Sozialismus ist. Lief in der DDR? In der DDR wurde noch mehr geböllert, oder wie? Oder was will man uns jetzt sagen? Hä? Wie kommt er jetzt auf DDR? Sozialismus war. Erwin glaubt wirklich, dass die DDR hardcore kapitalistisch war und rechts. Hat er sogar ein Video drüber gemacht. Und Stalin und die Sowjetunion genauso. Okay. Ja. Und Hitler. Die roten Fahnen stehen für Kapitalismus. Wer kennt es nicht? Ja. Naja. Naja. Und außerdem, was meinen die denn damit eigentlich immer überhaupt, wenn sie sagen, da ist nicht alles so gelaufen wie in ihrem Sozialismus mit menschlichem Antlitz? Weil ich meine, es ist doch ganz einfach. Sozialismus, Trabi, Kapitalismus, S-Klasse. Ist doch ganz einfach. Ja, er zeigt aber dieses eine Bild. Kennt ihr dieses eine Bild mit den Autos, die alle gleich aussehen? Ja. Ja. Ihr spannt ja aber einen ganz schönen Bogen hier, Jungs. Also wir sind jetzt gerade noch beim Böllern. Jetzt geht es schon um S-Klasse und Trabi, ja. Also gut, aber wie gesagt, da stimme ich Ihnen ja durchaus zu. Da haben Sie ja mal ausnahmsweise recht. Du meinst, wir sind wieder da? Ja, die Sache ist, es ist halt, jeder Fahrzeughersteller hat diesen einen. Wir sind früher vor der Polizei abgehauen und haben die nicht noch beworfen. Ja, aber entschuldige mal, die ersten Mai-Krawalle, die eher vom linksextremistischen Lager ausgehen, von der Antifa ausgehen, das sind ja auch Deutsche. Die haben ja auch keine Ethnie. Also ist doch Quatsch, jetzt so zu tun, als wenn das nun wie sind da denn bitte Polizisten beschossen worden und in Lebensgefahr gebracht worden? Das ist doch albern. Also ich weiß, das ist mir alles zu platt und zu pauschal. Also wie gesagt, ich habe über Neukölln auch einen Bericht gemacht über die Ereignisse und bin da auch sehr kritisch gewesen, weil ich die Problematik durchaus sehe. Aber man soll nur nicht so tun, als wenn wir hier quasi ausschließlich nur ein Problem mit Migranten hätten, wenn es um Böllern und wenn es um solche und Polizeigewalt geht. Polizeigewalt gab es auch mehr als genug in der Geschichte der letzten Jahrzehnte, die nicht von Migranten ausgingen, wahrlich. Da gibt es mehr als genug Beispiele. Ein Typ von Fahrzeug, der sich halt am besten verkauft. So. Nee, es hat einen anderen Grund, glaube ich. Die müssen jetzt heute alle in dieser Form gebaut werden, weil eckig ist zu gefährlich. Ja. Nee, das ist halt wirklich dieses, keine Ahnung, Mittelklasse... Kleinwagen-Ding. Und die sehen halt alle gleich aus, weil die Form irgendwann halt, das ist die Form, die sich halt am besten verkauft. Aber es gibt ja noch andere Autos. Du kannst ja trotzdem noch Muscle Car kaufen, du kannst ja trotzdem noch ein SUV kaufen, du kannst ja trotzdem noch ein Jeep kaufen, du kannst dir ja einen Smart kaufen, wenn du nicht smart bist. Du kannst dir ja einen Tesla kaufen, die sehen ja alle anders aus. Ich mag den Smart. Die haben halt alle dieses Runde. Und Sascha, ist es nicht so, dass es inzwischen vorgeschrieben ist? Ja, klar, du darfst ja nicht mal mehr einen Bullenfänger haben. Das ist ja. Also diese Straßenkreuzer, ja, wie man sie zum Beispiel aus den 50er Jahren kennt, die dürfen heute nicht mehr gebaut werden, richtig? Du würdest heute keine Vertriebserlaubnis mehr für einen 74er Mustang bekommen. Ich glaube nicht mal mehr für einen Audi 80. Zu Recht. Also den dürftest du heute nicht mehr in Serie bauen. Ja. Okay, weiter geht's. Es kann ja nicht nur damit zu tun haben. Da muss es doch auch offensichtlich andere Gründe geben. Ich glaube, dass ja, es gibt sicher andere Gründe. Natürlich, da spielen sehr viele Dinge. Erziehung, patriarchale Erziehung, dies, das, jenes, althergebrachte Traditionen sicher. Aber ich glaube, dass, was vor 20 Jahren anders war, ist der Sozialstaat. Es gab mehr Sozialstaat. Es gab mehr Auffangbecken für Leute, die abgerutscht sind. Heute ist die Armut nicht vor 20 Jahren. Damals. Wie viel Sozialstaat will er denn noch haben? Also ich meine, in einer Richtung hat er recht. Vor 20 Jahren, na gut, vielleicht nicht mehr ganz 20 Jahre, aber als man damals, wenn man arbeitslos wurde, direkt in ALG 1 gerutscht ist und dort auch verblieb, hatte man insofern mehr Sozialstaat. Man muss jetzt aber auch begreifen, diese Leute hätten ja gar kein ALG 1, die haben ja nie gearbeitet. Das ist, aber nicht vor Punkt 20 Jahren. Punkt Nummer 2 ist, je mehr Leute du importierst, die nicht arbeiten, umso weniger Geld hast du halt für den Sozialstaat. Das ergibt sich aus einer ganzen... Gut, ja, vor knapp 20 Jahren. Wann ist Hartz IV eingeführt worden? 2004? Nee, vor 2003 gab es doch Hartz IV schon, oder? Ist doch vor 20 Jahren gewesen. Simplen Milchrechnung. Ich verstehe nicht,
was daran nicht zu begreifen ist. Das ja, du verstehst manches nicht, weil es offenbar, weil diese 4 Gramm Gehirn, die dir zu den 6 Gramm noch fehlen, die machen es dir halt ein bisschen schwer, Junge. Das erscheint mir, weiß ich nicht, verrückt. Jeder Hartz-IV-Empfänger hat einen Flachbildschirm zu Hause, also wo ist denn die Armut? Ach du meine Güte. Als wenn ein Flachbildschirm ein Ausdruck von Reichtum wäre. Ein Flachbildschirm kostet 400-500 Euro. Teilweise sogar für 300 Euro kriegst du schon einen. Was hat denn das mit Reichtum zu tun? Was bedeutet Armut jetzt eigentlich? Also das, was ich bei den Hartz-IV-Leuten halt meist sehe, ist, also hier in so einer Bude zocken, in so einer Pommesbude und sich dort dann das 3-Euro-Bier zu gönnen und dabei die ganze Zeit zu qualmen und so weiter und sich darüber aufzuregen, dass das Hartz-IV zu niedrig ist. Okay. Anscheinend ist es noch zu hoch. Meiner Meinung nach. Ja, also meiner Meinung nach auch. So. Ach, es ist sogar noch zu hoch. Ach so. Naja, gut. Also jetzt geht es gar nicht mehr nur um die bösen Ausländer. Jetzt geht es generell um Menschen, die Verlierer unserer Gesellschaft sind. Also auch Deutsche, die auch bitte doch nichts vom Staat mehr bekommen sollen. Oder wie? Naja, gut. Zumal ich Armut habe, ne? Ich habe Zeitarmut, weil ich zu viel arbeite, meiner Meinung nach. Ich würde auch gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, allerdings nicht zu dem Preis. Oh Gott, Kinder hat er auch noch. Ach du Scheiße. Ja, du hast doch auch Zeit, hier stundenlang zu streamen. Also hast du ja offenbar Zeit. Ich will meinen Kindern ja auch nicht vorleben, nicht zu arbeiten. Aber es gibt halt, manchmal bin ich halt 3 Monate weg gewesen oder auch 6 Monate weg gewesen. Ne? Das ist Zeitarmut. Darüber können sich die ja nun gar nicht beschweren. Aber die wollen halt beides, das Gesamtpaket, Zeit und Geld. Wer ist die? Wen meint er denn jetzt? Allgemein oder was? Diese Pauschalisierung, was soll denn der Quatsch? Also ich kenne mehrere Menschen, die in Hartz IV abgerutscht sind. Zum Glück ist es mir nie passiert. Und keiner von denen hat sich darüber gefreut oder hat sich in die Hängematte gelegt. Ganz im Gegenteil. Das sind sehr, sehr schwierige Zeiten und sehr, sehr harte Zeiten. Man hat nämlich nicht viel Geld. Und das ist wirklich... Und es ist auch vor allem sehr erniedrigend, das bei einer Behörde beantragen zu müssen. Und man fühlt sich natürlich auch wertlos. Zum Glück sind wir ja auf dem Weg, davon wegzukommen, weil ja die SWR eher mittlerweile einen Arbeitskräftemangel haben als einen Arbeitsplatzmangel. Insofern, deswegen ist ja zum Glück die Arbeitslosenquote auch mittlerweile auch so niedrig. Obwohl wir eine Wirtschaftskrise haben, haben wir immer noch 5% Arbeitslose. Vor 20, 30 Jahren wäre die Arbeitslosenquote schon bei 10-12% inzwischen, bei der Wirtschaftskrise, die wir seit einem Jahr haben. Das wirkt sich auf den Arbeitsmarkt mittlerweile nicht mehr aus. Insofern würde ich ihm insofern zustimmen, dass man sagt, okay, wer heute arbeiten möchte und einen Job haben möchte, der findet auch einen. Soweit würde ich auch gehen. Und wer das partout nicht will, klar, da muss man dann sagen, vom Seiten des Staates, na gut, dann kannst du aber jetzt hier nicht verlangen, dass wir dir dein ganzes schönes Leben finanzieren. Das sehe ich auch so, klar. Aber das ist ja nun wirklich, das ist ja sehr, solche Pauschalitäten, ich war 3 Wochen unterwegs, ich habe gearbeitet, habe keine Zeit für meine Kinder gehabt. Ja, ist ja schön, das ist ja schön für dich. Schlafarmut ist auch etwas. Auch, ja. Ja, gerade als ich viele Projekte hat. Kennt ihr Erwin seinen Job, was der so macht? Pommesbude? Nein, er macht einen demokratischen, also er plant seit 3 Jahren einen demokratischen Betrieb für so einen T-Shirt-Druckshop. Zusammen mit einer weiteren Person und er kriegt das seit 3 Jahren nicht hin. Er bekommt Fördergelder von, keine Ahnung, wie diese Förderstiftung bei denen heißt, irgendwas Innovation, Medien oder so ein Kram, weil er mit dieser Sache, die er dort macht, will er einen Dokumentarfilm drehen. Also es wird irgendwann einen Film geben, die Reise des Proletopia, einmal dekadent und zurück oder irgendwie sowas. Und dafür kriegt er Förderung und ansonsten lebt er nur von diesen Twitch-Spenden. Und das Witzige ist, sobald der genug Geld immer hat, also sobald es genug Spenden gibt, raucht er auf einmal Filterzigaretten. Und redet immer von demokratischen Betrieben. Die Leute, die seine Overlays machen, die seine Bilder machen, die sich um seinen Discord-Server kümmern und so weiter, die werden nicht demokratisch entlohnt und so weiter. Die bekommen keinen Cent.
Es geht sofort, das Geld, das er bekommt, geht in Luxusgüter. Das ist so brutal ironisch. Das ist doch seine persönliche Privatangelegenheit, wo er sein Geld für ausgibt. Entschuldigung. Was ist das denn für ein Quatsch? Das ist ja auch übrigens in übrigen jedem Spender selbst überlassen, wenn er sagt, ich will Proletopia unterstützen und er dann vielleicht sagt, okay, lieber Erwin, ich unterstütze dich gerne, aber wenn ich jetzt sehe, dass du rauchst, dann zahle ich dir keine Spende mehr. Dann muss man das Erwin ebenso sagen, wenn man das nicht unterstützen will. Aber Entschuldigung, das ist doch seine persönliche Angelegenheit. Ne, ihr qualmt doch auch alle wie ein Schlot. Ne? Also was soll denn das? Ich weiß nicht, was macht denn Oliver Flash auf Mallorca eigentlich? Der macht sich doch auch ein schönes Leben da. Oder hat er da einen harten Job, den er da arbeitet? Was macht der denn? Keine Ahnung, was der macht. Natürlich, klar, wenn man sein Geld selbst hart erarbeitet hat, dann hat man auch mehr vielleicht eine moralische Berechtigung, es auch zu versaufen und zu verrauchen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ob man das so sehen kann. Aber auch was Proletopia macht, indem er nämlich ein Twitch-Streams macht jeden Abend und damit auch Geld generiert in Form von Spenden, in Form von Werbeeinnahmen, das ist auch ein Job. Das ist heutzutage ein ganz normaler Job, den sehr viele Leute machen und von denen wir ja auch hier leben. Ich verdiene mit betreutem Gucken ja auch Geld gerade. Unsere Haupteinnahme ist zwar unser Sender, Massengeschmack, mit den Abonnements, aber das ist ja auch ein Teil der Einnahmen, betreutes Gucken. So, wir machen das ja auch. Das ist doch Quatsch. Also warum soll man das denn bei solchen Leuten dann zum Vorwurf machen? Jeder sucht sich halt die Marktlücke irgendwie und jeder macht halt das, was er gerne arbeitet, möglichst und macht das, was ihm Spaß macht. Und wenn man dann da oben dran auch ein bisschen Geld mitverdienen kann, das ist doch wunderbar. Warum muss man das denn jetzt ihm zum Vorwurf machen? Was ist das denn? Was macht er denn für einen Job? Er arbeitet auf dem Bau oder was? Oder was macht er? Ja, gut, er fühlt sich jetzt irgendwie besonders männlich, weil er so einen klassischen Handwerksberuf hat. Ist ja auch in Ordnung, finde ich auch gut. Finde ich, habe absoluten Respekt für jeden, der einen handwerklichen Beruf ausübt. Gibt es leider viel zu wenige. Aber deswegen hat derjenige, der streamt und damit sein Geld verdient, genauso eine Berechtigung, Geld zu verdienen. Was soll denn der Quatsch? Was ist denn das für ein moralisches Urteil, was der hier fällt? Cowboy-Podcast, du, meine Güte, das ist also das ist vielleicht ein Knallkopf. Also. Das ist tatsächlich witzig, weil wenn ich mal mit ihm sprechen würde, dann würde ich ihn nämlich auch zu diesen demokratischen Betrieben fragen. Da kommt er ja nachher auch noch drauf, aber ich glaube, soweit kommt. Ja, darüber haben wir ja noch, haben wir auch schon noch diskutiert in dem Stream. Ja, das ist halt so eine Idee zu sagen, man muss Unternehmen quasi zwingen, dass die Arbeitnehmer, die Angestellten alle gleichberechtigt beteiligt werden am Unternehmen. Auch daran, wer der Vorstandsvorsitzende ist. Und auch wenn es um Gewinne geht, dass auch Arbeitnehmer, also Mitarbeiter, dann eben auch einen Teil der Gewinne bekommen, wenn ein Unternehmen Gewinne schreibt. Das kann ein Unternehmen ja durchaus so machen. Es gibt ja auch Unternehmen, die das so machen. Der Spiegel macht das seit vielen Jahrzehnten schon so, dass Gewinne auch unter den Mitarbeitern aufgeteilt werden. Aber ich habe dann ja Erwin auch gefragt, ich weiß nicht, ob das noch kommt, was denn in dem Fall ist, wenn rote Zahlen geschrieben werden und wenn ein Unternehmen nicht gut läuft, wenn die Gewinne nicht gemacht werden, was ist denn dann los? Und da hat er dann keine richtige Antwort drauf gewusst. Das ist ja also nur ein Modell für Schönwetterphasen, wenn ein Unternehmen Gewinne schreibt, aber er hat offenbar nicht so weit gedacht, dass ein Unternehmen ja auch mal in die Bredouille kommen kann und schlechte Zeiten erleben kann und miese schreibt und rote Zahlen schreibt. Was ist denn dann? Ne? Also insofern, das Modell ist für mich nicht zu Ende gedacht, was Erwin sich da überlegt hat. Aber das ist halt meine Meinung. Und da ich ja nun selber auch Arbeitgeber hier bin und selbst auch ein Unternehmen habe hier als Geschäftsführer, die Firma Alster Film, habe ich da aber auch einen anderen Blick auch drauf. Kommen wir nicht, weil nehmen wir mal an, er würde jetzt mit Twitch 10.000 Euro im Monat einnehmen. Dann könnte er ja schon so einen kleinen Betrieb machen und er hätte dann Admins oder was du gerade gesagt hast, Leute, die seine Vorschaubilder machen, was. Ich hätte da also so 5 Leute und nach seinem Wunsch, nach seiner Idee ist ja so, dass dann alle das gleiche Geld bekommen. Kann mir aber keiner erzählen, dass er sich dann mit 2.000 Euro begnügt und seinem Admin auch 2.000 Euro in die Hand drückt. Zumal ich mich dann fragen würde,
wenn er jetzt mich einstellt, wie demokratisch werden dann die Themen ausgewählt? Also nehmen wir an, er hat, wir schleichen da, nehmen wir an, er würde es machen und wir würden dafür sorgen, dass sich da drei Konservative unter einem linken Deckmantel einschleichen. Würde er den Kapitalismus bewerben, weil die Demokratie in seinem Unternehmen das so entschieden hat? Das glaube ich nämlich auch nicht. Also er sagt ja auch in seinem Modell, würde es dann einen CEO geben und der CEO würde dann auch alleine entscheiden. Also der würde nicht die Putzfrau fragen, welche Maschinen angeschafft werden. Nur welcher CEO würde denn arbeiten, wenn er das gleiche Geld bekommt wie die Putzfrau? Der würde doch Deutschland noch in dieser Stunde verlassen. Nee, das hat Erwin nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass der CEO das gleiche Geld wie die Putzfrau bekommen soll. Das ist Quatsch, das hat er nicht gesagt. Er hat aber gesagt, dass der CEO gewählt werden soll von den Mitarbeitern des Unternehmens. Also die Mitarbeiter sollen per Wahl bestimmen, wer ihr Vorsitzender, wer der Geschäftsführer des Unternehmens sein soll. Und da habe ich dann auch gesagt, naja, also wenn jetzt ein Manager kommt, vielleicht gerade wenn es im Unternehmen ein bisschen schlechter läuft, der jetzt vielleicht Tabula Rasa machen will, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, möglicherweise auch durch Arbeitsplätzeabbau, weil es vielleicht nicht anders möglich ist, denn werden die Arbeitnehmer, die werden ja denn denen nicht wählen als CEO, weil denn bringen sie sich ja selber auf die Schlachtbank sozusagen, sondern sie werden den wählen, der ihnen verspricht, oh, wenn ich CEO werde, dann wird keiner von euch entlassen und alles, ihr bekommt alle Gehaltserhöhungen von mir, auch wenn die Lage schlecht ist, so, dann wird der natürlich gewählt mit dem Ergebnis, dass das Unternehmen dann ganz noch mehr in die Miesen rutscht und dann endgültig pleite ist. Das ist das Bedenken, was ich hatte bei Erwins Modell. Du kannst doch nicht die Mitarbeiter sozusagen bestimmen lassen, wer das Sagen hat in dem Unternehmen, weil sie natürlich immer erst gucken werden, wer bringt mir als Mitarbeiter, bei wem habe ich den sichersten Arbeitsplatz, jedenfalls auf den ersten Blick, oder wer garantiert mir den höchsten Lohn. Den würde ich ja wählen als Arbeitnehmer und nicht denjenigen, der sagt, ich bin Manager, ich mache jetzt hier mal Tabula Rasa, um das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist um den Punkt ging es mir. Deshalb hat die DDR eine Mauer gehabt. Das muss man. Die kann ja in mehreren Betrieben halt arbeiten. Wenn die nur 2 Stunden am Tag in dem einen Betrieb arbeitet, die kann ja dann. Aber du weißt doch, was ich meine. Grundsätzlich. Ja, die Qualifikation eines CEOs ist in der Regel ein wenig höher als die einer Reinigungskraft. So viel kann man dazu sagen. Und deshalb möchte der CEO auch mehr Geld haben. Das hat noch nicht mal Erwin bestritten. Das ist ja Quatsch, da habt ihr ihn falsch verstanden. Das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja bei ein paar Sachen recht. Es gibt nur in einer Sache, glaube ich, hat er irgendwann erwähnt, dass es gibt irgendwelche Forderungen von Sozialverbänden oder was weiß ich, dass ein CEO, glaube ich, nicht das mehr als das 9-fache eines normalen Arbeitnehmers, eines normalen Mitarbeiters im Durchschnitt, also den Durchschnittslohn der Mitarbeiter des Unternehmens darf der CEO nicht mehr als das 9-fache oder so verdienen. Dass es da irgendwie eine Begrenzung geben soll. Das hat er, glaube ich, irgendwann gesagt. Aber er hat nichts davon gesagt, dass der CEO dasselbe Geld wie die Putzfrau bekommen soll. Das ist Quatsch. Hast du irgendeine GmbH und Co. KG, die wird jetzt vererbt in die nächste Generation und die sagen... Okay. Man kann eine GmbH nicht vererben. Das ist doch dummes Zeug. Das ist doch kein Familienbetrieb. Eine GmbH besteht aus Anteilseignern und diese... Gut, ja, ich kann meine Anteile natürlich weitergeben an den Nächsten. Wenn ich 100% an der GmbH halte, ja okay, dann geht's vielleicht. Aber ansonsten ist eine GmbH nichts, was man vererbt, sondern man hat Anteile an der GmbH. Okay, Sie nehmen jetzt irgendeinen Geschäftsführer. Aber so viel wirtschaftlichen Sachverstand hätte ich den drei Herren jetzt auch nicht zugetraut, dass sie das wissen. Sind halt nur noch hinten dran und zählen das Geld. So. Ja, ist in Ordnung. Ja, aber das ist ja das, was er da dann so meint. Aber er greift ja meist den Mittelstand dann irgendwie an. Wenn du als Bäcker dir irgendjemanden einstellst, dann ist das ja nicht so ein krasses Machtgefälle oder irgendwas. Ja, selbst wenn, ne? Man darf ja nicht vergessen, welches Risiko derjenige geht, der eine Firma gründet. Ne? Da ist ja, du kannst dich damit halt auch ruinieren, wenn es nicht läuft. Und der Angestellte halt nicht, der sucht sich dann den nächsten Job, der verliert halt nur seine Anstellung. Und du kannst ja nicht dieses Risiko undatiert lassen. Das ist ja. Ja, vor allem, wenn der Angestellte obendrein noch demokratisches Mitspracherecht hat und falsche Entscheidungen trifft.
oder für falsche Entscheidungen eintritt, die Mehrheit der Angestellten, und dass das Unternehmen noch mehr in die Bredouille bringt. Und dann am Ende will aber keiner, dann ist aber am Ende trotzdem nur der CEO schuld, obwohl vielleicht gegen seinen Willen Entscheidungen getroffen wurden von der Belegschaft, die er gar nicht wollte. Ne, dann heißt es trotzdem, oh, der CEO, der hat schlechte Arbeit geleistet, den müssen wir jetzt wieder feuern, obwohl er, der CEO, das eigentlich gar nicht wollte, sondern die Belegschaft das mehrheitlich so bestimmt hat. Ne? Wenn du Drogen kaufst, das muss man einfach mal, bei Drogen ist der Löwenanteil des Preises ist nun mal Risiko. Der Löwenanteil ist Risiko, weil jeder Mensch, der das anfasst, sagen wir mal Kokain, auf dem Weg von Kolumbien nach Deutschland, geht ein Risiko, und zwar für sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis zu gehen. Und dieses Risiko wird halt entlohnt über den Preis. Es ist das Risiko wird bezahlt. Und genauso ist es bei einem Unternehmer. Wenn was ist das denn für ein Vergleich mit Drogen? Was ist das denn für ein Quatsch? Jetzt jeder risikolos irgendwas aufmachen könnte, da hätten wir im Jahr 300.000 Firmenpleiten und 400.000 eröffnete Firmen und dann im Jahr darauf 400.000 Firmenpleiten. Das Beispiel nimmt er auch immer wieder, dass viel mehr nicht demokratische Betriebe geöffnet und geschlossen werden pro Jahr als demokratische Betriebe. Demokratische Betriebe haben eine längere Laufzeit. Ja, behauptet er. Da habe ich mir auch widersprochen. Das ist in der Tat Quatsch, ja. Da gibt es überhaupt keine Belege für. Und das würde ich auch bestreiten. Was ist denn es gibt eine Statistik dazu, aber ich meine, die nehmen halt Kleingewerbe mit rein. Und ein Kleingewerbe, wenn ich jetzt heute was auf Ebay verkaufe und sage, okay, ich verkaufe jetzt die nächsten 3 Monate was auf Ebay und brauche dafür ein Gewerbe, weil das halt von der Menge her in den gewerblichen Bereich reingeht, und dann mache ich das Gewerbe auf und wieder zu. Gewerbe, also Kleingewerbe werden ständig auf und wieder zugemacht. Ja, so, ja. Aber das zählt halt nicht. Was wären denn Beispiele für demokratische Betriebe in Deutschland? Also Premium-Cola ist etwas, was er sehr hoch hält. Und Premium-Cola ist Capitalist Paradise. Also ich kann mir als Unternehmer, ich muss sagen, ich finde diesen Typ, der das gegründet hat, der ist ein kapitalistisches Schwein, wo ich schon so ein bisschen zittern muss. Kennt ihr die Premium-Cola? Nee. Der hat nur Subunternehmer, die er einstellt. Und diese Subunternehmer können entscheiden, wie viel sie dann arbeiten. Die Sache ist jetzt einfach nur bei seinem Betrieb, dass jeder Subunternehmer dann, wenn er krank wird, Gehaltsausfälle bekommt. Bist du ein Subunternehmer und arbeitest als Freelancer für jemanden, kriegst kein Geld, wenn du nicht arbeitest. Ja, ja. So, wie viel Urlaub hast du als Freelancer? Gar keinen. Und du musst dich noch bei einer anderen Firma bewerben, weil wenn du nur bei einer Firma arbeitest, als Kleingewerbe oder was auch immer, wie du das anmachst. Wieso habe ich als Freelancer keinen Urlaub? Ich kann mir doch jederzeit Urlaub nehmen. Es ist sogar schöner als Freelancer, weil ich den Urlaub dann nehmen kann, wenn ich es möchte und wenn ich es mir zeitlich einteilen kann. So. Gut, es kann natürlich sein, dass man als Freelancer nicht so viel Geld verdient, dass man sich den Urlaub schlichtweg nicht leisten kann. Das ist eine andere Frage. Aber wieso kann ich als Freelancer keinen Urlaub machen? Kann ich doch. Natürlich. Ich muss halt das, meine Arbeit so organisieren, dass ich mir 2 Wochen irgendwie im Sommer oder im Winter oder wann auch immer freischaufle und entsprechend das so und so für sich organisieren, dass sie es sich leisten können, klar. Du meldest als Personengesellschaft. Es ist ein Scheingewerbe. Du kommst in den Knast, wenn du nicht noch woanders arbeitest. Und das Allergeilste ist, weißt du, wie lange es dauert, um einen Subunternehmer loszuwerden? Fingerschnipsen, du hast keine. Ja, man bekommt kein Gehalt während des Urlaubs. Ja, sicherlich, klar. Aber Entschuldigung, wir können jetzt hier lange jetzt diskutieren. Also ich bin aus Überzeugung seit vielen, vielen Jahren schon Freelancer. Gut, mittlerweile bin ich jetzt schon wieder Unternehmer, das ist wieder was anderes und Arbeitgeber. Aber ich war viele, viele Jahre freier Journalist und ich habe das immer genossen, diese Freiheit, dass ich machen kann, was ich will, dass ich dann Urlaub machen kann, wann ich es will und nicht, wann mir das sozusagen irgendein Typ, der da Urlaubspläne macht, mir das quasi aufdrückt und dann, ne, und ich mir das auch viel besser einteilen kann. Ja klar, natürlich, man muss natürlich für den Urlaub mitarbeiten, das ganze Jahr über, dass man den Urlaub mitfinanzieren kann, dass für die Zeit man mitversorgt ist. Das ist ja völlig klar. Aber dafür zahlt man ja auch als kleiner Selbstständiger auch keine Lohnsteuer zum Beispiel und solche Sachen. Man zahlt die Umsatzsteuer. Dafür hat man ja andere Freiheiten. Also insofern, das ist doch eine Frage der Organisation. Also weiß ich nicht, das ist doch Blödsinn. Ja, natürlich, es ist natürlich das angenehme Gefühl, man hat jetzt Urlaub und trotzdem bekommt man sein Gehalt gezahlt. Das
hast du natürlich nicht. Das ist richtig. Aber da könnte ich jetzt 10 andere Dinge aufzählen, die man dafür als Vorteil hat, wenn man Freiberufler ist. Aber das würde jetzt hier, glaube ich, auch zu weit führen. Kündigungsfrist. Alle Sachen, wo er sich ja drauf beruft, so Krankenschutz, die Urlaubszeiten und der Kündigungsschutz und so weiter, sind bei dieser Firma auch außer Kraft gesetzt. Ah, der Typ ist ein Genie. Und er sagt, es ist der beste, also das beste Beispiel für einen demokratischen Betrieb. Aber das ist ja auch das Konzept von der Linkspartei, zumindest habe ich das vor ein paar Jahren mal in der Rede gehört, dass man wohl zusätzlich zu seinem Gehalt auch Anteile an der Firma bekommen soll. Weil da sagte, ich glaube, das war Gregor Gysi, der sagte, der beste Kündigungsschutz sind Anteile an der Firma. Ja, aber da gründe ich doch auch keine Firma mehr, wenn ich die an meine Angestellten dann verschenken muss oder veräußern muss. Das ist ja irre, ist das. Das ist einfach irre. Naja, gut, also ich glaube auch nicht, dass Erwin jetzt kleine Familienbetriebe meint. Eine Bäckerei oder ein Elektrikerbetrieb oder was weiß ich, sondern wir reden natürlich wahrscheinlich schon eher von größeren Unternehmen, die dann irgendwann auch als eine GmbH sind oder eine Aktiengesellschaft oder was weiß ich. Das ist ja was ganz anderes. Also, aber gut, da kann ich jetzt nicht für Erwin sprechen, keine Ahnung. Ja. Nicolette, ich versuche jetzt seit 10 Minuten hier rauszubekommen, wie hoch der Sozialhilfesatz vor 20 Jahren war. Vielleicht kannst du es mal nachrecherchieren, das wäre sehr gut. Das hat er im Kopf, braucht er nicht recherchieren. Nicoletti ist... Vor 20 Jahren gab es doch schon Hartz IV. Und so weiter und so fort. Die Leute, die Ghettoisierung ist vorangeschritten, so eine Subkultur hat sich gebildet, das hat sich alles so geändert. Und ich glaube, dass das die Ursache ist, warum es heute stärker rauskommt. Weißt du? Also, ob vor 20 Jahren der Sozialstaat besser war, weiß ich nicht so genau. Also, da müssen wir noch weiter zurück. Da müssten wir 30, 40 Jahre vielleicht zurück. Da war es vielleicht so. Aber vor 20 Jahren, da wurde, das war die Zeit, als ein Hartz IV bald eingeführt wurde, ja, oder sogar eben schon eingeführt war, das war ungefähr 20 Jahre her. Ne? Also da haben wir ja schon durch diese Stimmung gehabt, nach dem Motto, der Sozialstaat muss abgebaut werden, muss gekürzt werden, nur das Allernötigste darf von Seiten des Staates gezahlt werden. Diese Stimmung gab es damals genau. Ja mal. Ja, aber da hatten wir trotzdem nicht solche Verhältnisse auf den Straßen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ach so, weil es noch nicht umgesetzt war. Jetzt ist das Ganze umgesetzt. Jetzt sind die Auswirkungen da von dem, was damals umgesetzt wurde. Das ist das, was ich glaube, was passiert ist. So, dass... Ja, was wurde denn umgesetzt? Das ist eine steile These. Für arme Menschen, wieso geht es denn heute schlechter als damals? Das ist völliger Quatsch, völliger Quatsch. Denen geht es schlechter, weil Wohnungen teurer sind, aber die müssen sie ja nicht bezahlen. Natürlich sind die Preise in den Geschäften gestiegen, aber dafür ist auch der Hartz-IV-Satz gestiegen. Tabaksteuer ist angestiegen und die kriegen sie nicht erstattet. Also da kann ich schon sagen, das ist natürlich Verbrechen. Tom schreibt in der Kommentarspalte, vor 20 Jahren wurde Deutschland zum größten Niedriglohnland in Europa. Ja, du brauchst ja auch nicht für einen Niedriglohn zu arbeiten. Es liegt doch in deiner Hand. Mann. Ja, heutzutage ja, zum Glück, was ich ja vorhin schon sagte, dass der Arbeitskräftemangel immer größer wird und dadurch die Arbeitnehmer jetzt eine größere Macht haben heutzutage, weil sie sich eher aussuchen können, wo sie arbeiten. Das war vor 20 Jahren mit 5 Millionen Arbeitslosen aber nicht so. Da hat der Unternehmer dessen Arbeitsplatz, das war ja sozusagen was Mangelware war. Und dann kann der Unternehmer eben sagen, ach so, Sie möchten für den Lohn nicht arbeiten. Ja gut, da draußen stehen 5 andere, die würden das machen. Dann stellen wir sie eben nicht ein. So, und das ist heutzutage jetzt nicht mehr so, weil wir jetzt eine Umkehr dieser Situation haben. Wir haben nicht mehr Massenarbeitslosigkeit, sondern wir haben eine zunehmende Arbeitskräftemangel. Und das ist die Umkehrung des Phänomens Massenarbeitslosigkeit. Das geht in eine völlig neue Richtung. Und das wird ja auch noch zunehmen, wie gesagt, jetzt, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in den nächsten Jahren alle in Rente gehen. Das ist...
Ja. Größtes Niedriglohnland kann ich mir auch kaum vorstellen. Also ich glaube, wahrscheinlich meint er durch die 1-Euro-Jobs, da darf man aber nicht vergessen, dass da ja auch noch 1-Euro-Jobber waren ja in Hartz IV. Das heißt, die haben die Wohnung bezahlt bekommen, die haben Heizung bezahlt bekommen, die haben Strom bezahlt bekommen. Und wenn du diese Summe zusammennimmst und das dann auf das rechnest, was du als 1-Euro-Jobber verdient hast, dann bist du auch nicht mehr im Niedriglohnsektor. Natürlich bezahlen die dann wenig. Und ich bin auch gegen 1-Euro-Jobs, wenn sie noch sozial unterstützt werden. Das sage ich ganz klar, aber du kannst ja jetzt nicht so tun, als wenn die Leute da in Armut versunken wären. Das war einfach ein Dazuverdienst, den du machen konntest, steuerfrei. Ne? Ja, und die Leute müssen vor allem mal begreifen, dass nicht die angeblich niedrigen Löhne das Problem sind und die bösen Arbeitgeber, die so wenig Geld bezahlen wollen, sondern das Problem, das Hauptproblem in Deutschland, mit dem alles steht und fällt, sind die 70% Steuern und Abgaben, die wir hier zu zahlen haben, oder ihr? Ja. Ja, wenn er jetzt den 1-Euro-Jobber meint, dann ist das natürlich nicht der Fall. Was heißt hier 70% Steuern und Abgaben? Wo gibt es denn bitte 70% Steuern und Abgaben, bitte? 70%? Wovon redet der denn bitte? Oder meint er jetzt die Miete in Begriffen von Wohnungen oder was? Der 1-Euro-Jobber entsteht natürlich nur dadurch, dass Leute, die mehr verdienen, eben diese Abgaben hatten. Sonst hätte sich das Konzept ja nicht durchgesetzt, weil du davon nicht leben könntest, ohne diese Zusatzleistung aus dem Sozialsystem. Ja, aber die Recherche ist halt wirklich anspruchsvoll zu sein, weil Nico Colette wird immer noch nicht geliefert. Wir machen weiter. Das ist nur, weil das... Das ist irgendwie so meine Analyse von der ganzen Nummer. Dass ich glaube, dass damals genau diese neoliberalen Reformen dazu geführt haben, dass Leute weiter zurückgeblieben sind und heute sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weil jetzt plötzlich so eine Gewaltkultur als Antwort darauf gekommen ist. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, auch in Griechenland, auch in verschiedenen Teilen Europas, auch in alle, die eine Masseneinwanderung hatten. Gibt es überall Aufstände von irgendwie so abgehängten Leuten? Bitte? Gibt es. Alle, die eine Masseneinwanderung hatten. Das ist ja. Jetzt kommt er mit dem Thema wieder. Mein Gott, also also Masseneinwanderung ist zweifellos für viele Probleme verantwortlich. Das will ich ja gar nicht bestreiten, aber nun wahrlich nicht für alle. Meine Güte. Das ist ja auch inhaltlich völliger Schwachsinn. Es ist aber, guck mal, Moment, wir machen mal ein kurzes Experiment. Gab es diese New liberalen Blablablas in Polen? Wahrscheinlich Nein. Schon. Hatten die eine Masseneinwanderung? Nein. Gibt es diese Probleme in Polen? Nein. Das Ding ist ja auch, die Leute, die hier Probleme machen, wir hatten 45 Deutschpässige, davon diesen 128, die verhaftet wurden. Das heißt, die haben diesen Umbruch gar nicht mitgemacht. Die sind gekommen und haben das hier so vorgefunden. Ja, will er jetzt behaupten, dass es in Polen keine sozialen Probleme gibt oder was? Ja, dann guck mal hin nach Polen. Also da ist nun auch nicht alles Gold, was glänzt. Und in Ungarn übrigens auch nicht. Auch wenn Herr Orban gerne das alles unter den Teppich kehrt. Und sind gerne gekommen. Wie kann das sein, dass die 20 Jahre Auswirkungen aus Deutschland haben, wenn sie erst seit 5 hier sind? Wie schaffen die das? Die sind ja noch nicht so lange hier. Die haben diesen Weg nicht, die sind den Weg nicht gegangen. Sind sie nicht? Ja, der Typ aus, keine Ahnung, aus Syrien, sagen wir mal Syrien, der jetzt seit maximal 7 Jahren hier ist. Wie? Ja, er ist den Weg einfach nicht gegangen. Wo kommt das her? Ja, ich sag dir, wo das herkommt. Das kommt aus Syrien. Darf man das sagen? Was kommt aus Syrien? Ja, also Nick schreibt, Hartz IV betrug 2005 345 Euro. Was ist es heute? Ich glaube 450, ne? Jetzt ist es Bürgergeld, aber ich glaube irgendwo so in dem Dreh. Natürlich sind die Preise auch gestiegen. Ne? Hier sind sie über 500 mittlerweile. 502 oder irgend sowas, ne, glaube ich, ne? Ist das Bürgergeld, ne? Da müsste man jetzt die Recherche dazu, um einen Lebensqualitätsvergleich zu ziehen, wäre schwierig. Und ich sage jetzt gerade im letzten Jahr, durch die Inflation würde ich behaupten, dass wir heute, dass der Arbeitslose hier ist wirklich finanziell schlechter hat als vor 20 Jahren. Durch die Inflation, die wir jetzt seit einem Jahr haben, die schwer treffen. Ja, vorhin hast du noch über Hartz-IV-Empfänger geschimpft. Das hast du getan, als wenn die alle in der Hängematte liegen und rauchen und saufen. Ja, was denn nu? Was stimmt denn nu? Auch da nur die Einkaufspreise, auf die abgewälzt werden. Der Arbeitnehmer hat natürlich deutlich schwerer. 502 Euro nach der Miete, nach Heizung. Ich glaube, Nebenkosten sind ja mit drin. Sind mit drin. Ja. Nach Kleidergeld, nach Waschmaschine und so weiter und so fort. Und diese Leute, die da Silvester eskaliert sind,
dass die sind ja jetzt nicht körperlich behindert, die sind auch im handelsüblichen Sinne nicht geisteskrank. Also, die können doch arbeiten. Die sind doch gar nicht angewiesen auf Hartz IV. Ja, Moment, will er jetzt sagen, dass alle, die in Neukölln Silvester randaliert haben, dass das alles Hartz-IV-Empfänger gewesen sind? Wo hat er denn die Info her? Das können genauso auch Leute sein, die auch einen Job haben, die auch vielleicht auf dem Bau arbeiten oder was weiß ich oder irgendwo. Jetzt ist nicht mehr nur die Ethnie, jetzt ist es auch noch obendrein, dass das alles angeblich Hartz-IV-Empfänger sind. Also das ist mir nicht bekannt, dass das so wäre. Keine Ahnung. Vielleicht werden welche dabei sein. Aber es wird doch mit Sicherheit auch welche geben, die auch Jobs haben. Die sind doch nicht alle arbeitslos. Also, weiß ich nicht. Also, ich habe das zumindest noch nicht gehört. Oder zumindest habe ich da keinen Beleg für gefunden, dass das so wäre. Die meisten können nicht arbeiten. Die meisten sind nämlich schon so lange in Hartz IV drin, dass die mit einem normalen Tagesrhythmus nicht mal rumkommen. Und deshalb war mein Konzept ja schon die ganze Zeit, wenn wir dieses Bürgergeld weiterfahren. Ich meine, wir können die ganze Zeit von Utopia reden, aber ein Punkt, wo wir halt wirklich dieses Land verbessern können, ist, indem wir das einfach einführen, dass wir ein gewisses Maß, das klingt jetzt natürlich wieder ein bisschen hart, an Zwangsarbeit mit reinmachen. Dass diese Leute arbeiten, dass diese Leute für den Staat arbeiten, dass die Leute Parks aufräumen, dass die Leute die Straße aufräumen, irgendetwas. Die brauchen eine tägliche Beschäftigung, weil sonst kommen die nicht dahin. Ja, die werden sie sich suchen, wenn sie kein Geld bekommen. Versprochen. Wenn sie kein Geld bekommen. Ach so, wollen wir jetzt amerikanische Verhältnisse hier einführen oder was? Oder was will er? Meine Güte. Also ich kenne keinen einzigen Hartz-IV-Empfänger, der in irgendeiner Form glücklich ist mit der Situation, sondern alle würden sich lieber heute als morgen wünschen, dass sie wieder einen Job haben. Und wenn es nur eine einfache Arbeit wäre. Das Problem ist ja, dass viele das ja auch gern machen würden, nur die haben ja den 1-Euro-Job schon angesprochen. Wenn du dann täglich den Park kehrst oder was weiß ich, etwas für die Stadt tust und dann vielleicht 400-500 Euro tatsächlich verdienst auf die Art und Weise, dann darfst du nur 120 Euro davon behalten. Den Rest sackt der Staat wieder ein. Und dann sagen natürlich viele, ja, was soll ich jetzt jeden Tag so viel da arbeiten, wenn ich dann am Ende nur so einen minimalen Betrag davon übrig behalten darf. Das ist ja das Problem, dass bei eben Hartz IV die Verdienstmöglichkeiten eben so gering waren, dass ihm das meiste sofort wieder abgenommen wurde. Ne, und man erstmal sein bitter Erspartes, was man über Jahre sich angespart hat fürs Alter, erstmal aufbrauchen muss, dass man die Rentenversicherung auflösen muss und was weiß ich alles. Alles, was man sich auf die hohe Kante gelegt hat, erstmal aufgeben muss, bevor man denn überhaupt Hartz IV bekommt. Also was soll denn das? Das ist doch völlig an der Realität vorbei, was die für Vorstellungen haben, wie Hartz-IV-Empfänger ticken. Da wird es sicherlich einige geben. Einer hat schon Arno Dübel hier genannt hier im Chat, klar. Aber das ist doch nicht der Normalfall. Entschuldigung, also wirklich. Verspreche ich dir. Sobald da kein Geld mehr vom Staat kommt, haben die sofort eine Beschäftigung. Die brauchst du denen auch nicht aufzwingen. Du die brauchst haben denen alle eine Beschäftigung. Ich kenne die ganzen Pappenheimer. Was denkst du? Jetzt mal ganz ehrlich, log dich mal in World of Warcraft ein und frag mal mittags um 12, ja, wer von euch hat denn alles Urlaub? Also. Ja, und die spielen World of Warcraft, weil sie sich langweilen den ganzen Tag, weil sie halt keinen Job haben. Da ist es ihnen verboten, World of Warcraft zu spielen, wenn sie arbeitslos sind oder was? Ja, mein Gott. Aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass sie sich trotzdem vielleicht um einen Job nebenbei bemühen und Bewerbungen laufen haben. Was ist denn das für ein Unsinn? Was ist denn das? In was für Kategorien denken denn diese drei Typen, ehrlich? Also es wird ja immer bekloppter, also ehrlich. Man muss sich drüber nachdenken. Wie viel? 8 Millionen aktive Spieler? Ja, Alter, natürlich. Die suchen sich eine bezahlte Beschäftigung, wenn sie halt nicht mehr voll alimentiert werden. Das ist, du brauchst keine Zwangsarbeit. Zwangsarbeit ist was ganz. Niemand wird hier voll alimentiert. Das war vielleicht früher mal so, aber seit wir Hartz IV haben, ist das doch gar nicht mehr der Fall. Meine Güte. Was ganz Furchtbares. Ja, weil du musst auch die Möglichkeit haben, einfach nicht arbeiten zu gehen. Zwangsarbeit, die Sache ist, wenn du dieses staatliche Geld haben willst. Das sollte es aber nicht geben. Und bevor du hier in Deutschland Zwangsarbeit hast, hast du runtergefahren. Das ist schon wieder zu weit weg. Das steht. Nee.
Zwangsarbeit nein. Kannst du sofort. Merkt ihr was? Der Oliver Flash, der hält sich ganz raus bei dem Thema. Der sagt dazu nichts, weil er nämlich selber auf Mallorca, glaube ich, in der Hängematte liegt, ne? Auf Kosten des Steuerzahlers, oder? Oder macht er irgendwas? Ich weiß es nicht. Will ihm nicht Unrecht tun. Aber wovon redet der denn? Wovon lebt der denn eigentlich? Macht er was? Da in Spanien, arbeitet der irgendwas? Wisst ihr was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die meinen immer nämlich andere und nie sich selber, komischerweise, ne? Mit NS verbinden. Das garantiere ich dir, dass es... Was macht Dänemark gerade, Alter? Wie willst du Dänemark mit NS verbinden? Nein, aber in Deutschland... Ja, alle Länder machen Sachen, die Deutschland gerade nicht macht. Deutschland macht immer die schlechtesten Sachen als einziges, aber... in Bücher. Dänemark ist es so, dass du jetzt diese... Was heißt Bücher? Was heißt das? Schreibt er welche? Oder vertreibt er welche? Oder was macht er? Oder ist er so ein dubioser Typ, der in Asien Billigbücher schreiben lässt und dann damit sein Geld verdient, oder was? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Beförderung nur bekommst, wenn du was für den Start tust. Ja, und jemand, der Bücher schreibt, der kann ja auch mittags sich Zeit nehmen, um World of Warcraft zu spielen. Ne? Das muss man, ist ja nicht gezwungen, sozusagen zu den normalen Arbeitszeiten dann zu arbeiten, wenn man Bücher schreibt. Auch hier sehe ich wieder die Gefahr, so gerade Unternehmen, die sich im kleineren Bereich, so Gärtnerei und sowas, den nimmst du halt Aufträge weg damit, ne? Das ist halt auch, das hat ja auch immer noch eine Kehrseite, womit? Das Ganze. Also nimm denen einfach das Geld weg, weil das ist in Ordnung, aber wenn Zwangsarbeit ist, furchtbar, das kannst du doch nicht machen. Ist es nicht Zwangsarbeit, das ist ein Quid pro Quo. Also wenn du das staatliche Geld haben willst, dann musst du was dafür tun. Ja, ansonsten kriegst du gar nichts. Der kann ja doch Geld vom Unternehmer nehmen, da muss er auch was dafür tun, nur dass der Staat... Beim Unternehmer ist es halt so, dass du niemanden einstellst. Jetzt mal ganz ehrlich, als Unternehmer würdest du jemanden einstellen, der 10 Jahre lang auf Hartz IV war? Klar. Habe ich schon mal gemacht, dumme Idee. Also ich würde das machen, wenn es keinen Kündigungsschutz und so gäbe. Dann würde ich genau, mir das und da musst du den Kündigungsschutz für diese Leute aufheben. Oh nein, ich würde den Kündigungsschutz insgesamt aufheben. Mein Gott. Ja, ich auch. Das ist sowas, so klischeehaft und so schwarz-weiß-denken, was die hier gerade offenbaren, also ehrlich. Die so einfach, so, die Welt ist deutlich komplizierter, als wie sie hier dargestellt wird von den dreien. Also oder von den beiden, besser gesagt. Er da oben schweigt sich ja aus. Die Kündigungsfrist. Ja, nee, Frist nicht. Also Frist würde ich nach Vertrag machen. Wenn du einen Vertrag unterschreibst, der ohne Kündigungsfrist ist, dann musst du damit leben. Und wenn du halt keine Kündigungsfrist im Vertrag hast, dann kann er dich von heute auf morgen. Jetzt pass auf. Nun, es gibt auch Gründe, warum es eine Kündigungsfrist gibt. Meine Güte, dass wir kein Hire and Fire haben. Das hat auch Gründe und das ist auch gut, das ist auch eine Errungenschaft unseres Sozialstaates. Meine Güte. Also ehrlich. Ich hatte in meinem Betrieb, da ich unter 10 Vollzeitangestellte war, zählt das als Kleinbetrieb? Und ja. Da ist es so, dass ich nicht an die an den Kündigungsgrund gebunden bin. Ich kann kündigen auch ohne Grund. So, ja. Konnte ich bei jedem dann machen. Ich habe trotzdem Leute eingestellt, die aus solchen Bereichen kommen. Und trotzdem habe ich massiv Geld verloren. Außerdem, der Kündigungsschutz gilt ja für beide Seiten. Der gilt ja auch für das Unternehmen. Du kannst ja genauso haben, dass ein Arbeitnehmer, der ja sagt zu dir plötzlich... mitten im Monat, ja, ich habe übrigens jetzt einen neuen Job gefunden, ich fange da morgen an, ich komme morgen nicht wieder, tschüss. Und dann stehst du da als Unternehmer und denkst so, ja, super, und wo soll ich jetzt so schnell einen Ersatz herbekommen? Ich brauche hier jemanden im Unternehmen, was mache ich denn nun? Das gilt ja auch für die, das ist ja auch ein Schutz fürs Unternehmen, das ist ja nicht nur ein Schutz für den Arbeitnehmer. Also was ist, also Entschuldigung, also es muss halt gewisse Regeln auch geben, dass beide Seiten sich auch darauf einstellen können, wenn es einen Arbeitsplatzwechsel gibt oder wenn jemand das Unternehmen verlässt. Ne? Also du hast eine Einarbeitungszeit, du brauchst jemanden, den du da abstellst, dass die Leute eingearbeitet werden und nach 4 Monaten, wo du denkst, okay, der ist jetzt auf dem Weg, dass es ein richtiges Ding geht, kommt er auf einmal nicht mehr. Ja. Ja, das ist schon, ja. Das stimmt, es ist schwierig, aber wie gesagt, er kommt ja nur nicht mehr, weil er die Option der Staatsknete hat. Wenn die Option weg ist, ich schwöre dir, er bleibt, schwöre ich dir bei Gott. Ja, das auf jeden Fall. Kann auch woanders hingehen, gibt genug offene Stellen. Die Staatsknete ist doch nicht die Alternative, sondern die Alternative ist ein anderer Job, der vielleicht attraktiver ist und der wo man mehr Geld verdienen kann. Ja. Das ist eine... Sache, aber wir werden den Sozialstaat nicht komplett aushebeln. Ich denke mal, das Prinzip, das Dänemark gerade macht,
es wäre effektiv besser, dass die Leute halt da dran kommen. Aber wie gesagt, also sie setzen sich halt in ein Loch ein. Es ist besser als das, was wir jetzt haben, schlechter als das, was ich vorschlage. Können wir uns darauf einigen? Ja, genau, aber wie gesagt, Utopia bekommen wir leider nicht. Was haben denn die für Betriebe? Das würde mich mal interessieren. In welcher Branche, was machen die? Weil sie beide ja so tun, als wenn sie so honorige Arbeitgeber wären. Was machen denn die genau? Weiß das jemand? Hat da jemand Informationen? In welcher Branche? Sind Handwerksbetrieb oder was? Oder was machen die? Was machen die denn? Deutschland ist so ein Shithole, dass das, was du gerade gesagt hast, für mich schon wie Utopia klingt. Okay, machen wir weiter. Na, Zwangsarbeit ist tatsächlich Utopia, obwohl ich glaube, wir hatten doch mal... Ja, können wir mit dem Zwangsarbeitbegriff, es ist ein Quid pro Quo, also... Das ist der Begriff, den du reingeführt hast. Ja, natürlich ist es Zwangsarbeit in dem Sinne, weil es ist ja Erpressung desjenigen, der staatliche Unterstützung braucht. Du kriegst das Geld nicht einfach so, du musst dafür was machen, sonst kriegst du das Geld nicht. Ja, das ist ja genauso, als wenn er irgendwo in einem Betrieb arbeiten würde. Dann gibt es da keinen Unterschied. Chris ist Maschinenbau, okay? Der war vielleicht ein bisschen zu offensiv. Diese 1-Euro-Job-Geschichte, die war doch sowas ähnliches. Na. Wieso nicht? Nee, so. Das ist. Ich glaube, die 1-Euro-Jobs waren auch freiwillig. Nee, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, dass die freiwillig waren. Nee, das müsste Nicoletti mal recherchieren, bitte. Das Bürgergeld waren die ist freiwillig. Übrigens 502 Euro. Gut. Und Tom hat hier noch etwas geschrieben, was auch wieder so ein bisschen links angehaucht ist. 1% Börsenumsatzsteuer und ein Grundeinkommen von 1.000 Euro ist finanziert. Bester Start für Leute, um sich damit eine Selbstständigkeit aufzubauen. Ich denke, wir alle drei sind ganz, ganz große Gegner vom bedingungslosen Grundeinkommen, oder? Ja. Das bin ich auch, in der Tat. Zweifelsohne. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, ohne dass du einfach Geld druckst. Also ich verstehe dieses Konzept halt immer noch nicht. Ja, vor allem ist der Bedarf ja gar nicht da, weil wir haben ja, wie gesagt, was ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt habe, mittlerweile die Situation, dass es so extrem viele offene Stellen gibt und händeringend Arbeitskräfte gesucht werden in verschiedenen Branchen, in der Gastronomie, in der Pflege, in Handwerksberufen und so weiter. Wenn man jetzt noch ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dann ist das ja noch mehr, lenkt der Staat das ja noch mehr in die Richtung, dass Leute noch weniger bereit sind zu arbeiten. Das wäre ja völliger Irrsinn. Ne? Ich war vor kurzem in Celle, da habe ich eine Freundin besucht, die dort wohnt, und wir sind an einem Restaurant vorbeigekommen und haben tatsächlich ein Schild draußen gesehen, was draußen dran stand an dem Restaurant: Wir können heute nicht öffnen, weil wir leider keine Arbeitskräfte haben für heute. Und da habe ich so gedacht, so, das ist ja wirklich interessant, ne? Das ist ja völlig absurd, in was für eine Situation wir da jetzt mittlerweile geraten sind. Das ist das Gegenteil der Massenarbeitslosigkeit. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht, dass sich das Ganze mal umkehrt? Hat doch kein Mensch dran gedacht. Selbst wenn man es finanzieren könnte, halte ich es für absolut falsch, weil es halt die Leute nicht dazu animiert, irgendwie ihren Arsch hochzubekommen. Naja, das Grundeinkommen ist mal vor 10, 15 Jahren als Idee entwickelt worden, weil man davon ausging, dass die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und der Arbeitsplätze und so weiter dafür sorgt, dass die Massenarbeitslosigkeit immer größer würde, weil uns sozusagen immer mehr Maschinen und Computer die Arbeit abnehmen und es gibt irgendwann keine Arbeitsplätze mehr. Das war so die Utopie, die damals dahinter stand, oder die Befürchtung, die dahinter stand. Das hat sich aber als falsch erwiesen. Wir haben so viel Arbeit befindliche Menschen wie noch nie in diesem Land. 45 Millionen, glaube ich, mit sozialversicherungswichtige Arbeitsplätze. Das hat es noch nie vorher gegeben. Und wir haben obendrein eine Masse an offenen Arbeitsstellen, die nicht besetzt sind. Also insofern ist die Grundvoraussetzung für die Idee des Grundeinkommens ist nicht eingetreten. Und deswegen ist es einfach Quatsch, darüber noch weiter zu diskutieren. Die Utopie oder die Dystopie, die dahinter stand, ist zum Glück nicht Realität geworden. Und die Selbstständigkeit, Tom, sieht zum Beispiel auch darin aus, dass zum Beispiel irgendwie einer von der Antifa, für den ist das dann halt politische Arbeit, die lässt sich dann schön vom Steuerzahler finanzieren. Nee. Das ist in der Natur. Der Mensch braucht Anreize. Ja, natürlich brauchst du Anreize, aber wir haben diese Leute halt jetzt schon kaputt gewirtschaftet, indem sie
einfach zu Hause bleiben. Ist euch klar, dass die meisten Leute vom Jobcenter, also die Leute, die diese Sanktion noch bekommen haben, die gibt es ja jetzt nahezu nicht mehr durch das Bürgergeld, aber die Leute, die Sanktion bekommen haben, das waren die, wo man noch Hoffnung hatte. So, ja, ja. Also, die Leute... Mein die Gott, wir haben eine 5% Arbeitslosigkeit in Deutschland, das konstant seit ungefähr 2-3 Jahren oder sogar noch länger, obwohl wir wird in einer wirtschaftlichen Flaute uns befinden und eine 10% Inflation haben. Vor 20 Jahren wären wir schon längst bei 10% Arbeitslosigkeit. So, wo ist denn bitte euer Problem? Der tut ja gerade so, als wenn es ein Massenphänomen wäre mit Hartz IV. Das gibt doch mittlerweile so wenige Hartz IV-Empfänger in Deutschland. Es werden doch immer weniger. Das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Warum muss man jetzt so auf die Ärmsten der Armen hier noch eindreschen und so tun, als wenn Hartz-IV-Empfänger faule Säcke sind, die nur den Staat abzocken? Meine Güte. 5% Arbeitslosigkeit, das ist fast schon Vollbeschäftigung, die wir haben. Weil es immer Menschen gibt, die natürlich auch einen Arbeitsplatzwechsel vornehmen oder die vielleicht nicht arbeiten können aus bestimmten Gründen oder was weiß ich. Da gibt es ja ganz, oder was es da immer auch für Komponenten gibt. Die hängen sich hier auf an so einem Thema, was überhaupt nicht mehr relevant ist im Grunde genommen. Jedenfalls nicht, was den Staatshaushalt angeht. Die ich kenne, die haben das alle so gedeichselt, dass die schon mit 24 vom Jobcenter nicht mehr angeschrieben wurden. Die haben schon damals das Bürgergeld bekommen. Ja. Die haben das so, einfach so gedreht, dass die hatten keine Lust mehr, den Sanktionen zu verhängen. Und der andere Scherz daran ist, was kennst du denn für Leute? Also ist ein Bavü, ist es halt. Du bekommst, wenn du halt ein hoffnungsloser Fall bist, aber vielleicht auch noch arbeiten kannst, bekommst du einen Job beim Jobcenter. Die nehmen ja ihre eigenen Leute, um sich gegenseitig zu quälen. Also, gut, von mir aus. Christoph schreibt, ein Eurojob war Pflicht, sonst gab es Sanktionen. Ja, es gab Sanktionen, aber wie gesagt, man konnte sich da raus deichseln. Gelber Schein vom Arzt, ne? Gelber Schein vom Arzt. Ja, das hast du immer wieder gebracht und so weiter. Oder du bist denen halt massiv auf den Sack gegangen. Da gab es einige Möglichkeiten. Und dann haben sie dich halt in diesen Status gesetzt, okay, nicht vermittlungsfähig, dann wird auch nicht mal angeschrieben. Also ja, ja. Die Leute sitzen dann zu Hause, bekommen dann die Kohle und dann fangen sie an, mit Drogen zu dealen oder, keine Ahnung, in World of Warcraft irgendwie Sachen zu erfahren. Oh, sag mal, oh, Leute. Was, also ihr solltet mal weniger irgendwelche Schwurbelseiten lesen und irgendwelche schlechten Filme gucken oder was weiß ich, oder irgendwelche schlechten Dokus gucken. Was habt ihr denn für eine Vorstellung davon? Also wirklich, das ist doch ein solcher Unsinn. Das hat doch mit Hartz-IV-Empfängern überhaupt nichts zu tun. Das sind maximal Einzelfälle, von denen wir hier reden. Die tun gerade so, als wenn es ein Massenphänomen gäbe, dass Hartz-IV-Empfänger alle faul sind, in der Hängematte liegen, lachen, World of Warcraft spielen, rauchen und saufen. So ein Blödsinn, also wirklich. So ein Quatsch. Und das dann zu verkaufen, Steuergeld. Ja, ja, es gab ja auch den Klassiker der erzwungenen Bewerbung, wo die Bewerbung dann mehr Rechtschreibfehler drin hatten, als wenn mein 8-jähriger Sohn sie schreibt. Also das funktioniert natürlich alles nicht. Das ist, ich verstehe das aber auch. Also das ist, wenn du dich erstmal damit abgefunden hast, mit der Summe Geld zu leben, dann ist das eigentlich ein ganz bequemes Leben, glaube ich. Also wachst morgens auf oder auch nicht, wen juckt. Ich könnte, weiß ich nicht, glaube ich, wenn ich da nicht so eine Scham vor hätte, hätte ich da, glaube ich, auch reingeraten können. Was? Ich habe mir das auch schon gegönnt, also warum dann auch nicht? Also ehrlich. Pass auf, ich erzähle euch mal eine private Geschichte, okay? Gerade zu dem Thema. Oder wollen wir weiter Erwin gucken? Ja, bitte ruhig. Pass auf. Ich war mal zwischen zwei Jobs. Ich habe zu meinem Arbeitgeber, bei dem ich aufgehört habe, habe ich gesagt, hey, weißt du was, mach's doch so, schreib du mir die Kündigung, war mit dem gut. Ich habe gesagt, schreib du mir die Kündigung, anstatt dass ich kündige. Und mach das so, dass ich dann noch einen Monat vorher habe, weil dann gehe ich jetzt noch zum Amt und schröpfe noch schön den Staat. Ich habe ja auch einbezahlt. Warum denn auch nicht? Dann nehme ich es auch wieder raus. Ja. Und dann bin ich da hingegangen zum Arbeitsamt damals. Die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt übrigens. Aber noch nie live, glaube ich. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen und habe dann gesagt, hey Leute, pass auf, folgendermaßen. Ich bin jetzt für einen Monat arbeitslos. Hier ist mein Arbeitsvertrag für nächsten Monat. So, aber ihr müsst mir diesen Monat überbrücken. Das ist Gesetz. Gebt mir mein Geld, das ich reinbezahlt habe, wieder zurück. Keine Chance. So, wie keine Chance? Also, ist es,
Ich hatte das 2 Wochen und bis die Papiere durch waren, war ich schon 3 Monate wieder an Lohn und Brot. Ja, ja, klar, aber ich habe das Geld. Kriegst du das doch rückwirkend auch bezahlt? So Quatsch, wieso hat man da keine Chance? Man hat ein Anrecht darauf, wenn man 1 Monat arbeitslos ist, dass man dieses Arbeitslosengeld auch für den Monat bekommt. Was ist denn das für ein Quatsch? Die sind zu blöd, Formulare auszufüllen wahrscheinlich. Und dann hinterher ist der Staat dann schuld, oder was? Das kriegst du ja rückwirkend. Du hast einen Anspruch darauf. Natürlich. Ja, ja, habe ich auch bekommen. Für 2 Wochen rückwirkend. Aber jetzt, ja? wenn du jetzt tatsächlich spitz auf Knopf, und das gibt es ja sehr, sehr viele, die keine Rücklagen bilden können. Und bei mir war es damals auch knapp, weil es, da hatte ich 3 Monate als Geselle gearbeitet. Das war, bevor ich dann meinen jetzigen Job begonnen habe. Meine Rücklagen waren jetzt auch nicht so dick, ne? Und wenn du wirklich spitz auf Knopf bist, dann verschuldest du dich in der Zeit erstmal, ne? Das ist halt einfach so. Hast du gar nicht. Ja, ja, das schon, aber für 1 Monat ist ja egal. Ich habe jetzt letzte gehabt, dann hätte ich jetzt bis am Ende vom Monat bekommen. Und 1 Monat sollte man überbrücken können in Deutschland, wenn man Vollzeit gearbeitet hat. Auf jeden Fall, ich bin da hingegangen und habe gesagt, hey, so sieht's aus, ihr müsst mir das jetzt zahlen. Was ist los? Und dann haben die gesagt, ja, haben Sie recht, Herr Enger? Aber machen Sie es doch so, ich gebe Ihnen diese 3 Stellen mit, bewerben Sie sich da mal. Vielleicht bekommen Sie sogar noch ein besseres Angebot. Einfach nur so, dann ist es bei uns in den Akten drin. Habe ich gemacht, habe dann einen Termin bekommen zum 28. des Monats. Also Ende des Monats sollte ich dann einfach nochmal da hintraben. Gaudi habe ich mir einfach gegeben, bin da hingegangen. Habe mich da, bin auf diese Tür zugelaufen. Du bekommst da so einen super Zettel, wo da draufsteht, wo du überall hin musst. Hab dann dort geklopft, hab die Tür aufgemacht, als die Uhr umgeschalten hat auf, keine Ahnung, 13 Uhr, wenn der Termin war. Da werde ich auf einmal von dieser werde ich da rausgebrüllt, ich hab noch keine Zeit! Dann saß ich da. Hab mich vor den Stuhl, also auf den Stuhl vor diese Tür gesetzt. Hab gehört, wie die aggressiv halt rumtippt. Gegenüber ist eine Familie nach der anderen, ich habe die Geschichte Dings erzählt, guckst dir, ob ich sie erzählt, da sagt es gerade, ist eine Familie mit besonderen Merkmalen nach der anderen reingegangen in das Büro gegenüber und es war immer das Gleiche, dünne Wände, du hast alles gehört. Immer so, ich nichts verstehe, wo mache, unterschreibe für Geld. Ach, jetzt kommt der auf der Ebene wieder. Da mache, unterschreibe. Ja, okay, mach ich. Ach, deine ausländerfeindliche Scheiße, wollen wir jetzt hier nicht hören. Nächste Familie, nächste Können wir bitte Familie. Mal den Stream jetzt weitermachen? Ich saß da, paar Minuten. Ja, ja, genau. Interessant. Ja, ich muss speziell beantragen, wenn ich sonntags frei habe. Das ist ja nicht auszuhalten. Ja, genau, das ist ja natürlich. Dann lernst du es ja auch hier zu wertschätzen. Ja, ja. Schon richtig. Ja, diese Pissjobs hatte ich auch, als ich jung war. Und ihr habt völlig recht, es ist gut, die mal gemacht zu haben, um eben zu wissen, wo man nicht mehr hin will. Gut, wir schauen mal wieder noch ein bisschen weiter rein beim Erwin und beim Holger. Ja, würde ich auch sagen. Das ist Straßenschlachten mit der Polizei und so weiter. Gut, aber du würdest das nicht an Ethnie festmachen? Nein. Ich würde sagen, dass die Ethnie sicher was dazu beiträgt auch. Unter anderem zum Beispiel, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund ausgebeuteter sind grundsätzlich in den Ländern. Wann beuten wir die aus? Die machen doch gar nichts. Womit beuten wir die aus? Na naja, gut, es ist ja ein Quatsch, dass man sagen könnte, dass die alle nicht arbeiten. Das ist Quatsch. Ah, ja, aber die werden nicht mehr ausgebeutet als alle anderen auch. Was er immer noch nicht begriffen hat, alle in Deutschland werden ausgebeutet, weil sie bis zu 70% Steuern und Abgaben bezahlen. Die 70% der Syrer arbeiten nicht, die seit 2015 hierher gekommen sind. Die werden viel weniger ausgebeutet, weil sie halt Wo hast ausbeuten. Du denn die Zahl her? Das ist doch der Punkt. So jeder vierte. Also gut, ich meine, ich weiß ja, ich bringe ja immer gerne die 5 afghanischen Flüchtlinge als Beispiel, mit denen wir den Film gedreht haben 2017. Könnt ihr euch noch daran erinnern, die MG-Zuschauer. Und ich habe ja noch Kontakt zu denen. Alle 5 sind in Lohn und Brot. Das sind einfache Jobs, die sie machen, gar keine Frage. Die arbeiten nachts. Harte Arbeit machen die. Die arbeiten auf dem Obst- und Gemüsemarkt, die arbeiten, was weiß ich, in irgendwelchen Fabrikhallen am Band oder was weiß ich, sind einfache Jobs, aber die arbeiten alle. Also das ist ein solches Klischee, immer zu sagen, naja, die wollen doch alle nur unser Sozialsystem ausnutzen und die tun doch nichts, die sind doch alle faul. Das ist Quatsch. Das ist einfach Blödsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Syrern anders ist. Und das ist auch eine Ebene, die ich auch wirklich bodenlos finde. Auf der gesellschaftlichen Ebene
auf der, was die unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründe angeht, da bin ich schon eher dabei, weil ich sage, das ist für eine Gesellschaft schwierig, wenn man da sozusagen die Leute aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen alle so zusammenwürfelt und dann, das kann eben zu zunehmendem Zündstoff in der Gesellschaft werden. Aber ich würde niemals jetzt irgendwie Syrern oder Afghanen und pauschal unterstellen, dass die alle nicht arbeiten wollen und alle faul sind. Mein Eindruck ist eher, dass die alle gerne arbeiten würden und das auch übrigens aus ihren Heimatländern so kennen, dass sie dort hart gearbeitet haben. Das ist doch Unsinn, sowas. Syrer ist in einem Arbeitsverhältnis und ihr, also er ist nicht arbeitssuchend und ihr wisst ja, wie das Arbeitsamt normalerweise agiert. Sobald die Zahlen irgendwie sind, dann schicken die in Schulungen oder so, um die Zahlen zu schönigen. Also krank. 75% nach der Schönigung ist schon eine harte Hausnummer, die nicht arbeiten. Krank sein zählt auch als Beruf, ne? Das muss dazu gesagt werden. Und man darf nicht vergessen, wie viele von denen in psychologischer Behandlung sind und deshalb krank. Also nicht arbeitslos bedeutet nicht arbeiten. Das ist wichtig. Ja, das ist. Aber das ist das System fährt man ja schon seit Jahren. Übrigens haben das früher Linke angekreidet. Ich habe diese Kritik an den Arbeitslosenzahlen das erste Mal von Gregor Gysi gehört. Heute, wo das ein anderes Klientel in erster Linie trifft, wird diese Kritik natürlich nicht mehr gebracht. Ja, Asylanten dürfen gar nicht arbeiten. Ja, gut, dann ist es aber nicht Schuld der Asylanten, sondern es ist ja Schuld des Staates, wenn sie nicht arbeiten dürfen. Das kannst du ja den Asylanten nicht anhängen. So, aber diese 5 Afghanen, die ich gerade als Beispiel genannt habe, die ich kenne, die sind ja alle anerkannt und die dürfen arbeiten und das tun sie auch. Und es gibt viele andere Beispiele auch, die ich kenne, die alle in Lohn und Brot sind. Einige haben sie auch selbstständig gemacht, versuchen hier vielleicht mit einem kleinen Geschäft, irgendwie mit einem kleinen Gemüseladen oder irgendwas sich ein Leben aufzubauen. Das ist einfach Unfug. Also ich habe noch niemals, also man kann über Syrer und Afghanen und Leute aus dem Iran und was weiß ich, aus diesen Ländern viel Kritisches sagen, was ihr Weltbild angeht, was ihr Frauenbild angeht, ihr Bild angeht, was Lesben und Schwule angeht und Transgender-Menschen, sind die alle total intolerant und sind da total, ist eine ganz, ganz schwierige Ebene, mit diesen Leuten über diese Themen zu sprechen. Aber ich habe die noch niemals als massenhaft faul empfunden. Tut mir leid. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind alle sehr arbeitsam und sind alle sehr bereit, auch harte Jobs anzunehmen. Also das tut mir leid. Das kann ich nicht bestätigen. Und ich kenne auch keine Statistik, die das sozusagen bestätigt. Kind Gottes, ich soll deine Frage beantworten. Bitte nochmal einstellen. Ich komme hier nicht immer hinterher. Musst du als Superchat stellen, sonst wird die nicht beantwortet. Ja, Superchats haben wir heute nicht. Ein Ärger. Heute keine Superchat-Abzocke. Verdammt. Weil sie einfach sozusagen, du musst einfach schlechtere Jobs machen, weil du die Sprache nicht kannst, wenn du keine Connections hast. Wenn du einfach in ein Land kommst und... Das ist aber eine Frechheit auch, dass du schlechtere Jobs machen kannst, wenn du die Sprache nicht kannst. Also eben, oder weil du nicht qualifiziert bist, das ist doch völlig logisch, da musst du zu Hause bleiben. Die beschweren sich ja gar nicht darüber. Also ich kenne, wie gesagt, wirklich ein paar Flüchtlinge, auch über die 5 Afghanen hinaus. Keiner von denen beschwert sich darüber, dass der Job schlecht bezahlt ist oder dass sie irgendwie jetzt hier nicht kein Traumgehalt bekommen. Die sind alle dankbar dafür, dass sie arbeiten können. Die sind alle bescheiden. Die machen das auch für einfaches Geld. Die sind einfach erstens froh, dass sie gebraucht werden, dass sie einen Job haben und dass sie irgendwie zurechtkommen und dass sie hier in Deutschland eben leben können und hier trotzdem auf einem ganz anderen Lebensstandard leben können, als sie das gewohnt waren aus ihrer Heimat. Die beschweren sich überhaupt nicht. Das ist einfach dummes Zeug. Deswegen, die sagen da gar nichts dagegen. Die akzeptieren das total. Also es wird ja jetzt so getan, als wenn sich Syrer und Afghanen darüber beschweren, dass sie nur einfache Jobs machen können, weil sie auch die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Das tun sie nicht. Also, das gibt's doch überhaupt nicht. Also mit zu Hause, wenn ich zu Hause in der deutschen Wohnung, sondern im Heimatland. Ja, da muss ich so ein bisschen an Hip-Hop-Hood denken, wo der eine Schwarze da zum Arbeitsamt geht und der Gehaltsvorstellung 1 Million Dollar. So, weißt du, keine Qualifikation, nichts drauf, kommt im Puschen dahin und aber die Gehaltsvorstellung steht, ja.
Ja, warum leitet der eigentlich nicht VW, wenn er gerade aus Syrien gekommen ist? Das verstehe ich also nicht. Ich kenne. Das ist sowas von dumm und sowas. Also der bezeichnet mich als dämlich. Also das, also so dämliches Zeug habe ich wiederum selten gehört, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Das ist doch totaler Unsinn. Das sind Leute. Man kann es auch nicht pauschal sagen. Da mag es auch ein paar Faule dabei geben. Will ich gar nicht bestreiten. Aber soweit ich das höre und mitbekomme und auch eben auch eine Reihe von Leuten kenne, die selber Flüchtlinge sind oder mit Flüchtlingen zu tun haben, das sind alles Menschen, die sind sehr bereit zu arbeiten und das auch für kleines Geld. Die sind dankbar auch für kleine Jobs. Keiner von denen sagt, wieso verdiene ich in Deutschland nicht 1 Million? Das gibt's überhaupt nicht. Dummes Zeug ist das. Das ist einfach polemisches, rechtes Geblubber, was die hier vom Stapel lassen. Hat nichts zu tun mit der Realität. Ein paar von den Leuten, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind, da gibt es ja auch Ausreißer, die dann eine Ausbildung gemacht haben. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr auch so Fälle kennt, die Leute, die hierher gekommen sind, auch die Sprache schnell gelernt haben und auch eine Ausbildung gemacht haben und so weiter, die wollen mit den anderen alle nichts mehr zu tun haben, gell? Mit denen sie hergekommen sind. Ja, ja, das ist völlig klar. Die wollen ja, also das ist ja auch bei Ausländern so, die hier schon länger leben. Die wollen mit denen auch nichts zu tun haben. Es geht, wenn man will. Man muss nur wollen. Was geht? Obwohl, ich glaube, dass bei vielen will. Von den Jungs geht das IQ-technisch eben nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Ach, du also mein YouTube. Du bist ja auch so eine Intelligenzbestie, ne? Du bist das beste Beispiel dafür, für einen hochintelligenten Menschen, ne, Cowboy oder was? Niemanden ja. kennst, ja, wenn du keine Qualifikationen hast, dann ja, musst du halt Klos putzen und dann schaut scheiße aus. So. Und ich glaube, dass diese Leute sauer werden jetzt, die abgehängt und benachteiligt. Mhm. Ja. Ja, gut, also was wir jetzt. Nochmal, warum sind sie abgehängt? Warum sind sie benachteiligt? Warum sollten die jetzt sauer werden? Die können noch froh sein. Wie gesagt, wenn es ihnen natürlich nicht passt, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Also ich kann mich da überhaupt nicht mehr, wie gesagt, ich war ja früher selber links, aber so habe ich nie gedacht, ich kann mich da nicht hineinversetzen. Und wieso können die keine Klos putzen? Also das den tun Job gibt es ja schon länger, als es Migration in Deutschland gibt. Oder ja, doch. Ja, wer putzt denn bitte die Klos? Was ist denn, wenn ihr mal auf eine öffentliche Toilette geht? Irgendwo, auf dem Bahnhof oder irgendwo im Restaurant oder was weiß ich. Wer sind denn die Klofrauen? Sind das deutsche Frauen? Das sind doch im Wesentlichen muslimische Frauen oder was ich wo die herkommen. Das tun sie doch. Sie putzen doch die Klos. Sie putzen doch, damit wir einen sauberen Hintern haben, wenn wir auf Klo gehen. Dafür sorgen sie doch. Was ist denn das für ein Quatsch? Warum putzen sie nicht die Klos? Also ehrlich. Sag mal, was für eine Welt leben die eigentlich? Also zumindest in diesem... Die wollen das so sehen, weil es ihrem Weltbild, ihrer Ideologie entspricht, ihrer rechten Ideologie entspricht. Die sind nicht bereit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen, dass es nämlich so gar nicht ist. Sondern die reden sich hier gegenseitig in Rage und reden sich hier gegenseitig Quatsch vor und glauben das dann auch gegenseitig. Ausmaß. Wieso konnten Deutsche das? Wieso ging das immer? Wieso gab es Reinigungskräfte schon vor den Flüchtlingen? Ist ja nicht so, dass die Toiletten hier immer gewechselt wurden nach der Benutzung. Ganz im Gegenteil, wir haben sie schon vorher gereinigt. Und irgendwie hat das geklappt. In meiner Lehre habe ich das übrigens auch gemacht und ich habe das überstanden. Ja, also ich kann das jetzt nicht permanent als Hauptjob, aber die Toilette der Angestellten musste ich schon ab und zu mal reinigen. Und, das Auto vom Chef putzen. Ja, aber da musst du doch dann mehr die Deutschen fragen, warum sie die Jobs nicht mehr machen. Ja, kann man genauso fragen, warum sind immer weniger Deutsche bereit, einen Handwerksberuf zu erlernen, was ja viel dramatischer ist. Ne? Oder warum sind Deutsche nicht bereit, in Pflege zu gehen, Pflegeberufe zu erlernen? Das wird ja auch immer weniger. Dass man eben Leute aus Polen oder aus Osteuropa oder eben aus dem Nahen und Mittleren Osten holen muss, damit die das machen. Ne? Das ist doch eine Frage, die man den Deutschen dann stellen muss und nicht den ausländischen Kräften. Das ist immer schlimmer als die Toiletten zu nutzen. Habe ich auch gemacht. Also was du da alles unterm Sitz hervorgezogen hast, das war... Ja. War nicht schön. Mein Chef zum Beispiel hatte eine behinderte Tochter, eine ganz, ganz liebe. Und die war aber nicht allzu sorgsam mit den Lebensmitteln, die sie dann im Auto verspeiste. Und da hast du teilweise auch in Sachen reingegriffen. Da, uiuiui. Aber
Bei mir ging das. Also und ich habe dann auch keine Feuerlöscher auf Krankenwegen geschmissen, das, obwohl ich Klos geputzt habe. Also, Jungs, mal eine Frage. Wir haben die kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Oh Gott, Leute. Wo putzen muslimische Frauen die Klos? Das sind größtenteils Osteuropäerinnen, keine Afghanen oder Syrien. Woher weißt du das denn so genau? Also ich sehe öfter Klofrauen mit Kopftuch. Und mir sind nicht bekannt, dass das Osteuropäerinnen sind, die ein Kopftuch tragen. Jetzt 23 Minuten geschafft von über 1,5 Stunden. Ja. Wie lange wollen wir denn noch machen? Das ist schon viel zu lange. Ich habe Zeit, ich bin baufrei. Wir haben jetzt 1:39 geschafft von 2:51. Oh Gott. Du hast so viel gesagt, du musst morgen um 9 irgendwas muss machen. Muss ich meinen Sohn ins Krankenhaus fahren, um 9, ja. Okay. Gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Hast du ihn geprügelt oder was? In Berlin erlebt haben, war aber ja schon, wenn man sich die Tätergruppe anschaut, hat es ja durchaus einen sehr starken Einschlag von Leuten gegeben, die keinen deutschen Pass haben. Das ist ja auch statistisch schon so festgestellt worden, dass die von 145 Festgenommenen noch 100 keinen deutschen Pass hatten und 45 hatten einen deutschen Pass. Und von denen 11, auch was ich gehört habe, auch noch wiederum einen zweiten Pass nebenbei haben. Also jetzt nicht sozusagen biodeutsch, wie man so schön sagt, sind. Das muss man ja erstmal feststellen. Das kann man ja nicht einfach so beiseite wischen und sagen, das hat damit nichts zu tun. Ich will ja auch überhaupt nicht das jetzt nur auf das schieben. Sicherlich hast du recht, dass soziale Probleme natürlich massiv dazu beitragen, dass man das hier verhält. Aber ich sag mal so, warum ist denn der deutsche Hartz-IV-Empfänger Jugendliche nicht massenhaft auf der Straße gewesen, hat solche Randale gemacht? Ist ja genauso betroffen. Ich glaube, weil die eine andere Einbindung haben in die Gesellschaft und ich glaube, dass sie auch zum Teil eine Familie haben und verschiedene andere Sachen, die diese anderen Leute nicht haben. Na gut, also die klassische Familie gibt es ja nun gerade eher in muslimischen Kreisen, ne? Die sind ja gerade eher in familiäre Kreise eingebunden. Das gilt ja nicht speziell gerade für Deutsche. Das ist ja Quatsch. Da hat Erwin auch wieder Quatsch geredet. Weil als Migrant, ich bin ja selber... Statistisch gesehen haben die alle größere Familien als Deutsche. Ja, wollte ich gerade sagen. Da stimme ich den drei Herren ausnahmsweise mal wieder zu. ich schwanke so ein bisschen zwischen beiden Lagern. Die rühmen sich doch auch immer selbst damit, dass sie alle so zusammenhalten und so weiter und so fort. Also, die sind in ihre. Das habe ich gar nicht in Erinnerung, dass Erwin das gesagt hat. Da muss ich gerade abwesend gewesen sein. Sonst hätte ich ihm das ja sofort als Gegenargument gesagt. Dass doch gerade in muslimischen Kreisen es gerade große Familien gibt, in die man sehr eingebunden ist. Also weiß ich gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gehört habe. Da war ich mir den Gedanken wohl gerade woanders in dem Moment. Mein Gesicht sieht auch ein bisschen komisch aus gerade, wie ich da gucke. Ja, wenn man stundenlang diskutiert, dann hat man auch mal Phasen, wo man vielleicht etwas zwischendurch ein bisschen abwesend ist. In ihr Umfeld, in ihre Gemeinschaft viel mehr eingebettet. Ja, das sehe ich auch so. Ein Deutscher, oder? Wir sind doch voll disconnected von den anderen Familienmitgliedern. Diesen Stasi-mäßig verpetzen wir uns, wenn wir zu viele Leute an Weihnachten während Covid zu Gast haben und so. Ah ja, ist doch so. Also die meisten Familien sind doch zerstritten. Das ist ja so weit, dass selbst Funk das zu einem Meme macht. Ja, stimmt. Apropos Meme, weil der Bruce Lee schreibt gerade, ach Erwin, wir wollten ja sich heute über OBS ursprünglich, da hätte ich noch den wunderbaren Sketch eingespielt von Gerhard Polten, älterem bayerischen Kabarettisten, der von einem Erwin angerufen wird und der ganze Sketch geht, man hört nur ihn und er geht 3 Minuten und er wird ihn einfach nicht los. Man kennt das, wenn man irgendjemand trifft, auf den man gar keinen Bock hat, man will ihn unbedingt loswerden, sagt immer, okay, und geht über 3 Minuten. Würde ich beim nächsten Mal einspielen. Ich glaube, es wird hier noch einen zweiten Teil geben. Wir machen weiter. Oh Gott, bitte nicht drohen. Ehemaliger Flüchtling. Ja, ich bin als Flüchtling nach Österreich gekommen. Und man hat keine Familie, man hat niemanden, man kennt niemanden. Man ist irgendwie so vollkommen rausgerissen. Ja? Die Eltern arbeiten den ganzen Tag, du hast überhaupt keine Connection zu ihnen, du bist in einer anderen Kultur. Das heißt, mit Eltern kannst du sowieso nichts anfangen, die noch immer in einer alten Kultur festhängen. Das heißt, man spaltet sich von allen ab und ist komplett alleine. Die Eltern arbeiten den ganzen Tag. Da frage ich mich, wo lebt er? Nochmal, 50% der Türken in Berlin leben von Hartz IV. Wo arbeiten die den ganzen Tag? Ach, 50%. In Schleswig-Holstein haben 50% der Türken in Berlin leben von Hartz IV. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also zumindest kann man das statistisch belegen? Gibt es das irgendwo? Das kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen, dass die Zahl so hoch ist.
haben wir ein schönes oder einen schönen plattdeutschen Satz dafür, der nennt sich Ey, schütt mir dat Woger in der Ugen. Das sagt man so, wenn eine sehr, sehr traurige Geschichte erzählt wurde. Und da muss ich an der Stelle einfach sagen, also ich bin tief berührt. Meine Eltern haben nämlich nicht gearbeitet. Das waren natürlich Hartz-IV-Empfänger und die waren den ganzen Tag für mich da. Helikoptermäßig haben sie mich beaufsichtigt, morgens mit dem SUV zur Schule, wie man sich das so vorstellt. Genauso war es bei mir. Soll das jetzt gerade witzig sein oder was hat er jetzt gerade erzählt? Ich kann gar nicht mehr folgen. Schwachsinn. Gelassen. Und irgendwann nach ein paar Jahren wirst du dann einfach extrem frustriert. Du wirst extrem frustriert und fängst dann einfach um dich zu schlagen, weil du einfach jung bist und du weißt nicht wohin und du hast überhaupt den gesamten Kompass. Jeder Zweite lebt von Sozialleistungen. Taz 2008. Ja, 2008. Da hatten wir auch noch 5 Millionen Arbeitslose. Das kannst du auch nicht mit der heutigen Situation vergleichen. Also jetzt wird eine 15 Jahre alte Taz-Meldung wird rausgesucht. Ich glaube nicht, dass das heute noch gilt. Also insofern, die Erde hat sich weitergedreht. Noch was. Das geht doch vielen deutschen Kindern ganz genauso. Die Zeiten, dass nur der Vater gearbeitet hat und die Mutter zu Hause blieb, die sind doch lange, lange, lange vorbei. Also es ist einfach auch, wie oft bei den Linken, faktisch, sachlich, alles falsch, was der labert. Ja, wobei, und jetzt müssen wir nochmal drauf kommen, wie falsch das ist. Wenn in Neukölln irgendeine Minderheit rebellierte, dann wäre es die echte Minderheit, und zwar die Deutschen. Die sind da faktisch abgehängt, die sind da faktisch in der Alleinzahl und die haben da faktisch keine kulturelle Anbindung zur Masse der Neuköllner. Das heißt, wenn jemand da Grund gehabt hätte, wenn es überhaupt einen gibt, einen Feuerlöscher auf einen Krankenwagen zu werfen, dann wären es die armen Deutschen, gerade die armen deutschen Jugendliche und Kinder in Neukölln gewesen, die hier ja, das Recht dazu hätten, nach dieser Erklärungsvorlage. Nicker glaubt, ganz, ganz klugen Kommentar geschrieben zu haben. Zumindest sind sich lieb. Wie, der nennt sich jemand Nicker und das wird einfach so akzeptiert im Chat oder was? Das wäre auch schön. Libertären und die Linken darin einig, dass wirtschaftlicher Erfolg quasi alle Probleme, die wir haben, löst. Wie fühlt sich das an, wenn das Hufeisen zurückschlägt? Uff, ja, du wirst uns ja schon länger zugehört haben, auch schon die letzte Sendung. Ich meine, einfacher als zu sagen, wenn es kein Hartz IV mehr gibt, beziehungsweise nur noch für Kranke und Behinderte, ja, dann werden Millionen Menschen das Land verlassen und es kommen auch gar keine mehr her. Also, ach Gott, nee, Leute. Einfacher zu begreifen, geht doch gar nicht. Das hat so wenig mit der Lebensrealität dieser Menschen zu tun, wirklich. Also das ist so unsinnig und so blöd und so falsch. Also die haben von nichts eine Ahnung. Die haben so ein rechtes Stammtisch-Klischeebild, was sie da irgendwie zementiert haben und in ihrem Kopf drin haben. Das ist so ein Quatsch, also wirklich. Das ist absolut dummes Zeug, was die hier sagen. Dummes Zeug. Der Meinung bin ich auch. Aber ist mir übrigens auch neu, dass die Linken jetzt groß auf wirtschaftlichen Erfolg liegen. Ich meine, es sind die Linksgrünen, aber auch die Linke, ja, die Wirtschaft abbauen will. Ja, ist ja egal. Wirtschaft, ob nun gar kein Hartz IV oder jeder kriegt 5000 Hartz IV, ist doch egal, ist alles Wirtschaft. So meint er das. Ach so, ja gut, wenn er Umverteilung für Wirtschaft hält, dann hat er ja sowieso verloren. Was zerstört bekommen, ja. Und ich glaube, Einheimischen passiert das noch nicht. Die gehen anders damit um. Die haben trotzdem noch eine Oma da oder vielleicht einen Onkel oder Vater, Mutter, dies, das. So, ich glaube, dass das so eine Sache ist. Gut, vielleicht haben wir beide da auch ein Stück weit recht. Vielleicht spielt da vieles mit rein. Das können wir jetzt, glaube ich, hier nicht. Da müssen sich entsprechende Experten dran setzen und sich damit beschäftigen. Das werden wir beide heute Abend nicht lösen können. Jedenfalls hoffe ich, wenn diese Berliner Krawallnacht irgendwas Gutes hatte, denn wenigstens das hoffentlich da irgendwie jetzt auch etwas passiert und ein gewisses Aufwachen dadurch kommt. Gerade auch was eben die Politik angeht und den Umgang mit solchen Phänomenen. Ja, ich denke auch, dass es jetzt, wie du richtig sagst, die haben das jetzt zumindest angesprochen und haben das einfach gesagt. Ich finde, es war gut, wie sie das angesprochen haben, dass sie einerseits gesagt haben, hey, hier sind einfach Leute, die einen Migrationshintergrund haben, aber es gibt auch soziale Ursachen, sozioökonomische Ursachen dafür. Und ich finde es gut, beides zu benennen. Und man muss das halt eben aushandeln, ja. Und wir können das jetzt sehen. Leute, mach mal Pause ganz kurz. Ich kann nur meine Meinung. Kannst du 5 Sekunden zurück?
5 Sekunden zurück, warum? Mit der Pfeiltaste. Das ist jetzt, wie du richtig sagst, die haben das jetzt zumindest angesprochen und haben das einfach gesagt. Ich finde, es darf aber, ich finde, es war gut, wie sie das angesprochen haben. Dass sie einerseits gesagt haben, hey, hier sind einfach Leute, die einen Migrationshintergrund haben, aber es gibt auch soziale Ursachen, sozioökonomische Ursachen dafür. Und ich finde es gut, beides zu benennen. Und man muss das halt. Guck mal die Leute, die hier drin sind. Du hast Max Power, das ist einer von unseren YouTubern, der im Angerverse mit drin ist. Er hat sogar das AV hinten drin. Darunter ist Demos Kratos, das ist auch ein YouTuber auf unserer Seite. Und so weiter. Dieser Luigi ist bei uns auch auf dem Discord-Server. Er ist zwar für demokratische Betriebe, aber die Sache mit der Biologie versteht er auch mittlerweile. Ich kann dir diese ganze Liste hier runtersetzen. Es ist halt immer wieder lustig, das zu sehen. Wie gesagt, ich sage das öffentlich, aber er ist halt so arrogant, er versteht es nicht. Ach so, du sprichst gerade von seinem Chat. Ja, ja. Ah, okay, verstehe. Ja, ja, ja. Nicke hat nochmal gesagt, dass als die Osmanen kamen, hätte es noch keinen Sozialstaat gegeben. Nee, das stimmt nicht. Den gibt es schon weitaus länger. Also Sozialhilfe, ich will nicht sagen, gab es schon immer, aber schon. Ich glaube, der hat. Ganz kurz, ich glaube, der hat den Namen gewählt, damit du ihn immer wieder vorliest, dass er dich melden kann. Das kann sein. Das machen viele. Da gibt es auch ein paar Leute, die mir bei Kasper schon gebannt haben, die sich Keil nennen und als Vorwort das Wort für das Meer im Englischen. Wenn du es aussprichst. Aber das ist wenigstens kreativ. Aber er klingt mir nicht wie ein Troll. Oh Gott, Leute. Also, an dem keine Disziplin haben die. Keine Disziplin. Wir landen hier auf. Ich zwar gibt es die AfD und die Grünen. Und die Grünen haben halt mehrere Namen, aber unterm Strich ist es so. Und Niki ist jetzt für genau diese Aussage, Never Forget Niki, ist für genau diese Aussage vom Deutschlandkurier geteilt worden. Habe ich mich ein bisschen beleidigt gefühlt, muss ich ehrlich sagen, weil er Monate später auf diese Idee gekommen ist. Und ich nicht mal bei mir war sie neu, glaube ich. Aber naja, ich kriege mich nicht auf. Eines Tages bin ich auch ein Star. Ach so, Never Forget Niki und Deutschlandkurier. Sind wir jetzt auf in der Ecke gelandet? Okay, gut, dann wissen wir ja Bescheid, wo wir diese Herren verorten können. Also wer den Lostlöffel sogar ernst nimmt, dem ist nicht mehr zu helfen, würde ich sagen. Ja, so abgefuckte Sachen, abgegriffene Sachen zu verbreiten, das klingt tatsächlich nach ihm, ja. Okay. Achso, na, die scheinen ja auch eine kritische Haltung zum Lostlöffel zu haben. Immerhin. Und deswegen auch viele Leute die AfD wählen. Und ich sehe nur das Problem, dass die Leute, die sich denken, das wird es denen zeigen, wenn dann die AfD gewinnt. Aber das Problem ist, ich glaube, die AfD als neoliberale Partei wird nichts für die armen Leute machen. Und ich glaube, werden noch mehr abkacken. Und dieses hier werdet schon sehen, wird wie ein Bumerang zurückkommen. Das ist, was ich befürchte. Ja, klar. Ja, klar. Also es wird ja irgendwann wahrscheinlich auch, ich weiß nicht wann, dieses Tabu fallen, dass die AfD doch vielleicht mal irgendwann mit der Union zumindest Gespräche führen wird über eine Regierungsbildung. Ich würde behaupten, wahrscheinlich wird es so kommen, dass die AfD sich irgendwann spaltet, dass die ganzen ganz rechtsextremistischen Leute um Höcke, dass die sich alle abspalten und dass dann die AfD plötzlich sich so als legitimierte Regierungspartei verkauft. Und jetzt Schlimmste, was passieren kann. Ja. Ja, aus eurer Sicht ja, das verstehe ich. Weil das wäre der Anfang vom Ende der AfD. Aber so wird's doch kommen, ist doch klar. So wird es doch mittelfristig kommen. Die AfD, irgendwann knallt das da auseinander. Das liegt ja in der Luft schon. Weil dann wird es übernommen. Dann holen sie sich die ganze anderen Leute damit rein und dann wird sie einfach in diesen Komplex mit assimiliert. Ja, vor allen Dingen sind es zwei irrelevante Parteien dann. Ne? Und, ja, weiß ich, ob die beide relevant sein werden. Er meint doch nicht die Rechtsextremen um Höcke, sondern die Linksextremen um Höcke. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, du kannst das gern immer wieder so hindrehen, als wenn rechts irgendwie nicht böse ist, sondern links alles, was böse ist, ist links. Hitler war links, Goebbels war links, Höcke ist links. Das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Aber das macht den Unsinn trotzdem nicht weniger unsinnig, was du da erzählst, Junge. Auch eine ganz, ganz große Gefahr für die AfD, gerade im Osten, wäre übrigens eine Gründung einer Wagenknecht-Partei. Das wird nicht passieren. Das ist, nein. Es wird ein Rohrkrepierer, wenn die eine eigene Partei... Ja, weil die ganzen Karrieristen und Arschlöcher aus der AfD dann austreten und bei der Wagenknecht-Partei eintreten. Dann kann ich Sarah Wagenknecht viel, viel Spaß wünschen bei ihrer Partei. Das wird ein großer Spaß.
Ei aufmacht, das wird ein Rohrkrepierer. Die ist hier bei den beliebtesten Politikern ist sie auf Platz 2. Dann gab es Umfragen, wie viel. Olli, komm, wetten wir. Das wird eine geile Wette. Ein Huni. Ja, die verlierst du. Aber ich entschuldige mir sowieso noch 75. Dann wurde gefragt, also nach dem Potenzial, also wie viel die wählen würden. Da muss ich jetzt lügen. Nick, check mal bitte nach. Ich glaube, das war 30% oder so. Also die wird auf jeden Fall, also locker in den Bundestag kommen. Also also die Linke würde komplett einknicken. Ja, aber tippe so. Sarah Wagenknecht ist keine Teamworkerin. Wenn die, selbst wenn die mit einer Fraktion, also bis zu einer Bundestagswahl, würden die alle erstmal zusammenhalten und würden total gemeinsam Wahlkampf machen. Und dann würden sie vielleicht sogar einen Bundestag einziehen, aber dann werden die Messer gewetzt. Weil Wagenknecht ist keine Person, die, weil sie wäre wahrscheinlich Fraktionsvorsitzende im Bundestag, der ist dann irgend so ein zusammengewürfelter Haufen, der dann da in den Bundestag einzieht. Da kann ich dann nur sagen, na viel Spaß. Also dann kann man davon ausgehen, nach 2 Jahren spätestens hat sich die Fraktion gespalten oder vielleicht sogar gedrittelt in 3 verschiedene Gruppen, weil sie nicht mehr miteinander können. Das ist doch, dass solche Parteien, die immer so auf eine Person fokussiert gegründet werden, haben wir ja hier in Hamburg auch mit der Schill-Partei vor 20 Jahren gehabt. Oder es gibt ja auch andere Beispiele. Da hast du ruckzuck, hast du da, oder jetzt auch, oder Todenhöfer mit seiner Partei, das hat ja auch nicht funktioniert. Da hast du ruckzuck die Situation, dass die sich alle gegenseitig massakrieren oder gegenseitig, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist Sarah Wagenknecht gut beraten, das nicht zu machen. Das wird am Ende eine Katastrophe. Auf 8%, aber ich hoffe, es wird nicht dazu kommen. Ich sage dir... Ich schreib's auf, mach mal eine Wette, Ding fest. Braucht ihr nicht, die Partei wird niemals existieren, die wird es nicht geben. Ja, lass doch wetten, geben. Alter, was ist denn los? Ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin ja ein Zocker, auf jeden Fall, ich wette. 100 okay, Euro, komm, kein Problem. Dann hat irgendjemand gefragt im Chat, ob der Nicoletti denn bezahlt wird. Nein, weil wir sind ja eben kein demokratischer Betrieb, wir sind ja Raubtierkapitalist. Ich werde übrigens auch nicht bezahlt. Ich auch nicht. Gut, wir werden alle nicht bezahlt. Ich werde dir auch nicht bezahlt. Nur Chris kriegt Geld von uns für Promi-Bonus. Ja. Na, die Bösen sind doch jetzt alle weg. Jetzt können wir mitregieren. Mhm. Das wird bald kommen, weil gerade im Osten kommst du an der AfD ja nicht mehr vorbei. Die wird ja immer stärker. Ja. Ist ja in Sachsen und in Thüringen ist sie ja in Umfragen ist sie ja als stärkste Kraft mittlerweile. Du kannst ja nicht andauernd so ein irres Bündnis aus Grüne, SPD, CDU, auch noch Linke vielleicht auch noch zukünftig schmieden, nur um immer, damit die AfD auch ja nicht in die Regierung kommt. Das geht ja auf Dauer nicht. Ja. Und da wird irgendwas passieren, da wird auch in der AfD was passieren, weil auch die freuen sich über bequeme Ministersessel und schöne Einnahmen und auch die werden da irgendwann schwach werden. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Ist ihm eigentlich klar? Um die Brücke zu schlagen, weil ich glaube, ja. Ihm scheint seine Rechnung scheint ihm nicht ganz klar zu sein. Also wenn sich die AfD spaltet, dann kann sie sich entweder in eine Ost-AfD und eine West-AfD spalten. Dann würde seine Aussage Sinn machen, würde aber theoretisch auf Bundesebene gar nichts verändern. Oder die andere, so wie quasi die CSU Bayern hat, könnte man eine Ost-AfD, eine West-AfD haben. Auf der anderen Seite, wenn sich die AfD im Osten aber spaltet, dann müsste sich zeigen, wie groß tatsächlich die Höcke-Anhängerschaft ist. Vielleicht sind da ja auch der ein oder andere Marktwirtschaftliche dabei. Und dann ist doch die Frage, hat die AfD überhaupt noch diese Position? Und genau das glaube ich eben nicht, dass die AfD nach einer Spaltung noch so stark dastünde, wie sie es heute tut. Kann sie ja auch logisch gesehen nicht. Naja gut, das ist ja ein ähnliches Phänomen im Grunde genommen wie in den 80er Jahren mit den Grünen. Die Grünen haben ja auch zunächst erstmal nicht regieren wollen, weil sie Opposition sein wollten und weil sie nach dem Motto, wir wollen nicht Teil des Systems werden, wir sind Opposition. Und da gab es ja denn diese Gruppierung so um Jutta Ditfurth und so weiter. Ne? Also Jutta Ditfurth war ja im Grunde genommen bei den Grünen das, was Höcke bei der AfD ist, nur in einer anderen Richtung. Und die haben sich dann alle irgendwann abgespaltet von den Grünen. Haben die alle die Partei verlassen. Und seitdem sind die Grünen regierungsfähig und sind Regierungspartei. Und genau das ist das auch das, was möglicherweise passieren wird in der AfD. Davon rede ich.
Und das hat mit West oder Ost nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, ob man bereit ist, Kompromisse einzugehen und ob man sozusagen der CDU was hinwerfen kann, damit die CDU ihr Gesicht wahren kann. Und die CDU sozusagen dann es irgendwie den Leuten verkaufen kann, dass sie jetzt mit der AfD Gespräche führt. Das muss ja die AfD, CDU, muss da ja erstmal aus der Nummer rauskommen. Das ist der Punkt. Auch nicht im Osten. Du bist gemutet, Olli. Ich muss mal kurz wohin, lass das Ding ein bisschen länger laufen. Gib mir 3 Minuten. Das wollen wir doch hören, wenn du wohin gehst. Ja? Dass sie die Lösung ist. Ich glaube, dass sie eine Linke sein könnte, die eine Protestlinke ist, die die AfD hart schwächen könnte oder beziehungsweise und gleichzeitig dafür sorgen könnte, dass die armen Menschen in Deutschland, dass sich um sie gekümmert wird. Mhm. Das traue ich ihr wirklich zu. Aber wenn sie eine eigene Partei gründet, mit der Linken wird es schwierig, glaube ich. Ja, also eine eigene Partei gründen ist natürlich schwierig, weil du ziehst ja die ganzen unangenehmen Leute immer an, die dann ja alle in die Partei eintreten. Ja, schon gesagt, ja. Und das ist natürlich immer schwierig. Ne? Du kannst, ne? Weiß nicht, ob das ein guter Weg wäre. Also wenn wir über die Sarah Wagenknecht von vor 5 Jahren oder so sprechen würden, dann würde ich dir zustimmen. Da fand ich sie auch richtig gut. Und da habe ich gedacht, so wow, das ist doch mal eine linke Politikerin, die wirklich was auf dem Kasten hat. Aber ich muss dir leider sagen, in den letzten 2-3 Jahren, jetzt mit der Pandemie und jetzt mit dem Ukraine-Krieg, hat sie für mich leider immer wieder Sachen geäußert, die ich jedenfalls nicht unterschreiben kann, wo ich nicht mehr mitgehe. Mhm. Und das ist leider ein bisschen schade. Und deswegen bin ich da jetzt nicht mehr so der Fanboy. Also ich würde jetzt, wenn Wagenknecht jetzt antreten würde irgendwo, und ich hätte die Möglichkeit, sie zu wählen, würde ich ihr meine Stimme momentan jedenfalls eher nicht geben. Wegen Ukraine und weswegen noch, hast du gesagt? Na, sie hat ja auch in der Pandemie sich manchmal ein bisschen merkwürdig geäußert. Es ging also nicht so dramatisch wie Querdenker, aber ich habe immer so gedacht, so naja, gut, also das in die Kerbe muss sie jetzt nicht auch noch reinhauen. Warum? Das hätte sie gar nicht machen brauchen. Ja, ich glaube, das war halt ihre Sache. Ich glaube, Sarah geht voll auf diese Protestgeschichte, also Protestwähler abholen. Ja. Ich glaube, sie geht einfach dorthin. Ich bin ja erstaunt, dass sie jetzt beim Thema Pandemie, dass die drei gar nicht austicken und jetzt mit mir sozusagen, ne? Das lassen sie so laufen. Da bin ich ja erstaunt, dass da ja nichts kommt. Zu sagen, egal was der Mainstream macht, scheiß auf den Mainstream. Und sie positioniert sich einfach so, ich bin auf der Seite der... Das ist doch einer der Gründe, warum sie jetzt so beliebt ist. Worum geht es? Wegen des Krieges? Des Krieges wegen? Nein, nicht, also des Krieges wegen, das ist einer der Gründe, warum sie so beliebt ist, aber auch ihrer Haltung während der C19-Zeit wegen. Und ja, das sind die 2 Dinge, die sie groß gemacht hat, und das sind halt die 2 Dinge, die hier Holger nicht gefallen haben. Richtig, ja, weil Holger hat immer noch nicht verkraftet und will es immer noch nicht wahrhaben, zumindest nach außen nicht. Innerlich kann ich es mir schon vorstellen, weil er ist ja nicht blöde, wie falsch er lag in Sachen Corona. Übrigens schreibt... Wieso, wo lag ich denn bitte falsch? Wo lag ich denn bitte falsch? Das wird so hingehauen... Und dann fängt er gleich mit dem nächsten Thema an. Ja, dann führ es doch bitte mal aus, wo ich falsch gelegen habe. Was? Weil ich Querdenker-Sekten kritisiert habe, oder was? Unser alter Freund El Rondur, dass Erwin zumindest beim Thema Rap einen guten Punkt gemacht hat, der zu wenig von unserer Seite beleuchtet wurde. Ja, was sollen wir denn da beleuchten? Es gibt diese Musik nun mal, Musik in Anführungsstrichen, und soll man die jetzt verbieten? Und selbst wenn man sie verbietet, macht man das nur noch interessanter. Ich erinnere mich an die 80er Jahre, als gewisse Ärzte-Songs verboten wurden. Helmut Kohl schlägt seine Frau und so weiter. Na, auf die war man natürlich besonders heiß damals, ist doch klar. Oh, ja, Kohl schlägt seine Frau. Ich bin da. Die arme Hannelore. Also dieses Verrohung durch die Musik, das haben sie Elvis vorgeworfen. Was wollt ihr denn? Hätten wir Elvis verbieten sollen oder was? Nee, das ist das. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Und du hast natürlich auch recht, dass man das Elvis vorgeworfen hat. Aber es war ja eine ganz andere Zeit. Das, was die, was diese Jungs heute machen, dieser Kenneck-Rap. Und wenn du dann ins Verhältnis setzt, dass dann so Leute wie damals Chris Ares und so irgendwie von Spotify runterfliegen, bei iTunes runterfliegen und so weiter, dann steht das überhaupt nicht im Verhältnis. Ja, aber was sind die Ursprünge? Das also, kommt wieder gerade so weit vom Thema ab. Biologie, Indoktrination durch Kultur und dann Verstärkung durch Subkultur.
Sind sie schon 18, ja oder nein? Trotzdem Unterschied. Guck mal, jetzt sappeln sie schon 2 Stunden und 4 Minuten geht der Stream und sie haben 31 Minuten von meinem Gespräch mit Erwin geschafft. Also sie haben es ja nicht, also ich weiß ja schon, dass sie es nicht komplett geguckt haben. Irgendwann brechen sie nämlich ab. Ja, hättet immer weniger sappeln sollen über euren Quatsch. Ob etwas für Erwachsene gemacht wird und Kinder haben dann Zugriff drauf oder ob etwas ja, Moment, von vornherein für Jugendliche. Böse Mann macht ja auch die Songs nicht für 6-Jährige. Nein, also, nicht für 6-Jährige, aber es ist auch schädlich. Nicht neben den Teletubbies es ist auch schädlich, wenn 14-Jährige sowas hören und dann diesem Lebensstil nacheifern wollen. Ja. Wir machen mal weiter mit Erwin. Ja, gute Idee. Kleine Menschen und der Mainstream ist einfach scheiße. Fuck der Mainstream, ja. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum man sie so favorisiert, auch gegenüber der AfD, wenn es dann hart auf hart kommt. Wo man dann sagen würde, sie ist auch gegen den Mainstream sozusagen, denen da oben kann ich es auch auswischen, wenn ich die Sarah wähle, aber da wähle ich halt nicht einen Höcke mit oder was. Ja. Ja, gut, natürlich ist mir Wagenknecht 1000-mal lieber als ein Höcke. Das würde ich auch sagen, ja. Gut, bei Sarah Wagenknecht, also es ist ja so, damals, als die Wende kam, Ende der 80er, als die Mauer fiel und die PDS dann von der SED, also zur PDS wurde, da ist sie ja schon relativ schnell bekannt geworden. Sie war ja damals ein junges Mädchen von 18, 19 und sie ist ja so eine Betonkommunistin damals gewesen. Sie hat ja die kommunistische Plattform, die sogenannte, angeführt in der PDS. Und sie hat ja auch ganz offen gesagt in Interviews, dass sie eigentlich bedauert, dass die Mauer gefallen ist, dass die DDR nicht mehr da ist. Und sie hat später mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr interessant, dass das so ein bisschen in ihr drin ist, dass sie immer gerne auch aus Prinzip eine Gegenhaltung, eine Anti-Haltung einnimmt. Mhm. Nach dem Motto, alles reden jetzt so, jetzt habe ich einfach Lust drauf, jetzt rede genau ich einfach mal anders. So. Und das war damals schon so und das ist vielleicht heute immer noch ein bisschen bei ihr so. Insofern weiß ich nicht genau, in wie viel Polemik da auch bei ihr jetzt mit drin ist oder wie viel aus Prinzip Anti-Haltung von ihr da jetzt kommt und wie viel da wirklich innere Überzeugung ist. Okay. Na, ich finde das interessant. Ich glaube, dass das nicht einfach nur ein Anti, dass das nicht nur eine Anti-Haltung ist. Weil, hast du ihr letztes Buch gelesen, Die Selbstgerechten? Nee. Wow, das muss ich kann mir gut vorstellen, was da drin steht. Das ist, also, ja, da stimme ich ihr auch vollkommen zu, was die Analyse der linken politischen Hälfte angeht. Klar. Es geht nicht nur um die Analyse der politischen Hälfte, sondern sie analysiert ja sehr viele Probleme, auch das, worüber wir vorher geredet haben, Migration und so weiter. Sie analysiert, wieso Migration problematisch ist, warum eigentlich Migration auch als Spaltung verwendet werden könnte. Also sie hat so eine wirklich diese Analyse, das, was du sozusagen vorher gefordert hast, als eine linke Politik gegenüber Migration, genau das macht sie. Also, ja. Und gerade weil in ihrem Buch die Analyse so treffend, so gut ist, zu all diesen Punkten, denke ich mir, sie ist nicht einfach nur dagegen, sondern sie versteht wirklich, was sie macht. Und sie führt auch Beispiele aus anderen Ländern an, wo sie sagt, schau mal, diese Leute haben das auch begriffen und jetzt... Also ich muss an der Stelle einmal sagen, kein einziger AfDler würde damit durchkommen, zu sagen, naja, ich provoziere halt einfach gern und sage die andere Seite. So, das funktioniert halt nur bei Linken, ne? Da muss man mal sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, naja, gut, vielleicht sagen die AfD da ist einfach nicht so und geben das nicht einfach mal öffentlich offen zu, dass sie natürlich auch mit von der Provokation leben. Höcke lebt doch natürlich von der Provokation. Dass die Sarah auch schon zum Thema Migration sehr kluge Sachen gesagt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, so wie er das gerade versucht zu verkaufen, dass die beim Thema Migration auf einer Linie hier mit Erwin ist. Ich muss dazu sagen, dass du manchmal so ein bisschen dazu neigst, Menschen, die nicht auf unserer politischen Seite stehen, wenn die einmal was Richtiges sagen, irgendwie so ein bisschen zu glorifizieren. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, ja. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ja, können wir dann mal nachrecherchieren. Also vor einem halben Jahr hat er das Buch noch gehasst und fand es voll dumm und so weiter. Vor 4 Monaten hat es angefangen hier mit dem Video. Sarah Wagenknecht ist mega based. Und ja, da hat er einfach seine Meinung komplett einmal gewechselt. Und das ist ja auch der Grund, warum die Lilien. Naja, es ist doch besser, wenn man zu einer Erkenntnis kommt und dann auch den Mut hat, seine Meinung zu ändern und zu sagen, ich habe da falsch gelegen mit einigen Dingen, als wenn man wie ihr drei Knallköppe immer wieder denselben Quatsch behauptet, der überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt. Lilis meinen, dass der auch irgendwann zu einem Volkslehrer oder so werden könnte, weil er ist halt sehr wandelbar. Weiches Material. Wenn sie wirklich so based ist, dann kannst du ja auch nichts dagegen sagen. Das muss man auch anerkennen.
Apropos Based, Holger, der ist ja so ungefähr mein Alter, wird das Wort Based auch noch benutzen und das finde ich ziemlich unangenehm. Gut. Wann benutze ich das? Das ist eigentlich gar nicht mein Sprachschatz, das Wort Based zu benutzen. Wüsste ich jetzt gerade nicht, bei welcher Gelegenheit ich das gesagt habe. Aber gut. Also für sein Alter meine ich, ne? Gewinnt die Linke dort. Wir müssen das auch machen. Also sie hat einen Plan hinter all dem. Sie ist nicht einfach nur so, okay, was ist cool, ich bin dagegen. So, ne? Genau. Ja, was den Teil angeht, bin ich ja auch mit ihr total auf einer Linie. Das finde ich, da würde ich auch zustimmen. Aber wie gesagt, jüngere Beispiele zu aktuelleren Themen, die haben mich halt ein bisschen verwirrt und die haben mich halt ein bisschen abgeschreckt. Okay, aber das heißt, aber was passt dir jetzt zum Beispiel an der Ukraine nicht? Naja, also an ihrer Ukraine-Haltung, ja. Mir passt nicht, dass sie etwas fordert, von dem doch eigentlich völlig klar ist, dass es nicht funktionieren wird, weil es gibt keine Friedensverhandlungen mit Putin. Das will Putin nicht. Putin ist nicht bereit zu Friedensverhandlungen. In keinster Weise. Und immer wieder zu sagen, naja, es liegt doch eigentlich am Westen, nur die weigern sich im Grunde Friedensverhandlungen zu führen, das verdreht einfach die Tatsachen komplett. Also ich verstehe nicht, wie man auf so ein Ergebnis analytisch kommen kann. Und da sage ich eben, nee, sorry. Also für mich ist Putin ein heftiger Kriegsverbrecher und ich hoffe, dass er dafür auch irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird vom Kriegsgericht. Und ich sehe einfach keinen Ansatz mehr, diesen Mann noch in irgendeiner Weise zu verteidigen. Okay. Würdest du auch die USA oder beziehungsweise die US-Präsidenten auch als Kriegsverbrecher sehen? Das kommt drauf an. Also George W. Bush auf jeden Fall. Okay. Weil was der im Irak angerichtet hat, halt ja bis heute nach. Also das ist für mich ganz, ganz heftig. Natürlich. Der war ja auch weiß. Als wenn ich so denken würde, so ein Quatsch. Ja, ja, alles klar. Sag mal ehrlich, Leute. Also, nee. Also, mir fehlen mittlerweile die Worte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu dem Unfug noch sagen soll, zu dem Müll, den die drei da vom Stapel lassen. Also, derjenige, der ja am wenigsten Kriegsverbrecher ist, ist ja witzigerweise Trump. Ja. Oh, wo kommt das her? Ja, das hat Sarah Wagenknecht gesagt. Deshalb darf man das jetzt sagen. Sarah Wagenknecht hat das mal bei BTV gesagt. Ja, das ist ja auch völlig richtig. Aber das ist auch wieder so eine Floskel von dem Holger gewesen. Also wenn ich jetzt mit ihm im Gespräch gewesen wäre und er hätte das gesagt, dann hätte ich gefragt, was genau hält denn jetzt im Irak heute noch nach von George W. Bush? Ja, ja, entschuldige bitte mal. Guck doch hin, was da los ist in der Region. Wie hat sich denn bitte der Islamische Staat gegründet? Es ist, also ja gut, wenn du die Frage nicht selber beantworten kannst, dann ist dir aber nicht zu helfen. Saddam Hussein war natürlich ein Diktator im Irak, überhaupt keine Frage, aber Saddam Hussein war ein Garant für Stabilität in der Region. Und den da zu entfernen und da sozusagen ein Eldorado zu entfachen in diesem Staat Irak, das war natürlich eine absolute Katastrophe. Und dann obendrein eben auch noch den Afghanistan-Krieg, der nicht zu gewinnen war. Das war ja noch parallel sozusagen. Also wie kann man denn ernsthaft da jetzt noch die Frage stellen, was hat denn bitte Bush da angestellt, was bis heute nachhalt? Ja, wo sind wir denn in der Situation jetzt da in Afghanistan und im Irak? Wie ist denn da bitte die Lage? Also ehrlich. Du weißt es nicht. Ich hätte gefragt, ob es vielleicht noch einen Präsidenten gab zwischen Bush und Trump. Ja, da kommt er aber noch zu. Achso, das jetzt. Ist doch was. Ja. Trump, das muss man ja mal auch noch deutlich sagen, weil der hat zumindest keinen Krieg angefangen in seiner Amtszeit. Ne? Das ist Irre daran eigentlich. Insofern muss man mit dem Begriff immer vorsichtig sein, aber bei Bush stimmt's auf jeden Fall. Naja, aber Trump hat ja auch diese Drohnenangriffe durchführen lassen, Soleimani und so weiter. Und der hat auch Kriegsverbrechen, sage ich mal, geordert. Und Obama ist ja auch. Wer gegen Drohnenangriffe ist, der ist dann dafür, dass stattdessen Menschen sterben, Soldaten sterben. Na, an der Stelle muss man sagen, die meinen ja gar nicht angreifen. Also weder Mensch noch Flugzeug oder Bodentruppen. Das kann man denen jetzt so nicht vorwerfen. Ja, aber du kennst diese Leute, die verteufeln Drohnen ganz grundsätzlich. Ja, kostet auch Arbeitsplätze, ne? Die nehmen uns. Naja, reden wir jetzt beim Wort Kriegsverbrechen von jedem Krieg, der geführt wird und jedem Drohnenangriff, der geführt wird? Oder ist Kriegsverbrechen auch definiert, wann es ein Kriegsverbrechen ist?
Nämlich zum Beispiel, wenn es von der Flüchtlings-UNO, kein UNO-Mandat zum Beispiel hat oder sowas. Das ist ja der Irakkrieg, ist ja die halbe Welt war ja dagegen, hat gesagt, um Gottes Willen, jetzt greift er auch noch den Irak an, der Bush, ist der wahnsinnig. Und vor allem unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, nämlich der Behauptung, Saddam Hussein hätte Giftraketen und so weiter angeblich, weil die er gar nicht hatte. Ne? Also insofern, man kann ja nicht pauschal sagen, dass jeder Angriff sozusagen, was mit einem Kriegsverbrechen gleichzusetzen ist. Okay, das ist vielleicht dann eine sehr, sehr linke Haltung, die denn, ja, keine Ahnung, also da muss man denn halt jetzt sagen, wie man das meint. Die Jobs weg. Die armen Jetpiloten, wovon sollen die leben? Ist ja auch unsinnig. Eigentlich ist geil, oder? Ja, natürlich. Ja. Wenn wir jetzt davon reden, dass bestehende Kriege nicht beendet wurden, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Das ist richtig. Ja, aber das ist ja klar. Das will ich auch überhaupt nicht verteidigen. Nein. Trump hat Afghanistan beendet. Wie können wir dann mit den USA zusammenarbeiten? Die sind ja nicht besser. Ja, Trump hat Afghanistan beendet. Und was ist jetzt in Afghanistan? Die Taliban regieren wieder, ja. Gut, natürlich hätte man jetzt fragen können, Was sollte überhaupt dieser Afghanistan-Krieg, wenn die 20 Jahre nichts gerissen haben in Afghanistan? Völlig klar. Aber man hätte auch genauso gut sagen können, naja, offenbar ist Afghanistan nach wie vor nicht besonders stabil. Vielleicht ist es nicht klug, da jetzt abzuziehen, sondern lieber noch weiterhin dort zu bleiben. Aber gut, darüber kann man natürlich streiten. Das kann man jetzt so oder so betrachten. Die Ursache ist ja nicht, die verantwortet Trump ja nicht, nämlich dass der Krieg überhaupt begonnen wurde. Das ist George W. Bush zuzuschreiben. Besser als die Russen im Endeffekt, oder? Die USA sind zumindest noch ein demokratischer Staat und kein Despoten, kein Mafia-Staat, wie es in Russland der Fall ist. Ich habe ja gerade den Leonid Volkov interviewt, ein Bestseller-Autor, der ist ein sehr bekannter russischer Oppositioneller, im Grunde die linke Hand von Nawalny, der ja im Knast sitzt, und der ja auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass Russland eben ein Mafia-Staat ist und Mafia-Staat nicht nur im Sinne von jetzt, dass man das einfach mal so als Polemik raushaut, sondern dass es wissenschaftlich sozusagen belegt. Es gibt den wissenschaftlichen Begriff Mafia-Staat und der trifft auf Russland absolut zu. Ja. Und deswegen finde ich da schon noch einen großen... Guck mal hier, wie der Cowboy-Podcast, wie er dann so hämisch lacht. Da redet er aber wieder einen Quatsch. Ja, ich glaube, dass ein russischer Oppositioneller, der sich seit Jahren mit dem... da selbst Russe ist und sich auskennt mit dem System, mehr Bescheid weiß als du mit deiner scheiß gelb-roten Mütze da. Der da zu Hause sitzt und sich über Schwurbelseiten informiert. Unterschied. Was die Außenpolitik angeht, stimme ich dir zu. Da sind die USA nun auch oft nicht besser gewesen, vor Jahrzehnten schon nicht. Da muss man nur nach Vietnam gucken oder anderswo, was für schlimme Verbrechen da stattgefunden haben. Da stimme ich dir vollkommen zu, ja. Ja, ich finde die Amerikaner auch, wenn es um interne Sachen geht, auch nicht demokratisch. Also wenn man sich... Auch immer diese Verteufelung der US-amerikanischen Kriege. Es war einfach eine andere Zeit. Der Kommunismus hat versucht, sich auch weltweit auszubreiten und da musste man halt auch irgendwie gegenhalten. Sicher, in Vietnam sind viele schlimme Sachen gelaufen, aber so grundsätzlich den Kampf gegen den Kommunismus zu verteufeln, auch innerhalb Amerikas, also die McCarthy-Ära in den 50er Jahren, habe ich früher auch verteufelt und so. Und auch da ist viel Unrecht passiert, gar keine Frage. Aber nochmal, der Kommunismus hat versucht, sich weltweit auszubreiten und dagegen musste man was tun. Ja und? Die Amis haben den Vietnamkrieg verloren. Und hat der Kommunismus sich dann ausgebreitet? Ja gut, in Vietnam vielleicht, ja. Aber das ist ja nicht eingetreten, das ist doch Quatsch. das ist der historische Unfug, den er hier erzählt. Das stimmt und man sollte auch wieder was tun. Vielleicht kam daher diese Q-Hoffnung, dass Trump mit seinem Flugzeugträger in Deutschland befreit, im Kampf gegen den Kommunismus. Wer weiß das schon? Nein, ich denke, Deutschland hätte das neue Vietnam sein können, nur mit schlechteren Soldaten. Also das hätten die Amis schneller gemacht. Ihr legendärer Kommentar könnte jetzt auch irgendwie auf irgendeinem linken Portal kommen. Ach, Olli, hör doch auf, der Ami ist der größte Kriegsverbrecher. Also wenn jemand schon Ami sagt, ne, diesen linken Kampfbegriff, bin ich direkt raus, antworte ich gar nicht drauf. Aber die Amerikaner sind wahrscheinlich die größten Kriegsverbrecher. Das lässt sich faktisch nicht anzweifeln. Ich bin kein Freund davon, das so zu sagen, weil ich auch nicht jeden dieser Kriege verteufel. Aber man muss an der Stelle sagen, jetzt rein
vom Begriff Kriegsverbrecher und Genfer Konvention und so, muss man sagen, das stimmt soweit. Von der Anzahl her gar keine Frage, aber da muss man auch jeden Krieg muss man auch genau betrachten und auch diese ganzen CIA-Operationen und so. Natürlich kann man die verurteilen, wenn man Fan vom Kommunismus ist, weil die sind ja dann eingeschritten, wenn ein kommunistischer oder ein sozialistischer Führer an die Macht kommen sollte oder bereits an der Macht war. Auch da, das kann man natürlich verurteilen, indem man sagt, irgendwie, die sind dann teilweise demokratisch gewählt worden. Dennoch reden wir über Kommunismus, Sozialismus, das größte Übel in der Geschichte der Menschheit. Das stimmt. Vielleicht hat Ach so, und der Nationalsozialismus nicht, oder was? Kommunismus und Sozialismus sind das größte Übel in der Geschichte der Menschheit, aber nicht der Nationalsozialismus. Das halten wir mal hier fest. O-Ton, Oliver Flesch. Und den nächsten Stalin, Mao oder Hitler verhindert. Genau, genau. Dass halt ein Staat, der so Sachen durchzieht wie MK-Ultra und so weiter und so. Ja. Ja, MK-Ultra wird auch so ein bisschen, dem wird mehr Gewichtung gegeben, als es eigentlich hatte. Ne? Wie gesagt, auch da schlimme Sachen passiert. Ich erinnere an diesen einen, der da, was war jetzt gerade MK-Ultra, aber der da auf LSD irgendwie aus dem Fenster geflogen ist und so. Aber wenn wir über MK-Ultra reden, dann ist es Ted Trotsky, ne? der da wohl der berühmteste ist. Der sogenannte UNA-Bomber. Was? Die kommt vom Hundertsten ins Tausendste wieder. Was? Ja, der war was? In dem Programm in Harvard. Ja. Hast wieder irgendwo eine Schwurbelseite gelesen, ne? Und glaubst, dass das wäre sozusagen alles wahrhaftig, was du da liest? Es lief doch gar nicht so lange. Oh. Gibt's eine super Serie drüber? Ja, ja. Super. Bestimmt. Die heißt super. Catching the UNA Bomber. Ja, habe ich einmal angefangen, bin ich nicht geschafft, hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee? Aber, nee, wenn wir die gleiche Serie meinen, irgendwie Netflix oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. ja, aber wenn die Leute im Zusammenhang von ihm oder mit ihm über MK-Ultra sprechen, dann wollen sie doch damit sagen, er war noch irgendwie drauf, als er den Anschlag verübt hat. Ein bisschen vorspulen. Die Anschläge, das ja, das nicht wollen ertragen. Sie natürlich damit sagen. Ich an der Politik ändern, drittens werden eine Demokratie geben. Also es gibt hier nicht die Guten und die Bösen. Ich habe eine Studie aus Princeton, glaube ich, gelesen, wo es darum geht, wie viel Demokratie gibt es in den USA tatsächlich. Und da ist rausgekommen, dass es nicht wirklich eine Demokratie gibt, weil die Armen haben erstens mal keine Vertreter, zweitens können die Armen nichts an der Politik ändern, drittens werden schwarze Menschen ausgeschlossen von den Wahlen systematisch und so weiter und so fort. Dann diese große Prison Population. Also die ganzen Gefangenen. Ja, da musste ich auch am meisten drüber lachen. Mein lieber Erwin, wenn die Schwarzen in Amerika nicht überproportional kriminell werden würden, dann könnten sie auch zur Wahl gehen, sofern sie denn überhaupt Interesse dran haben zu wählen. So einfach ist das. Ja. Und, ach Gott, das ist auch wieder so ein plattes Zeug. Das ist so, wie Klein Fritzchen sich die Welt vorstellt, wirklich. Meine Güte. Also, dass Schwarze über lange, lange Zeit in den USA diskriminiert wurden, als Sklaven gehalten wurden und was weiß ich, hinterlässt eben auch Spuren. Und das hat natürlich auch Gründe, warum die Kriminalität unter Schwarzen in den USA so hoch ist. Das kommt ja nicht. Aber die drei sind ja schon wieder auf dem Trip, dass sie wahrscheinlich meinen, das ist nur, weil sie schwarz sind. Also man als Schwarzer an sich ist man schon automatisch kriminell. Wahrscheinlich denken die so schon wieder, ne? Das ist schon wieder dieses rassistische Element, was da wieder mit reinspielt. Die Dinge sind komplizierter und wirklich langfristiger zu betrachten, als ihr das hier macht, ihr drei. Ich finde, für ein Land, das einen schwarzen Präsidenten hat, zu behaupten, dass die Schwarzen da keinen Einfluss hätten, also, weiß ich nicht, das ist für mich weit hergeholt, ne? Was ist das für ein Quatsch? Also, nennt mir doch mal den White, die würden wahrscheinlich Trump nennen, aber jetzt mal unterm Strich, ich habe noch keinen Neonazi-Präsidenten in den USA gesehen, Vor allem, das wird Chris interessieren. Ich habe noch keinen Neonazi-Präsidenten in den USA gesehen, nee, weil er bisher nicht gewählt wurde. Ich habe vor, keine Ahnung, vor 2 Jahren... Vielleicht ist ja Trump fast so zu bezeichnen, keine Ahnung.
so mir mal den Black Lives Matter Eintrag bei Wikipedia durchgelesen und da gab es dann auch Kritik, also es war so ein kleiner Abschnitt, ganz kleiner Abschnitt Kritik so. Und da gab es dann einen schwarzen Professor, einen Psychologe oder so, Buchautor, keine Ahnung. Und der hat dann so ein paar Gründe aufgezählt, woran es liegt, dass die Schwarzen in Amerika ja nicht so im Schnitt nicht so erfolgreich sind wie die Weißen. Einen Grund können wir hier auf YouTube nicht benennen, der ist uns allen bekannt, der beginnt mit einem I, aber den lassen wir jetzt hier mal weg. Aber es seiner Meinung nach hängt es auch damit zusammen, dass die meisten ohne Vater aufwachsen. Ja, und es wurde begünstigt durch die Demokraten, aber es ist nicht nur I, es ist auch T. T ist auch ganz wichtig. E gehört dazu, wenn man über I spricht. Dann ist natürlich Kultur, in dem Fall ist es Subkultur, die damit reingeht. Und dann diese anderen Faktoren, die sich dann halt jetzt dann aufgetürmt haben. Durch Redlining, hattest du das eine Zeit lang? Ja, dieser Quatsch mit dem ohne, Schwarze ohne Vater wachsen und mehr ohne Vater auf und deswegen werden sie tendenziell eher kriminell. Den Quatsch hat mir auch Kasper damals, wenn er Honigwerbe schon weiß machen wollen, halte ich für dummes Zeug. Also ich glaube nicht, denn müssten ja alleinerziehende Mütter nur kriminelle Kinder großziehen oder was, doch Blödsinn. Das ist so ein sehr altbackenes Familienbild, das jetzt hier zementiert wird. Nur wenn du eine Mutter und einen Vater hast, nur dann wirst du auch ein anständiger Junge. Naja, weiß ich nicht so recht. Redlining ist auch wieder eine Erfindung der Demokraten gewesen. Du hast es, dass die einkommensschwachen Familien und die auf Welfare sind, Food Stamps. Also da gibt es ja diese Essensmarken in den Vereinigten Staaten. Und da war es besser, du hast mehr Geld von der Sozialhilfe bekommen, wenn der Vater halt nicht im Haus gewohnt hat. Und wenn man sich Beziehungen anguckt, wie Beziehungen aufgebaut sind, man sagt ja immer in einer Beziehung, wir gehen den nächsten Schritt. Was bedeutet das, wenn wir den nächsten Schritt gehen? Das bedeutet, wir machen etwas, was es uns schwerer macht, dass wir uns wieder trennen. Wenn du deine Frau deinen Eltern vorgestellt hast, ist es schwerer, dass man sich wieder trennt. Und dann sagt er, das war so eine Liebe. Da hast du die Freunde vorgestellt, irgendwann bist du zusammengezogen, irgendwann habt ihr geheiratet und irgendwann habt ihr Kinder. Und das ist dann der schwerste Punkt, um sich zu trennen. So, wenn du jetzt aber diese ganzen Schritte schon vorweg abkappst, die dürfen nicht zusammenziehen, dann trennen die sich wegen Scheißgründen. Und man kennt das. Man trennt sich dann wegen, ja okay, wer bringt den Müll raus? Man streitet sich deswegen, auf einmal ist die Beziehung am Arsch. Ja, aber das ist hier in Deutschland auch nicht anders. Also ich und meine Frau, wir hätten tatsächlich einmal den Hartz-IV-Satz mehr gehabt, wenn wir getrennt gelebt hätten. Ne? Genau, und das sorgt halt dafür, dass, jetzt nehmen wir wieder I und T mit rein, sorgt dafür, dass die dann mehr in diesen Situationen sind und sorgt dafür, dass... Was meinen die mit I und T eigentlich? Also bei I, habe ich noch eine Idee, aber bei T ist mir jetzt nicht klar, was gemeint ist. Das sich dann wieder einfach steigert dadurch. Bei T bin ich mir nicht ganz sicher, was du meinst. Ist auch egal, ich bin mir auch nicht sicher. Kannst du ja mal bei Telegram schreiben. Ist T etwas, das ein Bodybuilder machen würde? Etwas, was wir drei haben. Okay, ja gut, dann sind wir. Aber Bodybuilder nehmen davon gerne ein bisschen mehr. Ja, gut, dann weiß ich es jetzt. Gut. Ach, haben die das mehr von Natur aus? Nein, die nehmen das mehr. Oh, das ist kaum zu ertragen, dieses Geblubber von denen. Wann geht's denn mal wieder weiter hier? Aber man würde ja davon ausgehen, also man sagt ja, Kokser sind in der Regel arroganter, oder? Ach, ich werde davon nicht arrogant, aber ich wollte damit sagen, ich bin schon aggressiver geworden, aber halt nicht körperlich aggressiver, aber so... Ich kann mittlerweile gar nicht mehr folgen bei dem Quatsch, den der da vom Stapel lässt. Okay. Also Hein Mütze hier in der Mitte, unser Cowboy, das ist ja der größte Kanal hier von den dreien. Ne? Also, keine Ahnung. Hat er auch einen YouTube-Kanal? Was lässt er sonst so vom Stapel? Ich glaube, den muss ich mir mal genauer angucken. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu lachen. Dann machen wir mal weiter. Die Menschen, mit denen man Geld macht, die dürfen auch nicht wählen und so weiter und so fort. Also, das ist
eine riesen Shitshow, die dort abgeht. Und mir geht es jetzt nicht darum, Russland zu verteidigen, bitte nicht falsch verstehen. Also ich bin extrem gegen Russland. Ich finde das furchtbar, was die Russen machen und Russland insgesamt. Aber Amerika finde ich auch nicht besser. Und auch Geschäfte, so wie die Grünen mit Saudi-Arabien zu machen und Katar, ja. Ist jetzt ja, auch... Aber der Unterschied ist, dass in den USA die New York Times oder andere linke Tageszeitungen darüber groß und breit berichten und das kritisieren, was dort geschieht. In Russland wird die Zeitung dicht gemacht und der Chefredakteur wird eingesperrt. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn du Demokratie natürlich jetzt auch festmachst daran, wie sozial ist ein Staat, gut, natürlich, klar, das hat auch was mit Demokratie zu tun, da gebe ich dir vollkommen recht. Da gibt es natürlich große Defizite in den USA, das Gesundheitssystem ist eine Katastrophe. Ja, aber ich rede jetzt erstmal nur, ich meine jetzt erstmal nur wirklich die formalen Bedingungen, die Meinungsfreiheit, die Wahlfreiheit, diese Dinge, die meine ich jetzt erstmal, die ich grundsätzlich mit demokratischen Grundsätzen... Ja, ganz kurz, sorry, das kann man nicht stehen lassen. Nee. Also, ganz ehrlich, für Grundversorgung kannst du in Deutschland Sachen machen lassen, aber wenn du irgendwas Spezielles hast du einen komplizierten Tumor, der operiert werden muss, da traut sich kein deutscher Arzt dran. Da gehst du zu Spezialisten nach Indien oder in die USA oder wo auch immer hin. Aber na nicht ja, in Deutschland. Naja, das würde ich so auch nicht sagen. Also ja, will er jetzt sagen, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht besser ist als das amerikanische oder was? Oder wo ist jetzt der Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe? Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Ist in Deutschland natürlich am besten privat versichert sein, aber es gibt ja auch viele, gerade so aus dem arabischen Raum und so, die extra nach Deutschland kommen, also reiche Menschen ja. Von da, weil wir haben hier schon ziemlich gute Ärzte, so ist es ja nicht. Eben. Ich weiß es nicht. Nee, du weißt es nicht. Wenn eben. Du Geld hast, das ist genau das Problem. Und dann halt einfach die Klappe, wenn du es nicht weißt und red dir nicht irgendeinen Quatsch. Bestimmt, aber an der Stelle muss man einmal sagen, wenn du in Deutschland bei diesem wunderbaren Gesundheitssystem einen Tumor entdeckst, also bis du einen Fachmann hast, der den operiert, hat er deinen Körper zweimal übernommen. Dann nennen dich die Leute auf der Straße schon Tumor, wenn du also, den entgegenkommst. Aber ich bitte dich, das ist doch dummes Zeug. Die sind doch nicht doof, die deutschen Ärzte. Was soll das bitte für ein Tumor sein, wo denn gesagt wird, oh, das tut uns aber leid, den können wir nicht operieren, da haben wir keine Ahnung von, da müssen sie nach Indien gehen. So ein Quatsch. Es kann ja sein, dass ein Tumor schon so weit fortgeschritten ist, dass man der Person nicht mehr helfen kann. Weil er schon so weit gestreut ist, dass man sagt, tut uns leid, sie hätten früher zum Arzt gehen müssen. Der Tumor hat sich schon zu weit ausgebreitet. Das kann natürlich sein, aber da kann auch der Inder nichts mehr tun. Was ist das denn wieder für ein Blödsinn? Wo haben die ihre Informationen her? Was ist das für ein... Wie kommt man auf solche Märchengeschichten? Und glaubt das auch noch, dass das alles stimmen würde? Wie kommt man darauf? Was lesen die für Zeitungen oder für Online-Seiten? Ich weiß es nicht. Ich bin völlig bin fertig. Die meisten Untersuchungen gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und oder du hast halt mehr Kosten. Wenn du beispielsweise, es gibt eine, ich weiß nicht mal, welche Krebsart, das ist bei Frauen, das war nicht Brustkrebs, irgendwas anderes, was man erst. Wo die Untersuchung erst bezahlt wird, wenn die über 35 sind. Ansonsten musst du die selber bezahlen. Was, in Deutschland? Das, ich weiß es gerade nicht mehr. Hey, du weißt es mal hier, ne? Dann auch alle anderen Sachen. Also, ich habe es ja schon erzählt, ich werde... Also, man kann am deutschen Gesundheitssystem sicherlich auch viel Kritik üben, völlig klar. Und da ist liegt eine Menge im Argen. Die Situation in der Pflege und was weiß ich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir auch in anderen europäischen Ländern die Situation angucke, zum Beispiel in Großbritannien oder anderswo, oder erst recht in den USA, da kann man doch wirklich sagen, da können wir doch in Deutschland wirklich dankbar sein, dass wir ein so wirklich vergleichsweise gutes Gesundheitssystem haben. Das kann man doch wohl nicht ernsthaft bestreiten. Also wirklich. Die haben doch keine Ahnung. Die wissen doch nicht, die wissen nicht, wovon sie reden. Die haben keine Ahnung. Ich werde bald Vater und da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen. Dankeschön. Ja. Ficken können sie alle offenbar ganz gut, ne? Haben alle Kinder. Wenn du so Tests machen lässt. Entschuldigung. Für das Kind. Das kostet alles extra. Mhm. Wieso kostet das alles extra? Weil du nicht genug Steuern und Abgaben zahlst, du geiziger Mistkerl. Was soll denn die Scheiße? Ja. Besonders ich zahle so viel, Mann. Ja. Aber vor allen Dingen jetzt mal was ganz Oberflächliches. Ne? Es wird immer auf dem amerikanischen Gesundheitssystem rumgehackt. Was ist eigentlich mit dem Englischen, wo die alle schlechte Zähne haben? Kennt ihr einen Amerikaner mit schlechten Zähnen? Ich nicht. Jede Menge.
Ja, jetzt sag ich ja, Großbritannien ist es auch nicht besser, das ist richtig. Vielleicht so ein paar Obdachlose auf der Straße oder so. Aber gut. Aber es ist ja auch immer, wie man sich absichert. Ne? Ich erlebe es gerade selber. Ich habe seit 6 Wochen sowas Komisches am Bein. Ich weiß nicht, was es ist. Die Ärzte sagen, es wird irgendwie eine Entzündung sein, aber das glaube ich nicht, weil es geht nicht weg. So, bin ich geröntgt worden, das ging relativ schnell. Und haben aber nichts gefunden. Jetzt muss ich in die Röhre. Jetzt, das dauert jetzt aber. Oder Bluttest. Ja, ich denke, du wohnst in Spanien. Du wohnst doch gar nicht in Deutschland. Also ist das jetzt eine Kritik am spanischen oder am deutschen Gesundheitssystem? 2 Wochen. Ich habe das aber akut. Ich habe jeden Tag Schmerzen. Und weil ich zu geizig war, irgendwie die 30 Euro mehr zu bezahlen für eine private Zusatzversicherung, obwohl ja hier sowieso die Krankenversicherung so günstig ist. Ich zahle hier nur 50 oder 60 Euro. Mache ich nie wieder. Jetzt schließe ich so eine scheiß private Zusatzversicherung ab für 30 oder 40 Euro, wie gesagt. Und dann kriege ich beim nächsten Mal sofort einen Termin. Also mir nicht am Fuß, am Bein. Ja. Punkt. Ist halt also so. Ich musste ewig warten. Also ich bin jetzt beim zweiten Arzt wegen einem Muttermal, das ich gerne weghaben würde. Das musst du ja auch selber bezahlen, wenn das nicht irgendwie streute, also hautkrebsmäßig. Ja, weil das halt, das ist halt eine Schönheitsoperation. Das ist halt nichts, was jetzt mit der Gesundheit zu tun hat. Dafür soll die Allgemeinheit dafür aufkommen, wenn du dein scheiß Muttermal entfernen möchtest oder was. Das ist doch richtig so. Was ist denn daran falsch? Am Ende können noch irgendwelche Weiber, die sich die Nase richten lassen wollen oder was, oder hier wie die Dame hier im Dschungelcamp, die mit ihren schrecklichen Lippen. Das soll auch noch die Allgemeinheit bezahlen, oder wie? Also ehrlich. Ja. Und ich war da bei dem Arzt, hab das untersuchen lassen, hat er gesagt, okay, mach mal einen Termin, hat er mir einen Termin gegeben, 4 Monate später, in der Zeit hat er aufgehört, seine Tochter hat übernommen und die hat es dann nochmal untersuchen wollen und hat dann mir einen Termin 4 Monate später gegeben. Ey, das... Also du bist nicht privat versichert, höre ich da raus. Ich bin privat. Also ich bin freiwillig gesetzlich versichert, aber es ist ja privat. Oh. Er ist freiwillig gesetzlich? Hä? Und das ist dann privat? Was ist das denn? Das ist ja Privatsatz. Ich muss ja in allen Vorleistungen gehen und so einen Scheiß. Ja, aber du hast die Vorteile nicht in der privaten. Nein, habe ich nicht. Ich habe den schlechtesten Fall überhaupt. Weißt du, warum ich in diese... Ja, ich bin auch privat versichert. Das bin ich schon seit vielen Jahren, weil ich halt immer schon als Selbstständiger gearbeitet habe und frühzeitig auch davon ausgehen konnte, dass ich keine Familie gründen werde. Weil wenn man Familie gründet, ist privat sehr teuer. Aber als Alleinstehender sozusagen hat man ja eher dann auch die Möglichkeit... das auch bei einer privaten Versicherung sich gut zusammenzustellen, den Tarif, den man braucht. Ich habe es nicht bereut. Also insofern, für kleine Arztbesuche, die ich mal brauche, das Geld, das zahle ich halt persönlich. Und wenn ich ein Jahr lang mal nicht krank bin, kriege ich Geld von der Versicherung zurück. Die zahlen mir Geld zurück. Und als ich im Krankenhaus gewesen bin 2020 mit meinem Armbruch, war ich wirklich froh, dass ich privat versichert war, weil ich hatte ein wunderbares Zimmer für mich. Ich habe da wirklich auch, bin sehr gut behandelt worden im Krankenhaus. Und das ist halt der Preis dann. Man zahlt halt ein bisschen mehr, man zahlt einen Zusatztarif und bekommt dann eben auch was dafür. Ja gut, das ist halt so. Aber trotzdem bekommt jeder, der Gesundheitsversorgung braucht in diesem Land, auch wenn er jetzt nicht privat versichert ist oder irgendwie, trotzdem ja medizinische Hilfe. Es wird ja niemandem medizinische Hilfe verweigert. Vor allem dann, wenn es akut ist. Das sollte man ja wohl nicht ernsthaft behaupten wollen. Hohe Ding bin, weil ich habe einen sozialversicherungspflichtigen Job, der normalerweise meine Krankenversicherung übernehmen sollte. Aber da ich noch Inhaber einer GmbH bin, mit Angestellten, muss ich den Höchstsatz da zahlen. Das heißt, wenn du in Deutschland mehr machst, wirst du bestraft. Du wirst einfach fucking... Er hat einen sozialversicherungspflichtigen Job und ist gleichzeitig Inhaber einer GmbH mit Angestellten. Ja, was? Läuft die GmbH nicht so gut oder was? Oder warum? Nee, ist ja auch merkwürdig, ne? Naja, gut. Bestraft. Würde ich meine Angestellten feuern, müsste ich weniger Krankenversicherung zahlen. Bin ich dann gesünder, wenn ich keine Angestellte... Weil es ist so bescheuert einfach. Es regt einfach nur noch auf. Es ist der Stress, den die Angestellten machen, der dich ins Grab bringen wird.
Ich war mal 10 Jahre lang gar nicht krankenversichert. Das ist noch gar nicht so lange her. 10 Jahre lang? Ja, es ist ja so ungefähr 10 Jahre. Ja, du warst richtig links, Alter. Lass es 7 Jahre gewesen sein. Noch gar nicht so lange her. Und das kam so. Ich war ja immer selbstständig, was immer. Aber ich war die letzten gut 20 Jahre war ich selbstständig. Und irgendwann lief es dann mal wieder nicht. Irgendwann in den Nullerjahren oder so, keine Ahnung. Und in der Zeit, wo ich selbstständig war, war ich dann auch privat krankenversichert. So. Und es lief dann nicht. Und ich, wie gesagt, ich damals noch Linker gewesen, deswegen zum Amt gegangen. Und dann haben die gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Rechte gehen ja nicht zum Amt, ne? Das ist, machen ja nur Linke, die zum Amt gehen. Weil wir zahlen nur Summe X. Ihre private Krankenversicherung kostet aber, das war ganz wenig, irgendwie 20 Euro mehr. Und deswegen können wir sie nicht bezahlen. Und wir kriegen sie aber auch nicht raus, um sie dann in die gesetzliche zu stecken. Das ist hier eine Gesetzeslücke, muss mal irgendwann geändert werden, tut uns leid. Ja. Und als ich dann irgendwann kein Hartz mehr bekommen habe und wieder auf die Beine kam, habe ich mich dann auch erstmal nicht versichert. Ne? Und erst seitdem ich dann hier in Spanien lebe, bin ich wieder krankenversichert. Mhm. Ich bin seit 12 Jahren nicht krankenversichert. Ja, so ein Quatsch. Ich habe keine Versicherung. Ja, du bist. Ja, und deine Kinder auch nicht, oder was? Dann, die du in die Welt gesetzt hast, oder wie? Jetzt wird's ja langsam interessant, ne? Kommen die, werden die Kinder auch nicht zum Arzt gebracht, wenn sie krank sind, oder wie? Weil keine Krankenversicherung, oder was? Wieso hat der keine Krankenversicherung? Es gibt doch eine Pflichtversicherung. Muss doch krankenversichert sein. Es wird ja immer obskurer, ne? Je länger man das, also was da alles so für Sachen noch so nebenbei so rauskommen, es wird ja. Also wirklich. Oh Gott, und solche Leute wollen uns die Welt erklären, ja. Alles klar. Doch, du bist doch der Angestellte, du wirst schon versichert sein irgendwie. Ja, ich habe gratis Heilfürsorge, das ist was anderes. Was hat er? Weißt du, wie die das gerne machen bei den Hartz-IV-Leuten, also bei den Hartz-IV-Deutschen? Mir noch nie aufgefallen, dass das bei einem Neubürger passiert ist. Ach, jetzt kommt er wieder aus der Ecke wieder. Mein Gott, wenn sie eine Viertelstunde mal nicht über die bösen Ausländer geredet haben, dann müssen sie schon wieder einen raushauen, ne? Sonst sind sie in ihrer Ideologie irgendwie nicht befriedigt, ne? Meine Güte. Wenn die Leute in Hartz IV gehen, es ist so, dass die ja dann diesen Antrag machen für die Zahlungen und das kann sich manchmal über Monate ziehen. In der Zeit, wenn du da nicht dahinter bist, wenn du denkst, ja okay, die machen das schon, die werden sich ja schon melden, wenn sie noch ein Formular brauchen oder so, kann es sein, dass diese Zeit dir als nicht versichert angegeben wird und die Versicherung will den Höchstsatz dann von dir. Habe ich Bekannte, die auf einmal so eine 7.000 Euro Rechnung bekommen haben. Ja, hatte mein Kumpel auch. In Deutschland als Deutscher bescheißen sie dich, wo sie können. Das ist unter aller Sau. Naja. Ja, die Steuern. Da muss sogar der Olli schmunzeln, ne? Bei so viel Dünnpfiff, den sein komischer Cowboy-Kumpel da vom Stapel lässt. So ein klassisches Wutbürger-Gequatsche jetzt ja, hier. Das ist ja auch. Man kann auch vieles seit 3 Stunden hören wir hier Wutbürger-Gequatsche. Nicht erst seit eben. Natürlich ein weiter als Beispiel bringen, was nicht demokratisch ist. Völlig klar. Ja. Ja, klar, natürlich. Also hier wird auch stehen, der Chat Julian Assange geschrieben und so weiter und so fort. Es gibt ja auch, ich würde jetzt... Assange ist halt eine Frage, das ist ja, oder Snowden ist noch das bessere Beispiel, ja. Natürlich. Klar, will ich gar nicht bestreiten. Auf der anderen Seite hat Snowden sich ja strafbar gemacht. Das ist ja der Punkt, er hat halt interner ausgeplaudert, was er nicht durfte. Aber ich weiß nicht, wenn ihm in den USA der Prozess gemacht würde, ob das tatsächlich denn ein so dramatisches Ergebnis für ihn wäre, was die Strafe angeht. Das müsste man sehen, weil der Druck, glaube ich, in den USA wäre auch sehr groß pro Snowden. Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Aber dem Julian Assange drohen irgendwie was, 700 Jahre Haft oder so? Ja, ich... 7.000, Erwin, 7.000. Das wird so hin... Du hast doch neulich gesagt, also wenn der Snowden, wenn der Soldatenleben gefährdet hat, natürlich hat er das mehr oder weniger allein schon die Veröffentlichung, nee, das war gar nicht er, das war glaube ich doch Assange, ne? Die Veröffentlichung von diesem, war das ein Hubschraubereinsatz da irgendwo im Irak oder so, geht ja auch schon wieder wo sie dann da lachend so ein paar Irak haben es bald geschafft. Das ist halt auch nichts anderes. Wir haben es bald geschafft. Wenn du aus einem Hubschrauber rausschießt, das man hält es auch nicht mehr aus, ne? Zeit.
Und diesen Kontext kennt man halt als Mensch, der damit nichts zu tun hat, nicht? Aber das ist ich habe ja das Gefühl, ich habe, als wenn ich mir 3 Stunden lang Krawall-Talkshows oder 3 Stunden lang Mitten im Leben oder irgendeine Scheiße angeguckt habe. So fühle ich mich gerade. Wenn man so ein niveauloses Zeug sich stundenlang anhören muss, da, also irgendwann ist der Kopf dann auch leer, ne? Was das Ärzten und Krankenschwestern oft vorgeworfen wird, dass die halt auch viele Witze über Patienten machen, über schwere Krankheiten und so, aber das gehört zu so einem Job einfach dazu. Du kannst nicht, wenn du einen schweren, harten Job hast, permanent depressiv durch die Welt laufen. Und nochmal, ja, Soldatenleben gefährden geht gar nicht, das ist unamerikanisch und dafür gehört er dann auch in den Knast, wenn ihm so ist. Man muss dazu sagen, können wir aber heute noch nicht drauf eingehen, aber vielleicht in 2-3 Monaten, dass der Sascha sich mit dem Thema ziemlich gut auskennt. Ich weiß nicht, ob das so wäre. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so wäre. Es wird immer so gesagt, aber ob es so kommen würde, weiß ich nicht. Ja, und ich glaube auch nicht, dass die New York Times, ich glaube auch nicht, dass die New York Times irgendwie links ist, ich glaube auch nicht, dass sie oppositionell ist. Ich glaube, es gibt nur einen Unterschied zwischen den Russen und den Amerikanern, ja, intern jetzt, ja. Dieses typische linke Gierlappentum. Ne? Nix ist links genug, als um sie zu befriedigen. Nee. Aber gut. Ich glaube, die einen sind eher progressiv kapitalistisch und die anderen sind traditionell kapitalistisch, also konservativ kapitalistisch. Und ich glaube, wenn es um solche Sachen geht wie Außenpolitik. Naja, ist eine Zeitung erst links, wenn sie quasi antikapitalistisch ist oder was? Dann ist sie linksextrem. Natürlich ist die New York Times eine klassische linke Zeitung. Was denn sonst? Das ist der größte Feind von Trump gewesen, als er regiert hat, war die New York Times. Oder beziehungsweise kapitalistische Politik, Benachteiligung von Armen, mischen sich die Zeitungen nicht ein. Da sind sie alle auf einer Linie. Weißt du, da regen sie sich nicht auf. Wogegen sie sich sehr wohl aufregen, ist, wenn man irgendwie versucht, ein bisschen einen russischeren Kurs zu fahren und ein bisschen mehr so wie Trump auf Vaterland-Tradition, also eher einen konservativen Kapitalismus zu fahren. Weißt du, was ich meine? Dass das der große Unterschied ist, glaube ich. Ich glaube, dass du aber die amerikanische Medienlandschaft, die eine sehr lange demokratische Tradition hat, dass du die, glaube ich, falsch einschätzt. Kann sein. Also ich lebe auch nicht in den USA, ich höre es aber von Leuten, die in den USA leben und die immer wieder sagen, bei uns findet zumindest in den Medien Debatte statt. Natürlich gibt es ganz klare Sender, die sich sehr klar positionieren. Also Fox ist klar auf der Trump-Linie und so weiter. Das ist da. Da kommt er mit dem einzigen Gegenbeispiel, ne? Vom 100 Nachrichtensender nimmt er jetzt den einen Konservativen. Wenn es den nicht gäbe, ist auch die Debatte nicht. Ja, genau. Es gibt ja auch keine wirkliche Debatte. Bei Fox. Ja, es gibt nicht nur einen konservativen Sender, also nicht nur Fox, das ist doch Quatsch. Dann hätte ja Trump nie die Wahl gewonnen, wenn das so wäre. Also es ist schon noch ein bisschen vielfältiger. Debattieren die einen und bei CNN und wie sie alle heißen, debattieren die anderen. Also das stimmt nicht. Da gibt es schon auch Sendungen, wo vom einen in den anderen okay, das macht dann ein bisschen besser dann als bei uns, wo dann wirklich irgendwie, habe ich heute gerade wieder eine neue Zahl gelesen, die Anzahl der AfD-Politiker, die in politische Talkshows eingeladen wurden, die Zahl lag bei 0. Aber im Großen und Ganzen. Ja, das haben wir ja vorhin bei Restle schon drüber gesprochen, dass das natürlich auch so eigentlich nicht in Ordnung ist. Da bin ich ja bei ihm. Ich meine, die ganze Scheiße kommt doch aus Amerika. Diese ganze Vogue-Scheiße kommt aus Amerika und diese ganze Twitter-Scheiße, dass sie da irgendwie die Meinung machen und so, das kommt doch alles von daher. Ja, also nur zu tun, als ob das da noch alles so ausgewogen wäre, ist völliger Quatsch. Der Unterschied ist halt, in Amerika hast du noch das Gegenbild im Fernseher drinne. Selbst in Österreich, ja, so eine Sendung wie Fellner Live ist hier in Deutschland undenkbar für mich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas hier läuft. Das wirkt für mich wie Fernsehen aus einer ganz anderen Welt. Ach, als wenn der Fellner mit seiner komischen Krawall-Talkshow da, als wenn das nun ein Idealbeispiel wäre für guten Journalismus. Wir haben das, was Reichelt macht da mit seinem Stimmt-Talk da jetzt, ist genau dasselbe. Das haben wir doch in Deutschland. Vielleicht nicht im Fernsehen, sondern in dem Fall eben im Internet. Aber gut, das ist ja mittlerweile, das vermischt sich ja längst. Und Fellner Live ist ja nicht mal krass, ne? Ist nicht mal krass, aber das so ein Format. Was? Ja, also ich habe das ja auch ein paar Mal zum Thema gemacht. Also ich finde das sehr boulevardesk und
sehr oberflächlich. Also mein Fall ist das nicht. Aber es macht ja, der Alte macht das ja inzwischen nicht mehr. Das macht sein Sohn inzwischen, ne? Dieser Alte, dieser mit dem dicken Hals, dieser Weißhaarige, der macht das, glaube ich, nicht mehr, ne? Der ist, glaube ich, in Rente, oder? Dann hast du auch noch ansatzweise so eine Diskussion gesehen. Wenn wir einen Konservativen haben, dann sind aber 6 Leute, die den niederbrüllen. Wenn da einer da sitzt. Also da muss man schon ganz klar sagen, Deutschland ist da, was das angeht, das krasseste Land, das ich kenne. Ich kenne kein Ziel. Ja, also ich will ja gar nicht auch nur widersprechen. Ein Stück weit hat er natürlich auch recht. Vor allem eben bei im Bundestagswahlkämpfen. Ne? Also da haben wir ja tatsächlich, gerade als Merkel regierte, die Situation gehabt, dass Merkel ja gar nicht mit Oppositionsparteien geredet hat. Ne? Im Fernsehen. Hat nicht eine einzige Diskussion stattgefunden. Der einzige war das Kanzlerduell, das stattgefunden hat. Und das war dann eben die Kanzlerin mit dem Vizekanzler. Das war der auch mit in der Regierung sitzt. Das war die einzige Diskussion, der sich Merkel gestellt hat. Da haben die Österreicher eine andere Tradition. Das ist richtig, ja. Ich glaube, der Unterschied in den USA ist ein anderer oder es liegt an etwas anderem. Nämlich daran, dass, wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, über die Umgangsform in den USA, dass du da bloß irgendwie kein falsches Wort sagst und so weiter und so fort. Es ist in den USA relativ verpönt, wenn man jetzt nicht wirklich gut kennt, überhaupt über Politik zu sprechen. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Spaltung nicht ganz so krass, wie sie bei uns ist. Das kann gut sein. Wollen wir langsam mal einen Cut machen, oder? Ja, wir können ja um 12 aufhören. Bot schreibt, deutsche Piloten haben mir persönlich versichert, dass man so etwas normal verweigern sollte. Ja, wir kennen ja die Zusammenhänge gar nicht. Ich glaube auch gar nicht mal, dass es ein Befehl war, sondern dass sie selbstständig gehandelt haben. Dann wisst ihr nicht, ob vielleicht eine Stunde zuvor ein paar US-Soldaten irgendwie massakriert worden sind, dass sie da einfach ein bisschen hasserfüllt waren oder am Tag zuvor. Wir kennen doch die ganzen Hintergründe nicht. Es ist doch völliger Quatsch, jetzt darüber zu fabulieren. Ich bin auch der Meinung, ich kann mich irren, da muss mich wahrscheinlich Nicoletti berichtigen, aber waren es nicht deutsche Piloten, die in Deutschland, in Afghanistan so ein Tankfahrzeug abgeschossen haben, wo auch Zivilisten über den Jordan gegangen sind? Ja, also, aber das soll ja ein Versehen gewesen sein. Ja, das ist, das kann also nicht äußern. Der Abschluss, aber der weiß wieder alles das besser. Angeblich war der eine Hochzeitsgesellschaft. Er hat ja oder exklusive so, Infos, Ahnung, die sonst keiner hat. Ne? Ja, ja, ich heirate ja demnächst auch. Wir treffen uns dann am Tanklaster, Olli. Ach, du Schande. Bringt Tina mit und einen Kanister. Hey, ich bin wieder da übrigens. Hallo. Ach, du warst weg? Ja, ich war weg. Ich dachte, du warst aber es gibt eine sehr, sehr breite Medienlandschaft in den USA. Ist zumindest das, was ich von Leuten höre, die in den USA leben. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt immer die Frage, wer das sagt. Was ich beobachtet habe, ist, dass alles ziemlich einheitsfrei, was dort passiert. Aber ich finde es auch hier bei uns ein bisschen einheitsfrei. Also ja, klar, natürlich. Ja. Ich bin da sehr. Ja, weil unsere Zeitungen hier fahren ja auch nicht einen ganz anderen Kurs. Es ist ja eh alles ziemlich das Gleiche. Es kommt im Endeffekt ja alles von der dpa und Reuters und Co. Und ja, sind dann einfach irgendwie Medien, die ziemlich ähnlich klingen. Plus gibt es diese Geschichte von, wie heißen die, Wenzer und Brecht, mit die vierte Gewalt. Ja. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Da gibt es ja, genau, wer hat das nicht mitgekriegt? Ja, da gibt es ja auch diese Geschichte von der automatischen Selbstanpassung der Presse, die sich automatisch fügt nach dem, was gerade populär ist und so. Und ich sehe da sehr viele Probleme. Vor allem das größte Problem, was ich sehe in dieser ganzen Nummer, ist die fünfte Gewalt, nämlich Kapital. Ja. Geld. Ja. Money makes the world go round. So. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das irgendwie das größte Problem im Moment ist. Aber was Russland und USA und so weiter angeht, so habe ich das Gefühl, entweder man kann eh mit allen zusammenarbeiten oder mit niemandem. Weißt du? Weil jetzt aber ich verstehe, dass man sagen kann, nein, mit diesen Konservativen wie Putin sicher nicht. Ja, ja, also wie gesagt, zu diesen Dingen, vor 5 Jahren hätte ich dir zu all dem 100% zugestimmt. Mhm. Aber ich finde, es hat sich mittlerweile, es haben sich Dinge ergeben und sind Dinge passiert, die mich jedenfalls irgendwie doch davon abgebracht haben und doch etwas, mir ein anderes Bild jetzt vermitteln von Putin. Ich habe früher immer noch gedacht, naja, das ist klar, das ist so ein kleiner Despot und der hat nichts, hat sich so mit Meinungsfreiheit und mit Pressefreiheit. Aber
das, was er jetzt macht, seit ungefähr einem Jahr, das ist einfach ein ganz, ganz schweres Verbrechen an der Menschheit. Und das, da hört es für mich dann einfach auf. Mhm. Und du denkst, man sollte sich kein Gas von ihm holen oder Öl oder irgendwas. Ja, will unser Cowboy da ernsthaft widersprechen oder was? Oder was hat er nun wieder für eine These im Rucksack? Das ist eine gute Frage. Also, oder wie geht man damit um insgesamt? Das ist eine Frage, die ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Da müssten wir eben in die Vergangenheit gehen und sagen, da hätte man sich von vornherein gar nicht auf den Weg begeben dürfen, sich von einem Land so abhängig zu machen. Also da werde ich sogar fast schon wieder eine pragmatischere Haltung, weil wenn wir jetzt statt mit Putin Gasgeschäfte machen mit einem korrupten Herrscher von Katar oder von Saudi-Arabien, dann ist es ja dasselbe. Also dann ist es ja auch Quatsch. Also Geschäfte gibt es auf der Welt mit allen Staaten, egal ob demokratisch oder diktatorisch regiert. Also da ist dann auch vielleicht so ein bisschen auch so Symbolpolitik dahinter, dass man sagt, nein, jetzt mit Russland jetzt auf keinen Fall. Da würde ich sogar zustimmen, ja. Das muss auch kein Widerspruch sein, dass man sagt, man bezieht zumindest für eine Zeit lang noch das Gas, weil man einfach, ich habe vorhin schon gesagt, immer sagen, was Sache ist, so. Finde ich stabil, was er hier sagt. Es ist ja auch der absolute Wahnsinn im Grunde, aus Russland nichts mehr zu importieren, weil man sagt, das ist ein Unrechtsstaat und dann im Gegensatz sich das, was auch immer, das Öl aus Saudi-Arabien holt. Aus Katar, ja. Dann die WM in Katar kritisieren und zwei Wochen später den Deal abschließen, wenn man rausgeflogen ist. Das ist einfach insgesamt, ist das eine super Show, aber es scheint die Deutschen zu gefallen nicht. Wo ist denn dieser Regenbogen- und Zuckerwattestaat, der auch noch Gas verkauft, wo wir es stattdessen herbekommen können? Ja, eben. Das ist die USA. Ah, okay, das sind die. Ja, okay, die sind wirklich Regenbogen- und Zuckerwatte, aber auf die ungute Art und Weise. Tom schreibt, mir ist Russland sympathischer als die USA und ich war in beiden Ländern. Nun gut, in Amerika, also in den USA war ich ungefähr so, keine Ahnung, so 10-mal bestimmt, also auch in vielen verschiedenen Orten und Bundesstaaten. In Russland war ich tatsächlich nur einmal, auch auf der Krim, also gehört ja heute gar nicht mehr zu Russland. Gehen wir die Sachen nochmal durch. Sie gehört gerade heute zu Russland. Früher hat sie nicht zu Russland gehört. Was redet der denn da? Film. Die wissen doch selber nicht, was sie sagen. Die reden doch einen Schwachsinn daher. Hauptsache, es wird irgendwie geredet, ne? Egal was. 1-0 USA, Musik 2-0, Mode 3-0, Freundlichkeit der Menschen 4-0, Landschaft 5-0. Sascha, hilf mir mal. Sport 6-0. Cool, Serien, wo Kinder in Unterwäsche tanzen. 8-1. Wir gehen jetzt nicht von den negativen Sachen aus, sondern wir gehen von den positiven Sachen aus. Das sind die positiven Sachen an Russland, die machen so Sachen nicht. Ja, das also. Ja gut, aber sonst, was ist denn positiv an Russland? Was machen die nicht? Die machen solche Sachen nicht. Ja, haben sie auch was eigenes Positives so Sachen? Von sich aus? Fällt mir jetzt nichts ein gerade. Doch, Moment. Das hat mit Russland nichts zu tun, das liegt allgemein in Osteuropa. Sie haben wunderschöne Frauen. Nicht umsonst kommen ganz viele von den Topmodels aus Russland. Und aber sonst. Das ist doch eine Geschmackssache, was eine wunderschöne Frau ist. Wüsste ich nicht, was jetzt in Russland geil ist. In Russland Deutschen, was die wählen. Im Ballett sind die groß. Also, sie haben auf jeden Fall, sie haben eine Kultur, die dafür gut ist, wenn sie nach Deutschland kommen, die AfD zu wählen. Das stimmt. Die gibt es aber bei den Amis auch. Das ist ja super. Trump-Wähler, der nach Deutschland kommt, wird wohl kaum die Grünen wählen. Das möchte ich nochmal an der Stelle gesagt haben. Ja, ich muss sagen, beide Länder haben ihre Fürs und Widers. Ja? Also im Moment. Dir ist kein einziges Für eingefallen, außer dass Russland irgendwas nicht macht. Ja, aber das ist doch ein Für. Ja, aber die machen viele Sachen nicht. Das ist ja also, das. Wenn wir viele Sachen nicht machen würden, die wir in den 90ern auch nicht gemacht hätten, dann müsste ich nicht auswandern, verstehst du? Das ist ja. Also, ja, das ist schon richtig. Du musst nicht auswandern. Also, popkulturell brauchen wir nicht diskutieren, welches Land cooler ist. Black Lives Matter kommt nicht aus Russland. Ja. Und welches Land ich zu bewohnen gedenke, brauchen wir auch nicht diskutieren. Ich will damit aber nur sagen, dass es keinen Sinn macht. Und, haut mal alle ab aus Deutschland. Das ist wunderbar. Geht mal alle in andere Länder. Finde ich gut. Sollen auch sehr freundlich sein. Also jetzt nach der WM, vor der jetzigen, habe ich auch nur Positives gehört. Das muss man auch dazu sagen. Man muss jetzt nicht so tun, als wenn die jetzt alle Wodka trinken würden und dich andauernd verhauen. Also das ist ja nicht der Fall.
Ja, aber diese Freundlichkeit, und ich war wirklich an ganz, ganz vielen Orten der Welt, diese Freundlichkeit wie in Amerika, diese Hilfsbereitschaft. Ich denke mal, das liegt in ihrer Tradition, dass es damals so wenige waren, als Amerika kolonisiert wurde. Da musste man sich einfach gegenseitig helfen. Ich glaube, das ist, steckt da immer noch drin. Das kann sein. Aber... Also ich finde das ohnehin schwer, zwei Länder gegeneinander abzuwägen. Aber man muss einfach sagen, so viel. Vor allem immer die Russen, die Amerikaner, das sind alles individuell und hier alles unterschiedliche Menschen. Und die einen sind so und die einen sind so. Es gibt freundliche Russen mit Sicherheit und es gibt freundliche Amerikaner, aber es gibt auch russische Arschlöcher und amerikanische Arschlöcher. So. Viele coole Sachen aus Amerika kommen, mindestens so viel Scheiße kommt auch aus Amerika. Also ich glaube, so kann man das Ganze zusammenfassen. Das stimmt. Da würde ich mir sogar zustimmen. Ja. Wir sind jetzt bei 59. Noch ein paar warme Schlussworte finden. Uns bei Chris bedanken, dass er hier war und die Party gesprengt hat. Die Party. So, jetzt habt ihr gerade mal noch nicht mal die Hälfte von meinem Gespräch mit Proletopia geschafft, weil ihr die ganze Zeit nur am Dünnpfiff sappeln seid. Schade, ne? Hat, ja. Nee, im Gegenteil. Du hast die Party ziemlich bereichert. Vielen Dank dafür. Party. Ja, die Frage ist, wollen wir den zweiten Teil irgendwann nochmal nachholen und wollen wir sagen, neues Spiel, neues Glück auf irgendwas anderes reagieren? Also ja, ich finde... Besser ist das. Ne? Also ich muss sagen, dieses Gespräch hier ist massiv wertvoller als das eine Mal, wo wir versucht haben, Grabenkampf zu ja, zu das ging gar nicht. Das mache ich jetzt auch nie wieder. Ja. Keine Sorge, Karlchen. Oliver Janich werde ich nicht nochmal reacten. Genau. Ich schneide dir das mal raus und schicke dir das. Ja, unbedingt. Ich schicke es an Olli Janich auch. Der wird sich wundern, dass er hier schon wieder gestreamt hat. Ja. Knapp das raus. Tja, Alex, hat ja, er doch ihr könnt, ich muss aber auch nicht unbedingt haben, dass ihr den zweiten Teil auch noch reactet, weil dann werde ich auch noch genötigt, mir das auch noch anzugucken. Die eine Hälfte reicht mir eigentlich schon. Mein Gott, wir haben fast 3 Stunden netto. Wir haben fast 6 Stunden Stream hier. So lange wollte ich es heute gar nicht machen. Na gut, ist jetzt halt so. Also, Ja, also ich finde das jetzt nicht so schlecht als Thema. Kann ich mitleben, wenn du was Geileres findest. Aber dann beim nächsten Mal bitte auch nicht vorgucken. Ich glaube, deshalb ist das für dich auch ein bisschen ja, das kann gut sein. Das war ein großer Fehler. Ich würde gerne noch ein kleines Stückchen reagieren von... aber davon nur so eine Viertelstunde von Erwin und dem radikalen Demokraten. An sich lächerlich, dass man diesen Namen immer nennt. Wie heißt das auch so? Dara, sag einfach Dara. Dara? Dara heißt da irgendwie. Dara ist für mich auch ein Frau. Zumindest auf den haben sie genauso eine Hasskappe wie ich. Okay, das ist. Da ist man sich dann wieder einig in dem Punkt. Ja, gut. Aber gut, das ist auch nicht schwierig. Also den radikalen Demokraten sympathisch zu finden, da muss man schon ziemlich abwegig drauf sein. Ne? Das ist nicht allzu schwer. Ich kann mir diese Namen nie merken. Ich will sie mir auch nicht merken. Wir werden ja ab einem gewissen Punkt alle Frauen. Also in Anführungszeichen. Ja. Obwohl, er ist einer der wenigen, der auch noch ganz gut aussieht. Ne? Das kann man ja von Karl und Co. jetzt nicht unbedingt behaupten. Aber egal. Du, Sascha, wir haben noch wichtige Sachen vor uns. Wir müssen noch Wolfgang M. Schmidt-Sendung über Kollega. Darauf wollen wir noch reagieren. Hast du die schon gesehen? Ja, aber noch nicht ganz. Aha, du sollst aufhören, das zu gucken, Macker. Ja. Ich weiß. Aber das ist auch nur kurz. Das geht nur, keine Ahnung, eine Viertelstunde oder so. Aber guck du dir das auf keinen Fall vorher an. Guck du dir das bitte auf keinen Fall vorher an. Ja, mach ich auch nicht. Obwohl das natürlich geiler wäre, wenn ich dann die richtigen Fakten da habe, damit ich seine garantiert negativ ausfallenden Thesen dann auch entsprechend widerlegen kann. Aber ich meine, das meiste sollte ich so schaffen. Aber ja, das können wir gerne machen. Aber wir müssen... Ja, aber es geht jetzt hier beendet. Es geht hauptsächlich um die Boss-Transformation. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr hinten. Ich gucke mir den ja nicht an. Ich aber auch nicht heraus. Doch wirklich viel Spaß mit dem Kerl haben, so. Ach echt? Ja. So, ist auch egal jetzt. Also, mein Gott. Was war das? Das war ja, also, Leute. Oh. Stammtischgelaber auf alleruntersten Niveau. Faktenfrei, völlig teilweise schlichtes Nichtwissen in einigen Dingen. Pauschalisierungen, klischeehafte Bilder, die sie bei sich im Kopf haben, die mit den Fakten überhaupt nichts zu tun haben. Also es war ja wirklich sowas von schlimm. Ich meine, also
Meine Güte. Mann, 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 Mann. Naja, gut, das ist halt, das sind die typischen AfD-Wähler halt. Ne? Also genau so sind die drauf. Solche Leute wählen die AfD. Das ist genau der Punkt.